für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, hallo, ich bin der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Heute ist der 21.12.2012, genau der Tag, um den es schon seit langer Zeit geht, mit ganz vielen Prophezeiungen, ganz dominant natürlich die von den Mayas, in aller Munde, natürlich auch bei mir, in meinen Sendungen und in meiner Reportage. Und ich bin ja sehr froh, dass ich hier im Kulturstudio heute sein darf, als Mitgast, der auch seinen kleinen Beitrag mit dazu liefern möchte. Also großen Dank an Jan Hiob, dass er mich hier eingeladen hat. Und natürlich begrüße ich alle Zuhörer zu sehr, ja, auch hier in dieser Runde die ganzen Mitgäste, ja, ganz herzlich. Und ich bin auch gerne bereit, da meine Ansichten mit euch zu teilen. Es ist ja so, und man sollte etwas reflektieren, was in den letzten Jahren so geschehen ist. Viele Menschen sind ja eigentlich schon seit sehr langer Zeit aufgewacht, haben Dinge erkannt, die ich zum Beispiel früher überhaupt noch gar nicht so gesehen habe. Mein echter eigener Aufwachprozess hat erst vor einigen Jahren wirklich gestartet, und seit 2009 bin ich eigentlich erst aktiv geworden und habe Webseiten, Blogs, und jetzt seit dem März 2011 sogar eine eigene Radiosendung gemacht. Jetzt bilde ich mich auch ab als Person, als Mensch, der also dann auch zu sehen ist, ne? In seiner Sendung. Habe da so turbulente Zeiten mitgemacht. Am Anfang hätte ich mir das nie vorstellen können, selbst auch mal hier so öffentlich aufzutreten in der Form, wie ich es jetzt tue. Aber man merkt eigentlich, dass wenn man sich mit den Dingen beschäftigt, die auf uns zukommen, die geschehen oder die auch in der Vergangenheit geschehen sind und die aus einer anderen Brille heraus betrachtet, dass eigentlich die Realität, in der wir immer geglaubt haben, ja, zu leben oder zu sein, möglicherweise eben auch andere Seiten hat oder ganz anders ist. Ja? Und deswegen kamen solche Filme wie Matrix und so weiter ganz zur rechten Zeit. Ich muss gestehen, dass ich zunächst mit den Filmen Matrix nicht viel anfangen konnte, weil das noch zu einer Zeit rauskam, wo ich eben noch nicht diesen Weg des eigenen Bewusstseins gefunden habe. Das geht sicher vielen, vielen anderen Menschen auch so, die dann sich irgendetwas anschauen und dann sagen, ja, das ist wieder so ein Quatsch, ne, so ein Hollywood-Quatsch und so. Inzwischen sehen wir das ja alle etwas anders, weil wir merken, dass es irgendwie alles gesteuert ist. Ich nenne diese Gruppierung, die ich dafür verantwortlich mache, irgendwie glaube, dass sie zu einem großen Teil daran beteiligt sind, die DIMS, das ist aus meiner Übersetzung heraus die dominante irrsinnige Minorität, das ist eigentlich im Prinzip die Zusammenfassung einer Gruppierung von Familien, viele sagen 12 oder 13 Familien seien es, mit einer ganz kleinen Anzahl von Menschen, Personen, Wesen, wie immer man es nennt, die uns seit geraumer Zeit, man führt es auf jeden Fall zurück auch auf die babylonische Zeit, hinter den Kulissen führen, die also ein Wissen haben, wie man Menschen in großen Mengen quasi hypnotisieren kann, ja, in einem Gehirngefängnis kontrollieren kann, damit die gar nicht auf die Idee kommen zu erkennen, dass sie jemand anderen dienen. Gut, früher war es offensichtlich, da war es auch normal, ne, so sagen wir mal, so nur zurückbezogen auf die römische Zeit. Da haben uns auch Hollywood-Klassiker gezeigt, wie man da mit Menschen umgegangen ist. Nämlich man hat sie versklavt, sie wurden Galeerensklaven oder sonst irgendwie. Und da kommt ja auch dieser unglaubliche Spruch daher, wollen wir unsere Sklaven nicht eigentlich mal
irgendwie markieren, dass die irgendwas tragen müssen im Band oder sonst irgendwie. Und der andere sagt, oh, hoppla, das machen wir lieber nicht, sonst merken die ja alle, wie viele sie sind. Und dann könnten wir unsere Macht darüber verlieren und so weiter. Ich zitiere jetzt so ein bisschen aus der Hand, aus der Hüfte. Ne? Und das ist eben eine unglaubliche Erkenntnis für uns alle, wenn wir sehen, wie viele wir eigentlich sind. Ja, wir sind ja auf der Erde etwa 6, 7, 8 Milliarden, wer weiß es schon, 100%. Und eben, wenn man diese kleine Gruppierung kennt oder ungefähr kennt, ne, wir haben ja alle so auch schon unterschiedliche Erfahrungen darüber oder Sendungen oder Berichte darüber gesehen, dass diese 13 Blutlinien, so viele sollen es ja sein, eben diese Familien darstellen, die unendlichen Reichtum besitzen, wenn man das jetzt mal materiell ausdrückt, innerhalb eines von ihnen geschaffenen Schuldgeldsystems, damit ja alle eigentlich dirigieren, ne? Sämtliche Nationalbanken, die gar nicht national sind, ne? Sondern privat, wenn man dahinter schaut, ne? Die Kulissen richtig entdeckt. Heutzutage wird das als werden die als Bankster bezeichnet, die sie da einsetzen oder ja, die das alles kontrollieren. Und damit im Prinzip sämtliche Regierungen, die da sind, korrumpiert haben. Ne? Also eben wie gesagt, das Schuldgeld, ne? Das also Mittel in die Hand gibt, obwohl es eigentlich aus dem Nichts geschaffen ist, ne? Durch nichts gedeckt, ne? Und ja, jederzeit am Computer inzwischen, einfach durch das Hinzufügen von Nullen, ne, hinter irgendeiner Zahl, beliebig ausgeweitet werden kann. Ne? Keiner kann das kontrollieren, weil die kontrollieren sich selbst. Ne? Ich habe auch schon mal eine Sendung gemacht, kontrollieren Verbrecher, Verbrecher und so. Also okay, ja, also hier ist der Bock selbst der Gärtner. Und das ist natürlich für viele einfach auch nicht zu durchschauen, weil eine Aufgabe, die viele der Gäste, die hier sicherlich auch noch zu Worte kommen werden, sich auch mit diesem Thema beschäftigen, dass wir nämlich eigentlich, wenn man von Demokratie spricht, okay, ich will dieses Thema hier nicht erläutern, da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen, es kommt ja aus Griechenland, dieser Begriff, wo aber eigentlich das Volk das demokratisch agierte, auch nur wieder aus den Nicht-Sklaven bestand. Ne? Und, also da wurde auch differenziert, aber das will ich auch nicht erläutern. Da gibt es klügere Köpfe, die das alles fantastisch erzählen können. Nur so als kleinen Schlenker eingebracht. Das heißt, es ist immer eine Frage der Definition. Nicht? Was ist das Volk? Alle Macht geht vom Volk aus. Ja. Wer ist das Volk? Ja. Das sollte man immer auch nochmal überlegen, was das sein kann. Ja, und in dem Sinne würde ich mal sagen, kann man vieles aus unterschiedlichen Brillen beleuchten, ja, und ja, das tun wir ja. Ne? Jeder aus seiner Sicht, und das ist auch gut so, die Vielfalt sollte da sein. Der eine lehnt sich mal bei dem Fenster ein bisschen weiter raus und der andere bei dem anderen. Und man muss nicht immer der gleichen Ansicht sein oder eine Meinung vertreten. Ich finde das gar nicht richtig. Jeder sollte seinen Teil tun. Und ich zum Beispiel habe die Devise für meine Darstellung auch in den Medien, die ich nutze, dass ich versuche, alle die Dinge anzugehen, die mich persönlich interessieren. Wo ich selber auch wissen will, was steckt dahinter, ohne es unbedingt alles genau zu wissen, aber eben in der weiteren Bearbeitung darauf zu kommen, was es vielleicht sein kann. Und die Problematik in dieser Gesellschaft, in der Welt, in der wir leben, ist, dass es diese Unabhängigkeit, diese auch konträren Ansichten, Darstellungen offiziell nicht gibt. Ich hatte jetzt ein unheimliches Erlebnis und das ist auch noch eine weitergehende Geschichte, dass ich hier direkt im Grenzland, ich wohne hier in Basel, in der Schweiz, und da ist die Bundesrepublik gleich angrenzend mit dem Bundesland Baden-Württemberg. Und ja, und da habe ich also die Möglichkeit auch mal direkt auf anderem Terrain, wenn man so will, Bericht zu erstatten und habe da über die Geschichte hier eines regionalen Landwirtes in Baden-Württemberg berichtet, der aus Grenzach-Wielen stammt, der also vieles erlebt hat,
Der hat nämlich dort so einen Bauernhof direkt am Rhein, also quasi an der Grenze zur Schweiz. Und diese Felder bzw. Wiesen sind, sind Objekt der Begierde geworden von eben solchen, die die Welt regieren, ne? Die dort ein riesengroßes Projekt bauen wollen, nämlich das Projekt Lagune. Und diese Lagune soll eben einen Teil des Rheins umgestalten, eben um dort die Sitze von irgendwelchen großen Firmen zu ermöglichen in wunderschöner Umgebung. Da soll alles umgebaggert werden und das soll so eine Art Klein-Dubai sein. Ja, gut, okay, vielleicht sogar ein Steuerparadies und mit Luxuswohnungen für alle diese Manager, die dann da auch in diesen Zentralen arbeiten, die dann da auch ihre Yacht direkt quasi parken können, ne, dass sie also vom Büro gleich rüber zu ihrer Wohnung rübersegeln können, sozusagen. Oder wie auch immer. Ja. Das sind ja alles Projekte, die noch nicht umgesetzt sind. Das ist ja in der Planung. Aber interessant ist eben, ohne die Grundstücke dieses Landwirten, Martin Deschler heißt er, kann man eben dieses Projekt nicht umsetzen. Das ist Fakt. Ja, das kann man sehen. Und jetzt wundert man sich, warum traktiert man diesen Landwirt seit über 15 Jahren und versucht ihn da wegzudrängeln, hat ihn inzwischen also bereits fast in den Ruin getrieben, haben ihn also unglaublich behandelt. Er wurde zum Beispiel nackt in eine Zelle gesperrt in Lörrach bei der Justizvollzugsanstalt. 2 Tage nackt in eiskalten Kellergewölbe mit nur einer Plastikdecke zum Zudecken, kein Kopfkissen, kein Toilettenpapier, ungewaschen, konnte sich nicht waschen, war also direkt vom Hof eingefangen worden von den Häschern mit brutaler Gewalt, dann auch Handschellen und so, wie das eben so ist. Ne? Ich habe das Guantanamo in Lörrach genannt, kann man ja auch mal gerne mal nachlesen, wen das interessiert. Da hat man ihn also mürbe gemacht und in der Zeit zum Beispiel konnte er seine Tiere auf dem Hof gar nicht versorgen. War niemand da. Das hatte man nicht organisiert seitens der Behörden, in Anführungszeichen. Und wie soll ich sagen? Das führte dann dazu, dass also vermehrt jetzt das Veterinäramt, ne, auch aus Lörrach, ne, und andere, ne, um Tierschutz, ne, aus Grenzschutz, Grenzach-Wielen, dort also dann patrouillierten und wahrscheinlich gerade in der Zeit, wo er da eingekerkert war, feststellten, die Tiere sind nicht versorgt, ne, und das dann anprangerten. Okay, ich meine, wenn man mal selbst auf so einem Bauernhof war, dann weiß man, dass es jetzt nicht ein Erholungsheim für Tiere ist mit Wellness-Paketen und Massagen und was weiß ich, sondern die Tiere leben da, wie sie leben, wie sie auch von der Natur vorgesehen sind. Draußen, und da sind die auch mal dreckig, weil das ist halt so, wenn die draußen sind. Ne? Es gibt sogar Schweine, die suhlen sich. Ne? Stellt euch vor, die sind nicht immer so wunderschön rosa, ne, von außen gewaschen, so wie das bei Hollywood dargestellt wird, sondern die suhlen sich im Dreck, die machen das sogar gerne und so weiter. Ich will jetzt auch nicht zu viel darüber reden, ich will das nur als Beispiel bringen. Es gab also immer Berichte, die negativ über diesen Landwirten berichteten, also in den Matrix-Medien, so nenne ich sie, oder den Massenmedien, oder jemand schrieb mir, das wären die regulären Medien. Ne? Seitdem benutze ich den Ausdruck auch gerne, ne? Die regulierten Medien. Aber die veröffentlichten eigentlich immer so die Berichte, die direkt von der Polizei kamen, ne? Vom Tierschutz und vom Landratsamt, ne? Vom Veterinäramt. Das wurde quasi sofort 1:1 dort so übertragen. Ja, und jetzt hatte ich gesagt, jetzt schaue ich mir das selber mal an. Habe angefangen, dort direkt vom Hof selbst zu berichten, habe dann hier auch diese dramatische Situation mitbekommen, wie dessen Tiere abtransportiert wurden, angeblich, weil es denen so schlecht ging und weil die Witterungsverhältnisse das nicht zulassen. Ne? Gut, wir haben es jetzt normales Wetter, ne?
Ich habe da ja ganz viel. Ich mache jetzt gerade noch einen Film, der kommt zu Weihnachten raus, ne? Über diese unglaubliche Entführung mit 10 schwer bewaffneten, Uniformierten, die also sich nicht auswiesen und also mir gegenüber sehr feindlich eingestellt waren, obwohl ich mich als Presse ausgewiesen habe und so weiter und so weiter. Ich erkläre es nur deshalb ein bisschen ausführlicher, weil es gerade aktuell war und weil ich klar machen will, dass hinter allem möglicherweise eine Agenda steckt. Ja? Und jetzt stellt man sich vor, wäre dieser Bauer ein Vorzeigebauer gewesen mit fantastischen Installationen und toller, Tier-Wellness-Klinik oder was auch immer da, hätte er trotzdem Wege gestanden, weil man das Projekt Lagune nur mit seinen Grundstücken bauen kann. Also, was wäre dann geschehen? Ne? Also gut, das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können, das ist Spekulation. Aber klar ist, dass mit einem Mal, wo ein Medium auftaucht, so wie ich, ne, Breaking News, und dort berichtet und das mal aus Sicht des Bauern darstellt, des Landwirten, dass mit einmal alle aufgeschreckt sind. Ne? Wie kann das sein? Wie kann jemand das anders sehen wie wir? Ha? Und so weiter. Bedeutet, dass der Verdacht da sein kann, wir alle wissen das, dass es Medienkontrolle gibt, ne? Dass es die regulierten Medien gibt, die dürfen nur das sagen, was die Mächtigen wollen. Vor allen Dingen, wenn wir dann hinter die Kulissen schauen, wer steckt hinter den Medien, auch das wissen wir ja alle. Wir sind ja hier im sogenannten neuen Medienbereich, eine nicht unbedingt geliebte Gruppierung von Leuten, die Informationen geben, die ja, andere nicht wollen, dass sie veröffentlicht werden. Ne? Okay. Ja, also ich erzähle das, weil eben diese Kontrolle, die unabhängige Kontrolle der Macht durch ja, zum Beispiel diese Medien ist eben in der klassischen Art und Weise nicht gegeben. Weil die hat man übernommen, diese Medienkontrolle, weil dadurch kann man Informationen filtern und kann man auch direkt einsetzen als, ja, als Wegweiser. Ne? So sollen die Menschen denken, wie es zum Beispiel in diesen verschiedenen Medien heißt. Und jetzt dadurch, dass ich eine andere Ansicht vertreten habe und das ziemlich lautstark und auch in der Region bereits bemerkt, kommt Unruhe. Ja? Inzwischen wird der Sumpf immer größer, man blickt hinter die Kulissen, man weiß, wer hier gegen wen und so, wie das alles funktioniert. Es ist inzwischen sogar schon eine große kriminelle Untersuchung unterwegs, also strafrechtliche, ne? Um diesen Sumpf mal so ein bisschen aufzudecken. Mal hoffen, ob da genügend Transparenz hineinkommt durch die offiziellen Untersucher, ne? Aber wir werden uns auch von der Öffentlichkeit her natürlich da einklinken und darüber weiter berichten. Ich sage es deshalb, weil alles, auch das, was um den 21.12.2012, um 2012 überhaupt und das, was mit uns geschieht, ist einen Kampf im Gehirn der Menschen gibt. Also ja, ein Informationskrieg herrscht und da ist es sehr schwer zu durchschauen, wer welche Informationen wie bündelt, herausgibt. Ist es eine falsche Information? Ist es eine richtige Information? Ist es eine kritische Information? Ist es absichtlich gestreut und so weiter? Wir wissen ja auch, dass es ein sehr begehrtes Prinzip ist, im Rahmen von Kriegsführung Dinge zu behaupten, die nicht stimmen, um den Feind in die Irre zu leiten und so weiter. Das heißt, das ist natürlich auch für uns die aufklärenden neuen Medien, die versuchen, die Wahrheit herauszufinden, nicht einfach ist, weil die meisten Quellen von Informationen in den Händen derjenigen liegt, die eben von diesen DIMMs, wie ich sie nenne, von der dominanten irrsinnigen Minorität nicht nur finanziert, sondern auch gesteuert und auch kontrolliert wird. Und ne, denken wir nur mal an NASA, die ausschließliche Gewalt haben, über alles das zu berichten, was außerhalb der Erde stattfindet, ob das Mond, Mars, Sonne und was weiß ich ist, wo die alle ihre entsprechenden Gerätschaften platziert haben, wahrscheinlich über Unmengen von Informationen verfügen, von denen wir nicht viel wissen. Wir wissen ja auch, NASA ist eine
militärische Einrichtung. Das nur mal so als Beispiel. Und wenn man natürlich von denen Informationen hereinholen oder, sagen wir mal, verwerten wollen, dann stehen wir immer hier in der Situation, dass wir dann entweder das nehmen und dann darüber so berichten. Man kann das natürlich auch kritisch sehen. Vielen ist ja auch aufgefallen, dass solche Aufnahmen von Himmelskörpern oder irgendwas teilweise manipuliert wurden. Also ja, kann man da noch teilweise sehen. Auch darüber haben wir schon berichtet. Nehmen wir nun mal die Berichterstattung über den Marskrater Hale, ne? Okay, aber das ist noch eine andere Geschichte. Das heißt, welcher Informationen von offizieller Seite kann man eigentlich wirklich trauen, auch wenn man glaubt, es wäre die Urquelle? Ja, schwierig, oder? Und genauso verhält es sich eben mit dem 21.12.2012. Wer das verfolgt hat, gerade vor ein paar Tagen kam die Information, ja, jetzt haben hier andere Wissenschaftler das nochmal durchgerechnet, die Maya-Prophezeiung mit dem 21.12.2012 ist falsch, ne, haben sie verrechnet, ne? Mit unserer Zeitrechnung, das ist jetzt erst in, was weiß ich, 100 Jahren oder was, findet das statt. Also sie haben den sogenannten, in Anführungszeichen, Weltuntergang jetzt mal um 100 oder 104 Jahre verschoben. Ne? Das ist rein mathematisch. Okay, wir haben ja auch nie wirklich gesagt, dass es sich um einen Weltuntergang handelt, sondern es geht ja hier um die Prophezeiung, dass es eine neue Zeit geben wird, die anbricht, beziehungsweise eine alte Zeit abläuft. Die Maya-Nachkommen selbst hatten ja vor kurzem bekannt gegeben, vor einigen Monaten bereits gestartet damit, dass sie erwarten, dass es also eine besondere Konstellation gibt, die uns hier Partikel auf die Erde unter anderem schicken wird, die uns dazu beihelfen könnte, mehr Informationen zu erfahren, die aufzusaugen und dann eben irgendwie für uns zu nutzen, ja. In welcher Form auch immer, in Form von Energien, und dass auch sämtliche Pyramiden auf der Welt dazu dagewesen seien oder dazu zu dem Zweck errichtet worden seien, eben diesen Moment zu erwarten und dann diese Energien, die von oben runterkommen, das ist irgendwann jetzt zwischen dem 21.12. und 23.12. In einer kurzen Zeitspanne von nur ungefähr 8 Minuten, wo das geschehen wird. Und die Mayas sich eben da überlegten, also die Nachkommen der Mayas, wie sie diese Energien dann am besten für sich sammeln und nutzen können. Und das haben sie der Weltöffentlichkeit präsentiert, ihre Gedanken. Und es klang eigentlich ganz plausibel. Und das wissen wir ja, dass wir also Strahlung erhalten von außen. Und irgendeinen Grund muss es ja auch haben, dass sehr viele Leute in den letzten Jahren erwachen und die Dinge anders sehen als zuvor. Vor allen Dingen auch entsprechend der Geschehnisse, die also jetzt hier von uns erkannt werden als Matrix beispielsweise, ne? Dass wir erkennen, wir leben in einer Matrix, was man uns vorspielt, stimmt gar nicht, ne? Denken wir jetzt hier an diese Massaker, die da gewesen sind in den USA, wo jetzt zum Schluss also ganz viele Merkwürdigkeiten auftreten und diese, ja, diesen Zufall, ne? Also es gibt hier keine Zufälle, nicht? Aber ich sage es immer so, dieser Zufall, dass also das gerade mit dem Plan zusammenhängt, die gesamte Bevölkerung in den USA zu entwaffnen, ne? Damit die ja nicht sich wehren können, eventuell noch sogar gegen die eigene Regierung. Oder fragt man sich, was das ist. Und wenn man da hineinsteigt mit diesen ganzen, mit der ganzen Symbolik, mit diesen Unstimmigkeiten, mit dem nicht korrekten Berichten seitens der regulierten Medien, die sofort innerhalb von Sekunden wussten, wer der Täter war, ja, obwohl die Untersuchungen überhaupt noch gar nicht richtig angelaufen waren. Also das ist schon alles sehr merkwürdig. Wir werden also sicherlich, und das ist meine Ansicht, gesteuert von Mächten, die wollen, dass wir in einer gewissen Richtung denken und handeln. Ja. Und diejenigen, die anders reagieren und die sagen, hoppla, da stimmt irgendwas nicht, also die kritisch sind, die regierungskritisch sind sogar, die werden natürlich bedrängt. Und ich habe selbst persönliche Erlebnisse diesbezüglich gehabt in diesem Jahr, die ich noch schnell erwähnen möchte. Am 22. Mai 2012 wurde ich hier beispielsweise besucht von ungefähr 15 bewaffneten, uniformierten und zivilen Kräften, die hier in meine Wohnung eingedrungen sind in Basel.
mich hier bedroht haben, mir sämtliche Gerätschaften weggetragen haben, also Computer, Speichermedien, Audio- und Videoaufzeichnungsgeräte, also bis hin zu meinen Kinder- und Babyfotos, ne? Alles weggenommen. Und da stand ich da nackt, ne? Also sprichwörtlich heißt also nackt, was die Informationsverbreitung angeht, konnte meine Sendung nicht mehr selber machen, konnte meine Webseite nicht mehr richtig betreuen und so weiter, weil sie haben ja meine ganzen Datenbanken alles weggenommen. Ja, und dann war ich aber in der Lage, weiterzumachen, dadurch, dass wir ein Netz haben von Leuten, die sich gegenseitig unterstützen. Dafür bin ich sehr dankbar und wurde also dann trotzdem, ne, habe ich dann weitergemacht, wurde dann trotzdem weiter, für die unangenehm, ne? Und bis es dann jetzt hier Mitte November soweit war, dass die mir alles zurückgegeben haben. Übrigens, das war auf Veranlassung von BRD-Behörden, ne, die eine Berichterstattung von mir über die unmenschlichen Handlungsweisen von Verantwortlichen im Jobcenter Lörrach da unterstellten und sagten, das sei üble Nachrede. Ja, und dann haben sie mich hier ausgefilzt. Okay. Inzwischen wissen wir ja, dass also es auch Urteile gibt, dass das nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden kann, wenn man über öffentliche Personen und öffentliche Ereignisse kritisch berichtet. Und wir haben ja auch nichts Falsches behauptet oder Unrichtiges behauptet, sondern alles bezog sich auf Urquellen. Diese werden bei Zeiten natürlich auch alle nochmal wieder veröffentlicht. Alles wurde natürlich richtig wiedergegeben, wie es passiert ist. Gut, und jetzt gerade eben aktuell, als wir live berichteten am 18.12.2012 von der Wegnahme aller Tiere dieses Landwirt Deschler, von dem ich gerade berichtete, die das einzige Medium waren, das vor Ort war, mehrere Stunden und alles live aufgezeichnet hat mit unglaublich viel Material. Ja, der Film kommt jetzt demnächst raus. Da wurde ich und mein Medienkollege tätlich angegriffen. Zuerst wurde also mein Kollege festgenommen auf einem Privatgrundstück, ja, während seiner Pressearbeit, abgeführt von sich nicht ausweisenden bewaffneten Uniformierten, dann auf ein anderes Privatgrundstück geführt, dort an die Wand gestellt und untersucht, ja, angeblich, weil er sich nicht ausgewiesen hätte, auf Verlangen dieses bewaffneten Uniformierten. Der wurde aber von ihm vorher gefragt, er solle sich bitte ausweisen, dass er eine Funktion hat und einen Durchsuchungsbefehl, Haftbefehl oder was auch immer, auf Privatgrund. Ja, und hatte ihm gezeigt, ich bin von der Presse, ne, hat also, das sieht das dann im Bild, hat also einen entsprechenden, eine entsprechende Aufschrift, das war eine extra so eine Warnweste, wo Presse drauf stand und er hatte ja eine Kamera in der Hand und außerdem hatte er seinen Presseausweis. Direkt um den Hals gehängt mit dem Bild vorne, konnte also, er hat das auch, wir sehen das, dieser bewaffnete Uniformierte nahm das sogar in die Hand, konnte das lesen, da steht alles drauf, Name, Adresse, die Nummer und was weiß ich alles, ne? Offizielles Ding, war egal, wurde abgeführt, ne? Haben wir alles auf dem Bild festgehalten und dann, als ich dann sehr gezielt auch das Einladen dieser dem Tierschutz verpflichteten Veterinäramt in Metzgerfahrzeuge. Ne? Da wurden also die ganzen Rinder, die auf der Weide die ganze Zeit natürlich ihr Futter zu sich nahmen. Die sind übrigens alle grün, die Weiden, kann man sehen, auch in den Aufnahmen, die wir gemacht haben. Die wurden also ins Metzgerfahrzeug hinein, ja, geschoben und gedrückt und genötigt. Man sieht das auch. Ne? Habe ich dann alles aufgenommen und derzeit stellten sich da diese bulligen, bewaffneten Uniformierten davor und wollten quasi, dass wir das nicht aufnehmen. Und dann hat mir eben der eine das weggeschlagen, dass die Kamera und das Audioaufzeichnungsgerät, also mein Mikro, und das zweimal hintereinander. Ne? Also die haben mich tätlich angegriffen, diese bewaffneten Uniformierten, da speziell dieser eine. Und ja, das hat mir eigentlich die Erkenntnis gebracht, dass wir es in einer recht gefährlichen Welt mit gefährlichen Leuten zu tun haben, die also skrupellos ihre Interessen umsetzen. Da geht es nicht um das, was vorgegeben wird, sondern es geht um eine Agenda, die abläuft im Hintergrund.
Ja, und ich denke, das sind so die wesentlichen persönlichen Erlebnisse der letzten Zeit gewesen. Und was also den 21.12.2012 angeht, ich glaube, dass es ist möglich ist, dass wir irgendwelche Dinge erleben werden, die passieren, die von außen auf uns eintreffen. Das ist denkbar. Ich glaube nicht, dass es eine Katastrophe ist, zumindest nicht in diesen paar Tagen. Denn auch darüber hatten wir spekuliert, aber das ist, glaube ich, nicht das, was passieren wird nach den letzten Erkenntnissen, die ich auch, ich beobachte das jeden Tag und recherchiere das, sonst hätte ich mich da schon gemeldet. Es geht hier eigentlich eher darum, dass etwas ganz Gravierendes geschehen wird mit uns selbst. Und das wird also auch die Änderung auf der Erde verursachen, nämlich das eigene Bewusstsein werden oder das Bewusstwerden bei jedem einzelnen Menschen, der sich dem öffnet. Und das kommt durch die direkte Umwelt. Ist das möglich, dass man aufwachen kann? Dazu braucht es nicht ein UFO, was herunterfliegt und ein Alien rausspringt und sagt, hier hoppla, jetzt bin ich auch da. Das ist gar nicht unbedingt nötig, denn das ist ja auch schon wieder materiell. Nein, das kann also jeden Moment für jeden Einzelnen passieren, dass dieser unglaubliche Moment eintrifft. Ja, und das ist dann das Erwachen. Das ist eigentlich dann schon der Weg in die nächste Dimension, weil wenn man erkennt, in welcher Situation man sich selbst befindet, blickt man ja darauf bereits aus einem anderen Blickwinkel und hat die Möglichkeit, dadurch ganz neue Dinge, ganz neue Erkenntnisse zu bekommen. Und das ist der Start der Änderung. Wir sind in einem ständigen Prozess von Änderung und ich finde es klasse, dass ihr im Kulturstudio darüber berichtet und auch andere und viele da zu Wort kommen lasst. Das ist jetzt hier mein Beitrag. Ich wünsche uns allen, dass es so viele wie möglich werden, die aufwachen, die bewusst werden, die dann auch das Richtige tun. Und das ist immer die Frage, ja, was können wir tun? Was müsste man ändern? Zum Beispiel am politischen System, am Wirtschaftssystem, am Geldsystem, an. Das sind alles die nachfolgenden Dinge. Der erste Schritt ist das Bewusstwerden. Alles andere ergibt sich dann. In dem Sinne wünsche ich uns nicht nur einen tollen Ausgang dieses Jahres, sondern natürlich auch eine zukunftsträchtige Zeit ab 2013 nach unserer Zeitrechnung. Mal sehen, ob diese Forscher da recht haben, ne? Dass es dann erst in 104 Jahren losgeht. Schauen wir mal. Ne? Ich habe auch schon gesagt, ich mache doch eine Sendung am 22.11.2116. Ne? Wahrscheinlich, wer weiß woher. Gucken wir mal, was wir dann für Möglichkeiten haben. Also in dem Sinne ist der Detlef vom Wakeness Radio, Wakeness TV. Wünsche euch viel Erfolg. Danke ans Kulturstudio, an alle, die zuhören und natürlich an alle Mitgäste. Ja, soweit Detlef vom Wegnews Radio. Wir hatten mit Detlef ja auch eine Sondersendung parallel übertragen. Ja, vielen Dank, Detlef, an dieser Stelle. Du hast mir das heute noch zugeschickt. Vielen Dank für deinen Beitrag hier im Kulturstudio. Ich sehe, der Chat läuft auch schon heiß, wird schon emsig diskutiert. Also wie gesagt, wir haben nochmal für euch den Plan, den Ablaufplan nochmal auf den Blog gestellt, sodass ihr nochmal schauen könnt, wann wer ungefähr an der Reihe ist, wann welche Themen besprochen werden, damit ihr auch nochmal eine Orientierung habt. Vielleicht kann der Boris oder der Volker oder die Mia den Link vielleicht nochmal gleich reinposten dort in unseren Chatraum. Genau, ich sehe es da schon, da ist er schon wieder drin. Perfekt. Ja, dazugekommen ist jetzt neu aus dem Kulturstudio die Mia. Guten Abend, Mia. Ja, hi alle zusammen. Ja, schön, dass du heute auch dabei bist. Und Dieter wollen wir heute auch mal begrüßen. Erstmal der heimliche Zuhörer hier. Hallo Dieter, herzlich willkommen. Ja, erstmal Mikro ran und Hallöchen zusammen. Ja, super. Ja gut, dann wollen wir praktisch auch im Zeitplan gleich bleiben. Und zwar habe ich mit Joe Konrad vor ein paar Tagen ein kurzes Interview aufgezeichnet. Das geht ungefähr so 10 Minuten. Das bereite ich mal eben vor zum Einspielen. So, wo haben wir den Joe? Da haben wir den Joe.
Gut, dann muss ich hier noch mal ein paar Sachen korrigieren, damit das auch zu sehen ist. Ja, gibt es sonst noch irgendwelche Meinungen, auch gerade aus dem Team, zu Detlef Weg News? Hat euch das gefallen, was er so gesagt hat? Er hat ja noch mal gerade seinen aktuellen Fall auch berichtet über den Bauern, den sie dort ja mit Willkür natürlich mal wieder ja, abgeführt haben. Also ich finde es gut, was er macht. Ne? Wie gesagt, es kommt nicht unbedingt auf die Qualität an, wo es bei uns ja auch nicht die HQ unbedingt ist. Aber es kommt einfach um die Informationen an, die weiterverteilt werden. Und dafür ist das Netz ja gerade und diese Tools, die wir auch nutzen, kostenfrei, sind ja ideal. Ja, ich sag mal, jeder hat halt so seinen eigenen Stil, das ist ja auch gut so. Genau. Ja. Und der eine mag halt lieber das Format, der andere lieber das Format. Da sind natürlich die Geschmäcker unterschiedlich. Und ja, wie gesagt, also Detlef, denke ich, ist auch ein wichtiger Mann in den alternativen Medien, der auch viele Leute erreicht und natürlich auch sehr viele Themen anspricht. Wie gesagt, es ist alles eine Geschmackssache. Ja. Ich find's gut, was er macht und freue mich, dass er heute auch zumindest aufgezeichnet dabei war. Gut, dann kommen wir zum nächsten Protagonisten. Das ist Joe Conrad. Mit Joe hatte ich vor ein paar Tagen, wie gesagt, ein Interview aufgezeichnet. So ab 7:45 geht es dann mit den Live-Interviews los. Dann haben wir praktisch die ersten Gäste auch live am Telefon oder über Skype dabei. Ja, also spiele ich jetzt einfach mal den Joe ein. Er hat sich auch ein extra Fernsehbild noch zugelegt für dieses Interview. Okay, ja, dann Joe Conrad jetzt so circa 10 Minuten geht das Interview. Ja, viel Spaß dabei. Ja, hallo, jetzt habe ich im Gespräch Joe Conrad. Guten Abend, Joe. Ja, hallo, ich grüße dich. Ja, Joe, wir haben heute den 21.12. oder in zwei Tagen, wir haben das Gespräch ja jetzt vorher ein bisschen aufgezeichnet. Ja, wie ist so bei dir das Jahr verlaufen? Was hast du für einen Eindruck vom Jahr 2012? Was sind so deine Eindrücke aus den vergangenen 11, 12 Monaten? Ja, ich denke, es ist sehr, sehr, sehr viel passiert in meinem Leben, wie wahrscheinlich auch im Leben der meisten, hat es sich sehr positiv entwickelt. Also sehr spannend, einfach natürlich viele Prozesse, durch die man durchgeht. Nicht immer alles einfach, aber ich sehe das eben in dem größeren Zusammenhang, dass etwas passiert, was wo uns Dinge einfach bewusst werden, die uns vor 10, 20, 50 Jahren nicht bewusst waren, was viele Menschen natürlich beunruhigt. Und wir haben auf bewusst.tv halt viele Sendungen auch immer mal wieder darüber gemacht, was für viele Menschen wohl auch hilfreich war, dass sie einfach, weil man ja keine Orientierung hat so in den Mainstream-Medien, das heißt, da wird man eigentlich überhaupt nicht vorbereitet und wenn man was hört jetzt über den 21., dann ist es eigentlich immer mit dem Wort verbunden, anstatt dass man das verknüpft mit Bewusstseinswandel oder was auch immer. Jedenfalls, wie gesagt, für mich war es ein spannendes Jahr mit vielen interessanten Interviews, die ich gemacht habe, interessante Kongresse, dann der Aufbruch Gold, Rot, Schwarz. Das alles geht auch weiter im nächsten Jahr und ich bin gespannt. Ich bin jetzt am 21. Dezember in Salzburg auf einem großen Kongress, wo mehr als 1000 Leute erwartet werden, dann am nächsten Tag noch in München oder Karlsfeld und bin mal gespannt, wie sich der Tag dann anfühlt und was da passieren wird. Aber ich gehe eben davon aus, dass da jetzt nicht auch irgendwie etwas Dramatisches passiert, dass ich nicht mehr nach Hause komme, sondern dass, wenn das ist eben ein Prozess, was da momentan stattfindet, wie ich das sehe, wo wir mittendrin sind. Wie siehst du persönlich dieses Datum, 21. Hast du da eine gewisse Erwartungshaltung oder wie, ja, was für eine Rolle spielt dieses Datum bei dir? Ich bin da relativ beruhigt und glaube nicht, dass da jetzt etwas passiert, was so einschneidend ist, dass wir nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht. Wie gesagt, ich denke, dass das alles einfalls ein Prozess ist, der vielleicht da seinen Peak hat, sozusagen, also einen Höhepunkt, was einfach mit kosmischen Strahlen oder was auch immer zu tun haben mag, dass wir da auf einen anderen Level kommen können und vielleicht die Einheit mehr spüren und auch die Menschen vielleicht, die bisher sich noch gar nicht mit sowas befassen, irgendwie spüren, dass da etwas ist, dass sie nicht getrennt sind von allem. Ich weiß
es aber nicht wirklich. Ich erwarte eben, wie gesagt, nicht im Äußeren irgendwie etwas. Sonst würde ich ja lieber zu Hause bleiben und jetzt nicht da irgendwo durch Deutschland teilzunehmen. Das wäre dann ja viel zu unsicher, wenn ich davon ausgehen würde, da passiert irgendwas, dass nachher irgendwie alles zusammenbricht und dann kann ich nicht mehr tanken und komme nicht mehr nach Hause oder der Strom fällt aus oder was auch immer. Kann natürlich alles sein, aber ich habe eigentlich so nach meinem inneren Gefühl den Eindruck, dass das alles ganz gut ablaufen wird. Wie siehst du denn die Zukunft? Was erwartest du auch vom nächsten Jahr 2013? Gibt es da besondere Sachen, die du vielleicht noch auf dem Schirm hast, die du dir vorgenommen hast? Was kann man da erwarten, auch vom Bewusst-TV? Ja. Natürlich weiter viele spannende Interviews und dann ist eben dieser Aufbruch Goldrot-Schwarz ist ja ein Projekt, was noch lange nicht zu Ende ist. Wir werden, ich glaube, ab Februar, März, April, Mai werden wir noch 3 große Aufbruchkonferenzen in Alsfeld machen, wo hier jeweils verschiedene Bereiche dann nochmal genauer abgearbeitet werden, sodass wir eigentlich zu allen Bereichen, um die sich normalerweise die Politik kümmert, bessere Lösungsvorschläge oder Visionen für eine bessere Politik ausarbeiten werden. Und dann wollen wir Anfang Juni wirklich aufs Hambacher Schloss gehen mit möglichst vielen Leuten. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine ganz große Sache wird. Hambacher Schloss ist vielleicht die Leute, die es historisch nicht wissen, dass da vor, ich weiß nicht, 1800 irgendwann zigtausend Leute aufs Hambacher Schloss gezogen sind, da eben auch zusammenzutun und quasi für die Deutschen eine Vereinigung zu erzielen. Und das ist eben ein historisches Datum. Wir machen Hambacher Schloss 2.0 und das ist eins von den vielen Projekten. Ich denke, wie gesagt, für mich hat dieser ganze Bewusstseinswandel ist eben eine Sache, ein Prozess. Und das bedeutet eben, dass wir nicht jetzt einfach abwarten, bis das Datum vorbei ist und dann ist alles perfekt. Nein, wir müssen natürlich dann auch die Welt so verändern, wie wir sie gerne haben möchten. Und das ist natürlich in allen Bereichen Arbeit. Es fängt immer an mit einer Vision und mit den Gedanken, wir machen mit Bewusst-TV und mit diesen Aufbruchkonferenzen eben den Versuch, Visionen und positive Gedanken in die Welt zu setzen. Hast du den Eindruck, dass in diesem Jahr nochmal sich das Ganze exponentiell gesteigert hat in dem, was Bewusstsein, was mit bewussten Menschen zu tun hat? Also sprich, gibt es aus deiner persönlichen Erfahrungssicht mehr Leute, die sich auf einmal für andere Themen interessieren, die auf einmal nachfragen? Also glaubst du, dass wir gewachsen sind in der Gruppe, die halt dieses System kritisch hinterfragen? Ist eine gute Frage. Ich kann das natürlich jetzt nicht anhand von objektiven Statistiken festmachen, wie viele Menschen sich dafür interessieren. Es kann natürlich einfach sein, dass für mich der Eindruck ist, weil ich inzwischen bekannter bin als vor 10 Jahren, dass ich sehr viel mehr Menschen begegne oder mich mit Menschen anschreiben, die mir Sachen erzählen. Als vor 10 Jahren, 15 Jahren. Aber ich glaube schon, dass es generell tatsächlich eine Beschleunigung ist. Ich würde es jetzt nicht vielleicht auf ein Jahr festmachen, aber schon, wenn man 10 Jahre zurückguckt, dann waren ganz viele Leute gar nicht offen für irgendeine Themen. Heute kann man mit den meisten Menschen selbst, die jetzt nicht für alles offen sind, aber doch schon, die können was mit Reinkarnation oder Karma anfangen oder mit UFOs oder sind nicht sofort ablehnend bei all diesen alternativen Dingen. Sie sind skeptisch gegenüber den, was so in der Politik läuft, viel mehr. Gut, waren sie früher vielleicht auch, aber heute hat man auch viel mehr, erkennt man viel mehr, wo wir überall betrogen werden. Auch die meisten Menschen spüren das, ob das Geldsystem, die Banken sind oder eben diese Kriege, die ob es der Irak-Krieg ist und jetzt der Iran anzugreifen oder ob sie Impfungen mit der Schweinegrippe und was weiß ich was. Dass viele Menschen einfach durchschauen, dass da nicht alles so läuft, wie es laufen sollte. Ich glaube, das ist heute viel mehr der Fall als noch vor nicht so langer Zeit. Und wie gesagt, auch Menschen heute sich mit Dingen befassen
oder von selber auf einmal ankommen mit Leuten, wo man vor 2 Jahren noch gedacht hätte, naja, mit denen brauchst du über sowas gar nicht reden, die sind so voll im normalen Mainstream-Leben und Alltag, dass sie da abwinken. Und auf einmal kommen die selber an und sagen, so, hast du auch schon mal gehört hier von dem und dem. Das heißt, ich denke schon, da tut sich was, aber wie gesagt, das ist ein subjektiver Eindruck von mir, können andere anders sehen. Aber ich denke schon, dass sich viel tut und dass das so weitergehen wird. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ja, möchtest du vielleicht zum Abschluss nochmal ein paar Sachen loswerden an unsere Zuschauer, an deine Zuschauer, die wahrscheinlich vielleicht auch einige davon bei uns heute zu Gast sind und zuschauen? Ja, hast du noch irgendwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Ich habe vieles gesagt, man könnte vieles sagen. Wichtig ist für mich als Botschaft, glaube ich, sich immer wieder klar zu machen, dass wir, zumindest die meisten Menschen, die jetzt auch bei uns zuhören und bei dir zuhören, sich bewusst hier inkarniert haben, um auch bei dieser Zeit der Veränderung mitzuhelfen und mitzuwirken. Oder zumindest, man muss das gar nicht unbedingt jetzt im Äußeren was machen. Es genügt manchmal einfach da zu sein und die Schwingung aber hier und da ein bisschen anzuheben. Sich da immer wieder dran zu erinnern, auch wenn es einem schlecht geht. Sich gegenseitig zu erinnern, weswegen wir hier sind und wieder die Schwingung ein bisschen hochzubringen. Und Zeit dafür zu nehmen. Das heißt, wenn man sich natürlich so voll knallt mit Terminen und mit Arbeit, und natürlich ist die Welt heute so, dass wir immer so viel zu tun haben und dann noch Fernsehen abends und nicht zu uns selber kommen. Für mich ist die Botschaft, also vielleicht nehmt euch die Zeit, zu euch selber zu kommen, nicht zu eurem Ego, sondern zu dem Selbst, was ihr wirklich seid. Jeder von uns ist einartig, ist hier mit wahrscheinlich mit einem Plan, etwas einfach hier zu sein in dieser Zeit und zu helfen. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ja, vielen Dank, lieber Joe. Ich wünsche dir natürlich persönlich alles Gute in Salzburg und natürlich angenehme, erholsame Feiertage. Und ja, freue mich auch auf das nächste Jahr, auf deine Beiträge und auf Bewusst TV. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, soweit Joe Konrad. Das Interview wurde, wie gesagt, vor 2 Tagen, glaube ich, aufgezeichnet. Ja, und mittlerweile haben wir noch einen neuen Gast hier in der Leitung. Das ist Richard Rhein von videogold.de. Hallo, Richard. Schalt mal dein Mikrofon wieder ein. Ich hoffe, du bist am Rechner. Na, findet denn den Knopf gerade nicht oder ist er doch gerade nicht da? Ja, gut, das war, wie gesagt, Joe Konrad. Er sprach ja auch gerade nochmal von den Alsfelder Beschlüssen. Wir hatten ja dazu auch die letzte Sendung in diesem Jahr Klartext gemacht mit Professor Dr. Michael Vogt dazu. Richard, bist du jetzt zufällig da oder bist du immer noch weg vom PC? Dann schalte ich mal kurz ein. Wir haben sonst noch ein paar Minütchen. Wir müssen natürlich ein bisschen im Zeitplan bleiben. Wir haben das sehr, sehr straff auch geplant. Wir müssen selber gucken, dass wir natürlich auch den Zeitplan ein bisschen einhalten, weil natürlich wir keinen warten lassen wollen. Und ja, wir schauen mal, dass wir es alle hinbekommen. Ja, alles hinbekommen. Gut, dann denke ich mal, machen wir den letzten Gast gleich auch nochmal hinterher, mit dem wir ein Gespräch aufgezeichnet haben. Und zwar ist das natürlich Michael Vogt, Professor Dr. Michael Vogt. Und ja, Michael ist nicht mit Video dabei, da haben wir leider nur eine Tonaufzeichnung bekommen. Beziehungsweise habe ich das Gespräch aufgezeichnet mit ihm, was wir geführt haben. Und ja, das geht jetzt auch ein bisschen länger, das geht ungefähr eine halbe Stunde. Und ja, ich denke mal, wir spielen es jetzt ein und dann geht es dann auch danach weiter mit den Live-Interviews. Ja, bitteschön. Ja, ich begrüße nun im Gespräch Professor Dr. Michael Vogt, bekannt aus dem Schild Verlag und natürlich auch vom Alpenparlament, und möchte dich recht herzlich begrüßen hier im Kulturstudio, lieber Michael. Ja, lieber Michael, ebenfalls herzlich willkommen. Ja, Michael, wie hast du das vergangene Jahr erlebt? Was waren da so deine persönlichen Highlights? Ich glaube, dass das Besondere an 2012 gewesen ist, dass wir unabhängig von der
Da werden wir noch drauf kommen. Debatte um Maya-Kalender, 21. Dezember und so weiter, dass das Jahr 2012 ein Jahr war, in dem in erster Linie und stärker erstmals auch die Alternativen in den unterschiedlichen politischen Bereichen gefordert, diskutiert und präsentiert wurden. Dass wir also nicht mit dem Blick zurück, dem Blick am Bestehenden und die Kritik am bestehenden System weitergetrieben haben, sondern dass in 2012 die Menschen, ob das eure Zuhörer oder meine Zuschauer oder ob das bei Tagungen oder Kongressen die Teilnehmer gewesen sind, Alternativen hören wollten, präsentiert bekommen wollten. Wie kann es denn in den Bereichen Geldsystem, Politiksystem, Familie, Bildungssystem und so weiter und so weiter. Wie kann es in all diesen Systemen wirklich anders gehen? Wie kann eine nachhaltige, eine humane, eine auf Gerechtigkeit und Frieden ausgerichtete Politik endlich etabliert werden? Wie sieht die Vision aus? Das ist das Besondere und das Neue in 2012 gewesen. 2011 war ein Jahr der Zusammenfassung, insbesondere der Kritik am herrschenden System in allen Bereichen. Auch das ist neu, dass es nicht sich jetzt beispielsweise auf die Wirtschaft oder auf das Medizin- oder Gesundheitswesen konzentriert, sondern dass die Breite der Bereiche inzwischen angesprochen werden, die Menschen merken, dass nicht nur in ihrem persönlichen Erfahrungsbereich, in dem sie sich so ganz gut auskennen, das System, das politische System und die vor allen Dingen das Parteiensystem versagt, sondern dass das ganz offensichtlich in der kompletten Breite politischer Darstellungsmöglichkeiten oder auch systemrelevanter, also auch was die Justiz betrifft und so weiter, Bereiche betrifft. Wollte man 2011 sich mit dieser Kritik noch befassen, ging das noch, schwappte das noch durchaus ein bisschen in 2012 rüber, aber die Forderung nach Alternativen, wie es denn weitergehen könnte, wie es denn anders sein könnte, mit dem Geldsystem, mit dem Wirtschaftssystem, mit dem Gesundheitssystem, mit dem Bildungssystem, mit Familie und Kinderpolitik und. Das war die Forderung des Jahres 2012. Und insofern wird, wenn man dann das gleich in einen Ausblick ummünzen kann, in 2013 der Schwerpunkt, was Alternativen betrifft, vertiefend weitergehen, sodass die Politik künftig eben nicht nur mit einer immer breiteren Kritik all ihren Tuns konfrontiert ist, sondern eben auch ganz konkrete Verbesserungsmöglichkeiten, Neustartmöglichkeiten, tatsächliche Neuordnung, wirkliche Nachhaltigkeit, wirklich humane Politik und so weiter, wirklich demokratische Politik, all diese Dinge wird sich das herrschende System als Alternativen in Zukunft sehr konkret gefallen lassen und sich solchen Alternativen konfrontiert sehen und gegenüber sehen und dann in einer noch größeren Ratlosigkeit versinken, als das im Moment der Fall ist. Was waren so für dich auch persönliche Highlights? Gibt es da so etwas oder war das halt so kontinuierlich etwas, was sich so aufgebaut hat im Laufe des Jahres? Also sicherlich war bei den Veranstaltungen und bei den Tagungen die Alsfelder Beschlüsse vom 9. November, also relativ dicht dran, ein Schlüsselereignis auch für die weitere Arbeit, weil dort erstmals der Ansatz beschritten wurde, zu sagen, wir gehen nicht nur auf verschiedene Themenfelder und suchen da nach Alternativen, sondern es war die komplette Breite politischer Wirksamkeit und politischer und gesellschaftlicher Bereiche, die dort angesprochen wurde. Und diese
Bereiche wurden als ein echtes Alternativprogramm zur herrschenden Politik eben demokratisch diskutiert, demokratisch verabschiedet. Und damit haben wir uns bei den Alsfelder Beschlüssen deutlich unterschieden von dem, was in unserem Parlament stattfindet, wo ja in ganz, ganz vielen Bereichen nachweislich und messbar und belegbar geradezu umgekehrt proportional das passiert, was die Menschen wollen. Also der Verzicht und der Abkehr vom Volkswillen, von dem, was der Wähler eigentlich will. Ich habe hier ein wunderschönes Zitat von dem sehr etablierten, renommierten, ordentlichen Professor und Verfassungsrechtler Hans-Herbert von Arnim, der sagt, das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, dass sie keine ist. Das Volk, das nominell Herr und Souverän, hat in Wirklichkeit nichts zu sagen. Und das ist dann besonders krass auf der Bundesebene. Und dann führt er weiter aus, jeder Deutsche hat die Freiheit, Gesetzen zu gehorchen, denen er niemals zugestimmt hat. Er darf die Erhabenheit des Grundgesetzes bewundern, dessen Geltung er nie legitimiert hat. Er ist frei, Politikern zu huldigen, die kein Bürger je gewählt hat, und sie üppig zu versorgen mit seinen Steuergeldern, über deren Verwendung er niemals befragt wurde. Insgesamt sind Staat und Politik in einem Zustand, von dem nur noch Berufsoptimisten oder Heuchler behaupten können, es sei aus dem Willen der Bürger hervorgegangen. Also Scheindemokratie. Eine wunderschöne und knapp zusammengefasste Analyse des augenblicklichen Zustandes. Und genau das haben wir in Alsfeld aufgegriffen und gesagt, es gilt eben für alle Bereiche. Und wir haben eben Visionen, an denen noch gearbeitet werden muss, gar keine Frage, und an denen wir in 2013 arbeiten werden, Visionen entwickelt eben für alle Politik- und gesellschaftlichen Bereiche. Und insofern war das sicherlich ein herausragendes und besonderes Ereignis von der inhaltlichen Breite, aber auch von der Verfahrensweise. Es waren keine tollen Wissenschaftler oder tollen Referenten, wobei es wundervolle und tolle Menschen gibt, die hier unendlich viel dazu beigetragen haben, dass wir vorwärts gekommen sind, gar keine Frage, sondern wir haben gesagt, das ist etwas, was wir kennen, was wir alle schon gelernt haben und was wir wissen. Wir kommen ohne eine solche, Referentengalerie aus und diskutieren unter uns, wie es weitergehen soll. Also dieser basisdemokratische und nicht expertengesteuerte, also im Sinne von passivem Konsumieren von Expertenwissen, sondern aktives Umsetzen von erlebten und gelesenen und erfahrenen Expertenwissen in Visionen. Das war wirklich was Besonderes. Ja, also eine Bewegung von unten heraus sozusagen, von ganz genau, wie es eigentlich auch sein sollte. Und wie du schon sagst, ist also keine Experten, denen man jetzt huldigt oder dort, die wieder eine Meinung vorgeben, der man sich anschließen kann, sondern selbst erarbeiten von Zielen und Visionen. Ja, deine Meinung zum 21.12. würde mich natürlich sehr interessieren, in Bezug natürlich auch auf den Maya-Kalender. Glaubst du als Historiker, dass alle Informationen dieses Thema betreffend wirklich gut belegbar sind, oder ist das aus deiner Sicht alles auch so eine Interpretationssache, wie auch so oft in der Geschichtsschreibung? Also man muss dazu sagen, dass natürlich das Wissen, das wirklich tiefe Wissen über die Geschichte der Mayas und damit auch deren Kalender etwas ist, was nicht so ganz wirklich auch in die Tiefe gehen kann, einfach in der Mangelung von Dokumenten und vor dem Hintergrund, dem historischen Hintergrund, dass hier natürlich brutalst mit Wissen und mit auch den Menschen, die Wissensträger gewesen sind, seitens der christlichen Eroberer in der typisch christlichen, nächstenliebenden Weise auch umgegangen wurde. Also hier ist kräftig ausgerottet worden, und damit ist natürlich wie bei in unseren Bereichen bei heidnischem vorchristlichen Wissen extrem viel vernichtet worden. Das muss man immer vor die Klammer ziehen, wenn man
sich über die Quellen unterhält. Das Zweite, was man vor die Klammer ziehen muss, ist, dass die Sieger die Geschichte schreiben und es eben nicht die Mayas sind und die indigenen Völker, die über ihre eigene Kultur in aller Breite haben berichten können, sondern die Sieger haben darüber berichtet. Und da ist dann viel von Opfern und blutrünstigem Verhalten und zu lesen. Das erinnert mich dann immer so an Vandalismus und Barbaren und Berserkertum, Dinge, die in die Sprichwörtlichkeit der deutschen Sprache Eingang gefunden haben. Und wenn man dann sich anschaut, was Vandalen wirklich gemacht haben, was die Berserker wirklich waren, was die sogenannten Barbaren gemacht haben oder wirklich waren, dann weiß man auch in diesem Fall, hier ist die herrschende Geschichtsschreibung, eben die Geschichtsschreibung der Herrschenden, wie Karl Marx das so schön formuliert hat. Also wie gesagt, die beiden Dinge muss man vor der Klammer sehen. Das, was ich aus denjenigen, von denjenigen gelernt habe, die sich wirklich intensiv aus einer möglichst objektiven und vor allen Dingen eben Maya-orientierten Sicht mit diesem Thema befasst haben, ist, dass wir hier einen hochkomplexen, mit unendlich tiefgehenden, kosmischen, astronomischen Wissen versehenen Kalender haben, der in Zeitdimensionen operiert, die also hier für unsere lächerlichen 2000 Jahre, die wir als christliche Zeitrechnung oder christlich oktroyierte Zeitrechnung übersehen können, unglaubliche Dimensionen hat. Also Faktor 10, Faktor 13, um den es hier letztendlich geht. Und vor dem Hintergrund dann sehr, sehr viel mehr Wissen dahinter steckt, als wir hier mit unserem lächerlichen gregorianischen oder julianischen Kalender hier zu bieten haben. Dass das aber etwas ist, was eben einen Zyklus bedeutet und beschreibt, dieser Zyklus, der unterstellt, der 21.12. ist wirklich mit all den kalendermäßigen Verschiebungen, die wir durch Kalenderreformen der Päpste ja hier haben, auch wirklich der 21.12. des Maya-Kalenders. Also wenn diese Daten, das ist nochmal das ganz große Fragezeichen, dass es sich hierbei wirklich um ein identisches Datum handelt. Aber selbst mal unterstellt, es wäre da kein Rechenfehler oder kein Korrekturfehler drin, geht ein Zyklus zu Ende und es geht ein neuer Zyklus weiter. Dass mit dem Planeten Dinge passieren und sich verändern, ist etwas, was von klugen Köpfen wie einem Dieter Bröers schon seit langem prognostiziert wurde und sich offensichtlich auch als richtig herausstellt, ob diese Veränderung dazu führt, dass es wirklich einen Bewusstseinssprung oder die Chance dazu geben wird oder geben kann, wird man sehen. Es wäre schön, wenn das so wäre, wenn es also wirklich eine Welt, die in 2012 in extremer Weise wieder mit Kriegen und Blutbädern und Massakern und Verbrechen gekennzeichnet war, vor allen Dingen auch dieses ganzen herrschenden Geld- und Finanzsystems, dass es, wenn es wirklich da zu einem Bewusstseinssprung und dann zu einer Veränderung käme, dass also auch solches Leid künftig vielleicht weniger, vielleicht gar nicht mehr stattfände, es wäre so sehr zu wünschen, überhaupt gar keine Frage. Insofern sehe ich einerseits keinerlei Hinweise und Gefahr oder irgendeine Prognose, dass so etwas wie ein Weltuntergang stattfinden könnte. Das ist auch nichts, was aus dem Maya-Kalender oder dem Ende eines Zyklus des Maya-Kalenders und dem Beginn eines neuen Zyklus, der dann ebenfalls wieder 26.000 Jahre umfasst, zu entnehmen oder zu entnehmen wäre. Gleichwohl, Dinge können sich ändern und da steckt eben auch eben dieses kosmische und astronomische Wissen der Mayas eben damit drin. Es passiert mit dem Planeten im Augenblick eine Menge und wenn es zu einem Aufstieg und einer Veränderung käme, es wäre den Menschen zu wünschen und es ist nur bedauerlich, dass das nicht schon früher eingesetzt hat, dann wäre uns 2012 auch eine Menge an
Leid, erneut wieder an Leid erspart geblieben. Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend, das kann man auf jeden Fall sagen. Nun gibt es ja zum Beispiel auch Gerüchte, so nenne ich das mal, dass am 21.12. zum Beispiel auch der Vertrag der Fed in den USA auslaufen soll. Eine Quelle dazu ist zum Beispiel Max Kaiser. Andere behaupten wiederum, dass es ein Hoax ist. Hast du zufällig nähere Informationen auch zu dieser Thematik? Also es gibt insofern widersprüchliche Aussagen, als auf der einen Seite man Hinweise findet, dass bestimmte Verträge, Dienstleistungsverträge, wie auch die dann auch quasi einen Vertrag wie den mit der Fed subsumierten, überhaupt nur auf 99 Jahre geschlossen werden dürfen und dann nach amerikanischem Recht automatisch auslaufen und entweder verlängert oder eben nicht verlängert werden können. Einen exakten Hinweis darauf, dass diese Bestimmung, die wohl im sonstigen amerikanischen Recht in jedem Fall Gültigkeit hat, auch auf den Kongressbeschluss vom 22. Dezember 1913 zutrifft, also der Begründung des Fed-Systems, habe ich nicht gefunden. Wenn Max Kaiser eine solche Prognose oder eine solche Behauptung aufstellt, ist das extrem ernst zu nehmen. Er ist einer der in Wirtschaftsfragen kundigsten Menschen hier in Europa. Also er ist Amerikaner, lebt aber in Paris. Wir haben auch schon Sendungen mit ihm gemacht. Insofern wäre das extrem ernst zu nehmen. Spielen wir das einmal durch. Sollte also ein solcher Vertrag auslaufen, müsste der Kongress eine Modifikation oder eine Verlängerung, entweder in bestehender Form oder in veränderter Form, am 21.12. oder spätestens am 22.12.2012, also nächsten Sonntag, nächsten Samstag, Sonntag, beschließen, um auf die Art und Weise eben einen Anschluss zu garantieren. Dass ein amerikanischer Kongress so etwas beschließt, daran habe ich keinen Zweifel. Dafür ist schon gesorgt, wenn man sich die Zusammensetzung der beiden großen Kongressparteien ansieht. Es ist völlig egal, ob das Republikaner oder Demokraten sind, die hängen an demselben System, hängen an denselben Thinktanks dran. Insofern ist die Fed sicherlich die Letzte, die sich hier eine Sorge machen müsste, dass irgendwas an ihrer Herrschaft beschnitten werden würde. Aber bislang gibt es auch keine entsprechende Vorlage oder mir ist keine entsprechende Vorlage, also Kongressvorlage bekannt, nach der das eben nötig sei oder gemacht werden sollte. Insofern kann es durchaus auch sein, dass eben diese amerikanische juristische Bestimmung des Auslaufens nach 99 Jahren eben für, aus welchem Grund auch immer, für die Begründung der Fed da nicht gilt. Aber wie gesagt, eine Hoffnung, also um das, da bin ich mir nun absolut sicher, eine Hoffnung darauf zu legen, dass ein amerikanischer Kongress jetzt beispielsweise einem Ron Paul folgte und sagt, also wir schaffen das unabhängige Fed-System ab und wir gehen den Kennedy-Weg, der ja bekanntlich sehr ungesund geendet hat, und gehen den Kennedy-Weg und verstaatlichen das amerikanische Notenbanksystem wieder und nehmen es aus der Privatisierung raus. Das ist etwas, was aus meiner Sicht auf gar keinen Fall eintreten wird und völlig unvorstellbar ist. Insofern vermute ich mal, entweder der Kongress winkt das durch, vielleicht in derselben vorweihnachtlichen Stimmung mit wenigen Hanseln und nicht wissend, was an dem Tag eigentlich auf der Tagesordnung steht bei den meisten Kongressabgeordneten. Das müsste dann so am 20. passieren. Die wenigsten sind da und der Rest ist eingenordet und macht den Job des großen Geldes. Oder es ist gar nicht nötig.
Herr Bernanke kann in aller Ruhe Silvester feiern und muss sich keine Sorge machen, dass da irgendjemand an seiner Macht kratzt. Also das muss er sich wahrscheinlich nicht, sowieso nicht. Insofern sehe ich da nicht irgendeine gravierende Änderung, selbst wenn dieser Vertrag ausliefe. Okay. Ja, was sind denn so deine Pläne auch für das kommende Jahr? Erwartest du so eine positive Entwicklung in der Welt oder doch eher noch eine Zuspitzung? Also, das, was, wenn die Meldungen stimmen, mich sehr gefreut hat und wo ich sehr froh drüber bin, ist, dass offensichtlich durch die Standhaftigkeit der russischen Politik, und hier ist eben positiv in allererster Linie Putin zu nennen, ganz offensichtlich die Gefahr in Syrien und Iran eines Krieges gebannt ist. Hier soll es zu Stationierung von russischen Raketen gekommen sein, was dazu geführt hat, dass die völlig größenwahnsinnig gewordenen Türken ihre erstmal schleunigst von der Grenze zurückgezogen haben. Ein nur noch als Faschist zu bezeichnender Hardliner im israelischen Kabinett zurückgetreten ist, sodass also hier in der Tat ein alternativer Journalist im Internet hat das übertitelt, es riecht nach Frieden, dass also hier in der Tat die Entwicklung weg von einem weiteren Morden, einem nächsten Krieg und Zerstörung von Menschenleben Land und allem drum und dran, wie in Libyen und wie im Irak und wie in Afghanistan eben abgesehen werden kann. Das ist eine gute Entwicklung, wenn das wirklich jetzt sich so bewahrheitete. Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben natürlich in 2013 ein Wahljahr, in dem sich Pseudo-Alternativen von herrschenden Parteien, von Arnim hat das ja wunderschön beschrieben, er ist ja ein sehr starker Kritiker auch des Parteiensystems oder eines Systems, in dem sich die Parteien den Staat zur Beute gemacht haben und wo es überhaupt nicht um Inhalte geht. Und dieses Parteiensystem wird in weiterer und intensiverer Form gerade im Wahljahr konfrontiert werden mit Visionen, mit Alternativen zur Politik, echten Alternativen zur Politik, echten alternativen Wegen, neuen Wegen, eine wirkliche Veränderung des politischen Systems zum Besseren, ohne darauf auch nur im geringsten Antworten finden zu können. Und das in einer immer breiteren Basis der Menschen. Insofern erwarte ich da eigentlich durch unsere gemeinsame, da ist eure Arbeit extrem wichtig, das ist, sind andere Institutionen wie beispielsweise Alpenparlament, aber natürlich auch ganz besondererweise Wissensmanufaktur, Nuoviso und Schall und Rauch und Infokrieger und so weiter von großer Bedeutung. All die werden weiteren Zulauf finden, werden in immer größerer Weise zur Kenntnis genommen. Und das sind dann eben nicht mehr kleine Clubs und kleine Grüppchen, sondern das wird in Hunderttausenden, Millionen interessierten Zuschauern, Lesern, Zuhörern und so weiter sich niederschlagen. Und das ist eigentlich eine Entwicklung, die positiv ist, weil wir eben Alternativen über alle politischen Herkünfte und Schranken hinweg. Das ist die große Neuerung auch des Jahres 2012. Schon auch etwas früher, aber eine Neuerung, die vor 10 Jahren völlig undenkbar gewesen ist. Die Menschen, die in Alsfeld zusammengekommen sind, die du interviewst, die ich bei mir in den Sendungen habe, die bei der Wissensmanufaktur auf Tagungen auftreten, sind Menschen, die aus völlig unterschiedlichen politischen Lagern, Sozialisationen, Herkünften und so etwa kommen. Und denen das egal ist, wo diese Schubladen- und Gesäßpolitik eines Parlamentes, der gehört zu denen, der ist gut und der ist eben jemand, der ist von der Gegenpartei oder wie auch immer. All dieses antiquierte Denken ist im Mülleimer, gehört auch in den Mülleimer der Geschichte.
Und es ist völlig egal, ob ich aus einem Liberalen, aus einem Linken, aus einem Rechten, aus einem Konservativen, aus einem Christlichen, aus einem Islamischen, aus einem Heidnischen, völlig egal, Ansatz her, Politik mache, zu Lösungen beiträge. Darauf gucke ich nicht mehr, darauf gucken die anderen nicht mehr, sondern sie gucken auf die Inhalte. Und das ist eine Qualität einer neuen Zeit, wie sie vor ganz wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen ist, weil dann jeder sich so hinter seinen bisherigen Sozialisierungsherkünften verschanzt hat und mit den anderen Gespräche nicht mehr möglich waren. Und das ist neu und das ist schön, dass das so ist. Und das wird dem politischen herrschenden System, das eben von diesem in den Schubladen schieben insbesondere Weise lebt, nicht nur nicht gefallen, sondern größte Schwierigkeiten bereiten. Und vor dem Hintergrund sollten wir genau auf dieser Schiene weitermachen und uns auch nicht auseinanderdividieren lassen, wie das natürlich immer wieder versucht wird mit Diffamierungen, aber sie greifen eben nicht mehr. Und das ist, das wird in 2013 noch richtig an Fahrt zunehmen. Genau, an ihren Taten wirst du sie erkennen, heißt es ja so schön. Ja. Und ja, wie gesagt, natürlich gibt es da auch eine Entwicklung, die wir durchgemacht haben in diesem Zusammenhang und natürlich auch mit gewissen Themen erst vielleicht ein bisschen Unwohlsein verbunden haben, aber je tiefer man in diese Thematik einsteigt und das einfach mal auch aus einem gewissen Abstand betrachtet, ja, merkt man einfach, dass es auch nur gewisse Programmierungen waren, gewisse Dogmen, die man selbst noch auferlegen war in gewissen Richtungen. Ja, und so ja, bekommt man einen ganz anderen Blick auch für die Welt und ja, ist einfach interessant, so viele verschiedene Leute, Köpfe zu interviewen, deren Weltsicht mal zu sehen, natürlich auch deren Informationen, die sie geben können. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Und da ist natürlich Alpenparlament und Schild Verlag sind natürlich dort auch zwei gewichtige Medien, sozusagen Medienpartner, die da auch natürlich einen großen Teil dazu beigetragen haben. Insbesondere natürlich auch Alpenparlament im alternativen Mediumbereich mit ja. Bild und Ton. Deine ganzen Beiträge, das ist ja auch für dich wirklich viel, viel Arbeit. Also auch nochmal mein Dankeschön, Respekt auch dir gegenüber. Diese Leistung, die ihr dort beim Alpenparlament macht, wirklich ist wirklich sehr, sehr lobenswert. Sie geht aber, Michael, sie geht nur dadurch, dass es auf der einen Seite jemand, den die Idee und den Idealismus mitgebracht hat, zu sagen, ich stelle eine solche Technik und eine solche Voraussetzung zur Verfügung, dass man eben mit Kamerateam und Studio dort arbeiten kann. Insofern ist das etwas, wo man einfach auch an dieser Stelle sagen sollte und sagen muss, ohne einen Martin Frischknecht hätte es das Ganze nicht gegeben. Er hat die Voraussetzung dafür geschaffen. Und es geht auf der anderen Seite nur durch die Gesprächspartner. Es ist nicht das Verdienst des Moderators, sondern es ist das Verdienst der Gesprächspartner, die eben hier die Inhalte zur Verfügung stellen, ihr Wissen zur Verfügung stellen und die. Und ich habe unendlich viel in den über 200 Interviews gelernt in allen Bereichen, die eben auf ihrem Gebiet in die Tiefe gegangen sind und richtig hingeschaut haben. Und wir dann eben festgestellt haben, dass eine EU-Sparlampe eine völlig kriminelle und im Übrigen schwachsinnige Geschichte ist. Dass die BRD vorn und hinten nicht souverän ist, dass wir hier riesen Aufhol- und Nachholbedarf und Klärungsbedarf über den juristischen und völkerrechtlichen Zustand dieses Landes haben. Dass Gentechnik von Anfang an etwas gewesen ist, hinter dem eine kriminelle Machtergreifungsstruktur, um sich die Welternährung unter den Nagel zu reißen, liegt. Dass die Wasserfrage etwas ist, die ganze Privatisierungsgeschichte etwas ist, auch ganz besonders am Beispiel des Wassers zu sehen, was Naturgüter, Güter, die originär den Menschen gehören, dem Volk gehören und nicht irgendwelchen Kapitalisten, hier missbräuchlich auch von den Politikern verscherbelt werden, dass das Geld- und Wirtschaftssystem
eine Zinskritik, die vor 10 Jahren in den Bereich der völligen Spinnerei gepackt wurde, wo es wenige Koryphäen wie Bernd Senf gegeben hat, Andreas Popp natürlich ganz vorne zu nennen gegeben hat, die sich mit diesem Thema befasst haben, belacht wurden und angegriffen wurden. All diese Menschen haben dazu beigetragen, dass wir einen ganz scharfen und geschärften Blick auf unsere Realität bekommen haben. Und es ist für mich eine große Ehre gewesen, über die 3 Jahre, die es gut 3 Jahre, die ich Alpenparlament jetzt machen darf, mit all solchen Leuten zusammenzukommen und festzustellen, es gibt die Alternativen. Es gibt eben mit Klaus Thurte oder Klaus Volkhammer im Energiebereich zu sagen, es gibt die Alternativen, die wir alle haben. Und wir können eine humane, eine nachhaltige, eine positive Welt aufbauen, in der es keinen Hunger gibt, in der die Menschen sich nicht mit Krieg wegen irgendwelcher Ölvorkommen überziehen müssen. Und all das ist möglich. Und wir, du genauso wie die Genannten, leisten ihren Beitrag dazu, dass es eine Welt in diese Richtung gibt. Und ich kann eben vor dem Hintergrund morgens in den Spiegel schauen und sagen, okay, das, was hier stattfindet, was wir hier gemeinsam machen, im Team machen, ist etwas, was dazu beiträgt, und wir gucken nicht weg. Wir ignorieren das nicht, wir verschweigen die Probleme nicht, wir helfen nicht bei der Unterdrückung der Lösung, sondern wir präsentieren sie. Und das ist etwas, was eine Tätigkeit ist, die befriedigt, die eine Berufung ist und die es dann auch eben ermöglicht, irgendwann den eigenen Kindern und inzwischen Enkelkindern eine hoffentlich bessere Welt zu hinterlassen. Ja, das kann ich absolut unterstreichen. Auch, wie gesagt, im Bereich Kulturstudio ist es natürlich so, dass ich vielleicht sicherlich das Visuelle dort darstelle, nach außen hin sichtbare bin, aber natürlich im Hintergrund da ein tolles Team mittlerweile entstanden ist, die natürlich auch sehr, sehr viel und sehr, sehr große Arbeit leisten. Und wie du sagst, natürlich auch die Gäste sind absolut wichtig. Ohne die Gäste, ohne solche interessanten Gäste wäre natürlich auch ein Kulturstudio oder ein Alpenparlament inhaltslos sozusagen. Genau. Ja, möchtest du vielleicht zum Schluss noch etwas loswerden, so an unsere Zuschauer oder Zuhörer, was dir so wichtig wäre zum Abschluss des Jahres, vielleicht auch in ganz allgemein also gesagt? Wichtig ist, dass die Informationen, die wir, ob das über Radio ist, ob das über Internetfernsehen oder über demnächst vielleicht auch über das richtige Fernsehen, also über das ganz normale Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen läuft oder über Print läuft, wie Magazine wie Kompakt oder Dorian Gray als Wochenzeitung, dass die eine immer größere Verbreitung finden, dass die Menschen, die uns zuhören, die uns zuschauen, die unsere Sachen lesen, das in der Breite streuen, sodass wir eben irgendwann, wie Andreas Popp das so schön gesagt hat, die 99% werden und uns auch bewusst werden, dass wir diese 99% sind. Das wäre der Wunsch, also hier mit beizutragen an der Verbreitung. Und ganz konkret für unsere Arbeit wünsche ich mir natürlich, dass wir aus der Keimzelle der Alsfelder Beschlüsse vom 9. November 2012 dann in der Tat wirklich so etwas wie einen freiheitlichen, visionären Protest, eine vielleicht sogar revolutionäre Bewegung à la Vormärz im 19. Jahrhundert auf die Beine stellen, und dass das Hambacher Fest 2.0 einen ähnlichen Zulauf, die Messlatte liegt 1832 bei 30.000 Leuten, 20.000 bis 30.000 Menschen, die dort dabei gewesen sind, finden, sodass dann all solche Ideen und Überlegungen eben nicht mehr verschwiegen werden können und dann auch der Mainstream umkippt. Und jeder kann auch im Übrigen durch Chats und Foren und Leserbriefe dazu beitragen, dass all diese
Überlegungen und all dieses Wissen, was da ist, auch im Mainstream wirklich als permanente 1000 Nadelstiche ankommt, sodass auch da das immer schmerzlicher wird, dass die Parallelwelt, in der diese medialen und politisch herrschenden Leben nicht die wirkliche Welt darstellt. Und dazu können wir alle beitragen. Und das ist das, was ich mir auch eben von meinen Zuschauern und von den Besuchern der nächsten Alsfelder Tagung oder weiterer Kongresse oder auch für deine Zuhörer ganz allgemein wünsche. Ja, dann bleibt mir auf jeden Fall zum Schluss nur noch auch dir zu danken für deine Bereitschaft, auch bei uns im Kulturstudio als Interviewgast des Öfteren ja, zur Verfügung zu stehen. Ja, wünsche dir natürlich erholsame Feiertage. Ich denke, das hast du dir auch verdient nach diesem ereignisreichen Jahr. Ja, und bin natürlich auch darauf gespannt, was im nächsten Jahr so passiert, was auch vom alten Parlament kommt. Und wir werden sicherlich auch im nächsten Jahr garantiert das eine oder andere Interview im Kulturstudio wieder führen. Vielen Dank. Da freue ich mich schon drauf und kann dir das schon gerne und auch deinen Zuhörern gerne zusagen, wenn wieder ein Thema sich ergibt und du Lust hast, machen wir sehr, sehr gerne wieder was zusammen. Ja, vielen Dank, auf jeden Fall. Ja, dann wünsche ich dir, wie gesagt, alles Gute und ja, erhol dich gut und komm gut rein ins neue Jahr. Ich wünsche dir das auch und freue mich auf das Wiederhören und Wiedersehen in 2013. Ja, vielen Dank nochmal an dich für dieses Interview. Ja, wünsche dir nochmals alles Gute und bis bald. Tschüss. Ja, das war das aufgezeichnete Gespräch, Interview mit Professor Dr. Michael Vogt, der ja auch in den letzten Wochen sehr oft bei uns zu Gast war. Und ja, jetzt schauen wir mal auf die Uhr. Es ist 19:43 draußen. Ist es immer noch dunkel, aber Strom ist auch noch überall da. Also es ist immer noch nichts zu sehen vom Weltuntergang, zum Glück. Ja, wie habt ihr das gerade so empfunden, Boris? Das Interview, Michael Vogt, wie immer sehr auskunftsreich, sehr viel Output, was Michael von sich gibt. Und ja, einfach auch nochmal schön zusammengefasst, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ich fand es also auch die Mischung gut, dass einmal Detlef hatten, dann Joe, der ein bisschen spirituelle, feinstofflichere Sicht darauf hatte und dann nochmal Michael Vogt, der das Ganze politisch-wirtschaftlich benutzt. Die kommen doch sehr auf einen Nenner, würde ich sagen, aber das zeigt doch, dass viele aus verschiedenen Richtungen kommen und doch so langsam in eine Richtung gehen, weil man sieht ja, also man muss nicht jedes Meinung quasi vertreten, um die einfach zuzulassen. Wenn das dem anderen seine Meinung ist, dann muss ich da nicht gegen bashen oder dagegen angehen, dann ist es halt seine Meinung. Ich glaube, das verstehen immer mehr Menschen auch. Ja, genau. Also wie gesagt, wir sind natürlich auch gewissen Angriffen ausgesetzt, aber wie gesagt, dass wir können mit offenem Visier uns zeigen. Also wir zeigen halt auch unsere Gesichter. Wir haben da kein Problem mit, verstecken uns nicht hinter irgendwelchen Pseudonymen, sondern ja, lernen auch gerne dazu. Ja, also wenn wir mit einer Argumentation halt mal falsch liegen oder auch mit einem Blogartikel vielleicht mal daneben liegen, dann revidieren wir das auch gerne. Das ist überhaupt kein Problem. Das gehört ja auch dazu. Ja, wichtig ist, dass wir sensibilisieren, die Leute einfach auch ein bisschen mehr dazu bringen, auch selber etwas in die Tat umzusetzen. Das heißt jetzt nicht gleich die große Revolution anzusteuern in dem Sinne, sondern halt auch einfach mal bei sich anzufangen, gewisse Sachen zu ändern. Und da denke ich mal, beginnt die Veränderung ja immer. Ja, ich denke, zu diesem Thema haben wir jetzt auch unseren ersten Live-Gesprächsgast, den ich jetzt recht herzlich begrüßen möchte. Und zwar ist das der Goran Kikic. Hallo, lieber Goran. Goran findet, glaube ich, gerade seinen Entmute-Button nicht. Ja, geben wir mal die Zeit. Goran, einfach mal gucken, ob du vielleicht das Mikrofon gemutet hast, ausgeschaltet hast, dann... schauen wir mal, dass es klappt. Also Goran, wir hören noch nichts. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Bleibt uns jetzt nichts anderes übrig. Ist halt live, ja. Wir sind, wie gesagt, sehr gespannt, ob wir auch so durchkommen. Wir haben ja noch ein paar Hürden zu nehmen, aber ja, wir haben ja genug Zeit. Bis morgen um 18 Uhr. Müssen wir fertig sein, ich denke mal, das kriegen wir auch hin. Ja, das wird alles. Ja. Goran, bist du jetzt da? Kannst du uns hören? Gerade habe ich was gehört. Ja, ich weiß nicht, aber es glaube ich war ein Echo bei Skype.
Schauen wir mal. Ja, genau, gleich mal draußen nochmal nachfragen. Wie ist die Stimmung draußen? Ich lese gerade, die Stimmung ist gut. Wie ist die Stimmung im Chat? Bisher alle zufrieden? Ja, also Flugscheiben habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Leg doch mal, bitte Volker, leg doch mal im Agora auf und ruf ihn nochmal neu an. Ja, vielleicht hat er auch das Mikrofon halt gemutet und findet jetzt den Mute-Knopf nicht, aber genau, in einem neuen Gespräch ist es ja dann auch wieder. So, schauen wir mal. Es klingelt auf jeden Fall schon bei ihm. Gohan, bist du da? Ja, jetzt höre ich. Ja, da war wahrscheinlich der Mute-Knopf bei dir gedrückt und du hast es vielleicht nicht gefunden. Ja, ja, erstmal herzlich willkommen, lieber Goran. Ja, hi, grüß dich. Ja, lange nicht gehört. Goran, vielleicht erstmal dich ein bisschen vorzustellen. Du bist ja auch Buchautor, hast gerade auch ein super Buch geschrieben, welches dort heißt Raus aus der Krise, rein ins Glück, genau. Wir blenden es gleich auch nochmal ein. Wir haben auch beide noch gemeinsam, oder wir haben im Kulturstudio auch noch was gemeinsam vor, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber vielleicht magst du zum Anfang erstmal kurz was über dieses Buch erzählen, damit die Zuhörer und Zuschauer erstmal ein bisschen Einblick bekommen, was du überhaupt so machst und welche Themen du dich beschäftigst und ja, was so dein Anliegen ist. Bücher von meinem Bruder gekriegt, da ging es halt um das Gesetz der Anziehung und zum Beispiel haben wir da unter anderem, ich hatte dann selber eine Lebenskrise gehabt. Während dieser Lebenskrise hat die Leitung wackelt. Selbst, quasi gedankenschöpferig sind. Ja, wir haben leider eine leckende Leitung, Goran. Wir haben leider ein Problem, dass wir dich immer unterbrochen hören. Das ist leider schade. Hallo? Ja, ich glaube, wir haben auch eine Verzögerung. Bist du mit so einem USB-Stick bestimmt drin irgendwie übers Netz? Deswegen haben wir auch eine Verstandsstück. Ich habe ein analoges Kabel, so ein analoges Headset. Ach so, weil wie gesagt, wie es überhaupt dazu kam, ein solches Buch zu schreiben. Ich selbst habe eine Lebenskrise gehabt vor einigen Jahren. Bevor es zu der Krise kam, war ich eigentlich jemand, der viele ganz offensichtliche Dinge nicht wahrhaben wollte. Ja, das war zum Beispiel das Gewerbe, das ich gerade führte, da fühlte ich mich nicht wohl. Die Partnerschaft war eigentlich auch nicht so das Wahre und viele, viele Umstände, die ein fester Bestandteil meines Alltagslebens waren, die empfand ich eigentlich eher als schwere Belastung. Anstatt diesen Wahrheiten halt mutig ins Gesicht zu blicken und Veränderungen zu vollziehen, habe ich da eigentlich immer hartnäckig weggeschaut. Ja, also ich habe quasi eine Ausrede nach der anderen erfunden, um in dieser Scheinwelt bleiben zu können, in der scheinbar alles in besserer Ordnung war. Und ich glaube, das lässt sich auch gut übertragen auf die Situation, in der wir uns heute als Menschheit befinden. Das heißt, ich habe die wohlklingende Selbstlüge gewählt und habe mich eigentlich gegen die unangenehme Wahrheit entschieden. Hallo, ist da noch einer? Ja, wir hören gespannt zu. Ah, okay, okay. Sicherheitshalber wollte ich mal nachfragen. Aber irgendwann hat sich halt diese unangenehme Wahrheit, die hat sich so aufgetürmt, dass ich sie nicht mehr verleugnen konnte. Die hat dann an meine Haustür geklopft und ich konnte sie nicht mehr übersehen, auch wenn ich es wollte. Ja? Und schlussendlich brach meine Beziehung auseinander. Die gesundheitlichen Wehwehchen nahmen zu, die Firma ging pleite, ich habe mich verschuldet, ich verlor meine Krankenversicherung und ich war eigentlich ziemlich am Ende mit meinem Latein. Ich wusste halt nichts mehr mit meinem Leben anzufangen. Die mir bekannte Ordnung, die war total zusammengebrochen. Und mit ihr waren dann natürlich auch Lebensfreude weg, die Zielklarheit war verschwunden. Es war eigentlich so, als wäre ich auf so einer Liste des lieben Gottes, wo die Leute drauf sind, die er eben bestrafen will. Also wenn man die Glückseligkeit als Maß nimmt, dann befand ich mich in der alleruntersten Schublade, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und irgendwann lieh mir mein Bruder halt Bücher, die sich mit dem Gesetz der Resonanz befassten. Das war für mich erstmal Neuland. Manche würden vielleicht sagen, diese Bücher sind esoterisch. Für mich hat es eher mit Quantenphysik zu tun. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Kapitel. Was habe ich daraus gelernt? Eigentlich mehr als in allen Schulbüchern der Welt, nämlich das Prinzip des Lebens. Die Bücher beschrieben, dass jeder einzelne Gedanke schöpferig ist. Das heißt, je mehr wir an einen Gedanken glauben, umso wahrscheinlicher ist seine Manifestation. Also mit anderen Worten, ich hatte laut diesen Büchern die Macht, meine Situation zu ändern. Also das Leben komplett neu zu gestalten. Und das machte natürlich Mut.
Und dann habe ich eben angefangen, mich mit dem Gesetz der Resonanz zu befassen. Okay, also das war der Ausgangspunkt sozusagen. Ja, Goran, wir haben ja auch im nächsten Jahr vor, mit dir zusammen über den Kulturstudio Livestream-Kanal auch eine eigene Sendung zu machen. Vielleicht kannst du schon mal ein bisschen was erzählen, um was es da eventuell gehen wird, wie du das so vorgestellt hast, was können dort Zuhörer, Zuschauer erwarten von dem Livestream, den du dann auch ja ab nächsten Jahr im Kulturstudio hier senden willst. Also ich würde sagen, wir erleben aus meiner Sicht gerade weltweite Veränderungen, die sich für viele Menschen als Krise darstellen. Und für manche ist es unangenehm. Ich sehe die Zukunft nicht als festgeschrieben, sondern als Entwicklung, die von jedem Einzelnen beeinflussbar ist. Aber manchmal braucht man eben ein bisschen Hilfe, so einen kleinen Anstoß, so wie die Bücher mir damals geholfen haben. Und ich möchte versuchen, mit dieser Sendung eben verschiedene Dinge aus dem Bereich Spiritualität den Menschen zu vermitteln, die den Mainstream-Medien einfach zu kurz kommen. Meiner Ansicht nach ist es für die Zukunft wichtig, sich mehr von seiner eigenen Intuition leiten zu lassen und nicht von sogenannten Experten wie Vater Staat, den Politikern, irgendwelchen autoritären und elitären Systemen und Institutionen, die für gewöhnlich nicht immer das Wohl des Bürgers im Sinn haben, sondern eigentlich ganz andere Interessen verfolgen. Und da will ich einfach mal den Leuten verschiedene Menschen vorstellen, die eben von Heilmethoden wie EFT zum Beispiel über auch ganz andere Dinge, denen das vermitteln, dass man eben das Leben selber in die Hand nehmen kann, dass man wieder Regie für sein eigenes Leben übernimmt. Okay, also auch sozusagen etwas Hilfestellung, etwas Lösungsorientiertes, das finden wir auf jeden Fall sehr, sehr klasse. Ja, heute ist der 21.12., natürlich auch die Standardfrage des heutigen Abends. Hat dieses Datum für dich eine besondere Bedeutung? Also es ist ja viel spekuliert worden bezüglich des Maya-Kalenders und was am heutigen Tage passieren wird oder vielleicht schon am gestrigen Tag in Australien. Für mich stellt es sich so dar, dass ich jetzt für mich persönlich kein bestimmtes Datum benötige, um etwas zu bewirken in dieser Welt. Also ich kann es auch am 21. November und auch am 21. Januar machen. Ich denke mal, niemand sollte sich vormachen, er könne als Einzelner nichts bewirken und man sollte sich auch nicht an bestimmte Daten festkrallen. Jeder kann was bewirken, er kann es auch jederzeit bewirken. Das ist wie bei einer Schneelawine. Eine Schneelawine besteht aus unzähligen Schneeflocken, ohne Schneeflocken gäbe es keine Lawine. Das heißt, so klein eine Schneeflocke auch ist, ohne sie gäbe es dieses große Ganze nicht. Und so sehe ich es auch mit der Menschheit. Ja, ist genau richtig. Sieht man ja auch, dass wenige Menschen, so wie wir sind ja auch nur letztendlich ganz normale Menschen, die einfach was in die Hand genommen haben und was losgelegt haben. Und ja, denke ich mal, wie gesagt, die Veränderung fängt immer bei einem selber an. Wie sieht's aus bei dir im nächsten Jahr generell? Was gibt es da neue Geschichten von dir? Du arbeitest ja auch, bist ja so ein Allrounder, so ein Tausendsasser. Was hast du so für Projekte, Ideen, Bücher vielleicht neue? Hast du da was vor, außer jetzt noch Kulturstudio Livestream, dort eine Sendung zu machen? Also als erstes lerne ich erstmal, wie man mit Skype umgeht. Okay. Ich bin gerade dabei, mit meinem Autorenkollegen Christian Reiland eine Internetplattform zu erstellen für 2013. Da wird es eben sehr viele Lebenshilfen geben. Es wird Online-Kurse geben. Wir planen, Videos zu machen. An einem neuen Buch bin ich auch schon dran. Allerdings kann ich da leider noch nicht genau sagen, wann es kommt. Ich habe auch noch nicht den Titel und ich kann auch noch nicht sagen, welches Buch es wird, weil ich schreibe meistens an 3-4 Büchern gleichzeitig. Also ich habe jetzt in den letzten 4 Jahren 34 Bücher geschrieben. Einige allerdings unter Pseudonym. Und ich bin noch an subliminalen CDs dran, also CDs mit subliminalen Botschaften, die nicht hörbar sind fürs normale Ohr. Und dann bin ich noch mit einer Autorenkollegin dabei, beziehungsweise ich unterstütze sie dabei. Sie eröffnet gerade oder ist gerade dabei, in Frankfurt eine Niederlassung der veganen Lebensmittelkette Vegans zu eröffnen. Also ist so einiger, so allerhand momentan. Das hört sich auf jeden Fall absolut spannend an. Ja. Dann würde ich sagen, erstmal bedanke ich mich für das Interview bei dir, lieber Goran. Und wir werden, wie gesagt, ab nächstes Jahr hier auf Kulturstudio ja auf jeden Fall mehr von dir hören. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall erholsame Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann sozusagen Anfang des nächsten Jahres wieder. Ja, das wünsche ich dir und allen anderen vom Kulturstudio auch. Vielen Dank. Alles klar, Goran. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
Ja, soweit Goran Kikic. Wie gesagt, ab Januar höchstwahrscheinlich oder Februar, wir sind da noch nicht ganz mit der Planung durch, wird es dann auch eine neue Sendung auf Kulturstunde mit Goran Kikic gehen. Ja, wie gesagt, wird sehr spannend, sehr interessant. Ich freue mich sehr, weil Goran ist wirklich auch ein Tausendsasser sozusagen, der sehr viele, in sehr vielen Bereichen sehr viel macht und sehr viel tut. Ja, gut, dann haben wir es jetzt kurz vor 8. Ich möchte auch gleich mal eine Eilmeldung durchgeben, die hier gerade über unseren internen Ticker kommt. Aus Rom, der italienische Ministerpräsident Mario Monti hat seinen Rücktritt erklärt, erreichte ein entsprechendes Schreiben bei Präsident Giorgio Napolitano ein. Aus der Rheinzeitung von 1945, hätte ich mal gesagt, von 19.45 Uhr. Ja, also wie gesagt, auch hier ab und zu mal ein paar News zwischendurch, damit ihr nichts verpasst. Ihr braucht also nicht auf bild.de gehen oder irgendwo anders hin. Auch hier gibt es dann mal ab und zu mal ein paar Nachrichten. Ja gut, okay, das war ja vorauszusehen. Monti hatte ja momentan eh da politische Probleme. Aber egal, welchen nächsten Kasperkopf man dann wieder an die Spitze setzen wird. Ja, gut, ich würde sagen, wir kommen dann zu unserem nächsten Live-Gesprächspartner. Volker, ich denke mal, probier einfach mal anzuwählen. Und zwar versuchen wir jetzt mal Professor Klaus Tutor ins Gespräch zu holen und schauen mal. Na, schauen wir mal. Klappt. Hallo? Ja, schönen guten Abend, Herr Tutor. Hier ist der Michael Grabe vom Kulturstudio Livestream. Schön, Sie zu hören. Ebenfalls. Vielen Dank, Herr Toto, dass Sie heute Abend Zeit haben und hier uns zu einem kleinen Interview zur Verfügung stehen. Herr Toto, ganz allgemein die Frage, wie ist Ihr Jahr 2012 verlaufen, auch in Bezug natürlich auf Ihre Thematik freie Energie? Sind Sie da weiter vorangekommen? Gibt es positive Nachrichten? Wie ist so der Status quo? Hinsichtlich der Veröffentlichung gibt es positive Nachrichten, also hinsichtlich der Tatsache, dass immer mehr Menschen erfahren, dass man diese Energie nutzen kann. Ich habe Vorträge mit großer Zuhörerzahl, der beste mit über 2000 Zuhörern gehalten. Aber Forschung gibt es ja nicht mehr, die ist ja seit Mai 2011 vollständig stillgelegt. Also, aber auf jeden Fall, die Öffentlichkeitsarbeit hat auf jeden Fall gefruchtet und dieses Thema bekommt halt immer mehr Aufmerksamkeit. Ja, das ist Gott sei Dank der Fall. Die Öffentlichkeitsarbeit, die geht sehr gut. Das zeigt auch die Tatsache, dass die Videos auf YouTube über Raumenergie wesentlich mehr abgerufen werden als vor ein, zwei Jahren. Ja, ich denke, das ist eine positive Entwicklung auf jeden Fall. Herr Toto, wir haben auch gerade Ihren aktuellen Beitrag bei der AZK gesehen, der ja auch sehr erfolgreich war und sehr, sehr schön anzusehen waren, Ihre Ausführungen dort. Und Herr Toto, Sie sind ja dann morgen auch bei uns in der freien Energierunde ab 12 Uhr zu hören. Dort laden wir Sie natürlich auch recht herzlich nochmal ein und werden dort mit anderen Protagonisten natürlich auch nochmal dieses Thema etwas intensiver besprechen. Da freuen wir uns natürlich auch ganz besonders drauf. Ja, wir haben ja heute den 21.12.2012. Herr Tutor, natürlich auch an Sie die obligatorische Frage des Abends. Hat dieses Datum für Sie eine besondere Bedeutung oder ist es auch ein Tag wie jeder andere für Sie? Es ist fast ein Tag wie jeder andere. Also ich glaube nicht daran, dass irgendwelche besonderen Dinge ausgerechnet heute passieren. Sagen wir mal mit Dieter Bröers, das Jahr 2012 wird kommen. Aber wir wissen noch nicht genau, in welchem Jahr. Genau. Ich versuche es mal aus eigener Erfahrung darzustellen. Ich merke, ich war im Jahr 2011 zuerst fast schon hoffnungslos und ich merke seit etwa ein, zwei Monaten, wie die Öffentlichkeitsarbeit an der Raumenergie Früchte trägt. Man spürt den Wandel, aber nicht datiert auf einen Tag, sondern das geht über viele Jahre.
Ja, genau, es ist ein Prozess. Wir stecken ja mitten in diesem Prozess drin. Auch wir sind ja ein Teil dieses Prozesses, dass wir natürlich auch gewisse Themen mit in den Mittelpunkt stellen wollen, die wir einfach ohne Denkverbote und Dogmen diskutieren wollen und ohne dabei ideologisiert zu werden oder ideologisierend zu sein. Ja, Herr Tutto, wie sieht dann Ihr kommendes Jahr aus? Was haben Sie da besondere Sachen im Blick, die Sie dort, die uns erwarten, die wir erwarten können von Ihnen? Gibt es dort neue Projekte, neue Forschungszusammenschlüsse, eventuell Projekte auch freie energiemäßig? Was können wir da von Ihnen demnächst erwarten, auch im Jahr 2013? Ich würde mir wünschen, aber das ist nicht eine Planung, sondern nur ein Wunsch, dass sich Partner finden, die es ermöglichen, dass ich meine Forschung wieder aufnehmen und dann weiterführen kann. Es gibt keine konkreten Hinweise darauf, dass dieser Wunsch direkt in Erfüllung geht, aber Sie wissen ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, also ich denke mal, wir sind da auf einem guten Wege. Glauben Sie denn, dass so im nächsten Jahr vielleicht auch ein bedeutender Durchbruch in der freien Energie zu erwarten ist? Also zum Beispiel wirklich funktionierende Endgeräte, die vielleicht auch käuflich zu erwerben sind. Ich meine, es gibt ja immer mehr Menschen, die ja auch sich mit dieser Thematik befassen, Bastler, die im Großen oder auch im Kleinen natürlich an vielen, vielen Modellen arbeiten und das versuchen irgendwie ja zu durchbrechen. Diese Grenze des Machbaren sozusagen. Glauben Sie daran, dass es nächstes Jahr vielleicht in diese Richtung da was Handfestes geben könnte? Ich denke, es gibt durchaus einige ernsthafte Ansätze für Hoffnungen. Man hört hinter vorgehaltener Hand von vielerlei Bastlern, die von sich behaupten, sie stünden kurz vor dem Durchbruch. Ich habe zwar selber noch nie ein solches Gerät von einem Bastler bekommen, oder von einem Erbauer, sage ich mal, von einem, der selber was gemacht hat. Ich hätte sehr gern solche Geräte mal selber gesehen und vielleicht auch im Labor und untersucht, aber bisher war noch keiner, der mir eins gegeben hat. Nur es sind so viele, die davon erzählen, dass sie hoffen, in den nächsten Monaten eines zu haben, dass man schon ja eine ernsthafte Hoffnung in sich tragen kann, dass vielleicht der ein oder andere zu was kommen könnte. Wie kritisch sehen Sie die Geschichte mit der Cache Foundation? Haben Sie davon was mitbekommen? Haben Sie da was beobachten können, sich einlesen können von den Geschichten, die dort in der Cache Foundation vor sich gehen? Bezüglich dem Cache bin ich relativ unsicher. Ich wurde sehr oft auf ihn befragt und habe daraufhin mal selber versucht, Kontakt aufzunehmen. Es gibt ja im Internet viele Darstellungen, das können Sie aber nicht unterscheiden. In Anbetracht der Tatsache, dass es in der Raumenergie mehr Fakes als echte Videos im Internet gibt, müsste man schon so eine Experimentieranordnung, ein Aufbau, ein Gerät sehen, bevor man es beurteilen kann. Und ich habe versucht, dahingehend mit Cache Kontakt aufzunehmen, ob er einfach mal sehen kann, was es ist. Ist mir aber nicht gelungen, also ich habe keine Antwort von ihm bekommen. Insofern ist es mir nicht möglich, ihn zu beurteilen. Okay, wäre das vielleicht aber für Sie auch eine Möglichkeit, eventuell dort mal, ja, vielleicht bekommen Sie ja mal eine Einladung. Ich weiß ja nicht, ob Sie, Herr Cashy, bekannt sind mit Ihren Forschungen. Das wäre ja mal interessant, wenn man da natürlich auch nochmal auch von der wissenschaftlichen Seite her ein bisschen Kompetenz zusammenballen könnte. Ich glaube, aber er hat ja irgendwie auch angekündigt, für Anfang Dezember Geräte auf den Markt zu bringen, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch verpufft. Das ist halt leider immer das Problem, dass man natürlich viel ankündigt, aber natürlich dort dann irgendwo das wieder untergeht, beziehungsweise nichts nachgeliefert wird. Ja, es gab mehrere Ankündigungen und es gibt zum Beispiel den Kollegen Meil, Konstantin Meil ist ja Professor an der Fachhochschule Furtwangen und der war mal dort und da gab es hinterher auch im Internet einen Bericht, den er wohl geschrieben hat über, wenn ich es recht in Erinnerung habe, kann sein über die Deutsche Vereinigung für Raumenergie, also über irgendeine offizielle Stelle. Und was dabei herauskam, war am Ende, gesehen hat er auch nichts. Er war dort, aber Cache konnte oder hat ihm auch kein funktionierendes Gerät vorgeführt. Insofern stellen sich da schon einige Fragezeichen in Bezug auf Cache. Okay, ja, der Boris würde auch gerne nochmal eine Frage stellen. Bitte schön, Boris. Ja, hallo, Herr Tutor. Ich habe noch eine Frage.
viele ihrer Pläne haben sie ja, oder sie haben ja eigentlich alle ihr Wissen frei ins Internet gestellt. Da sind ja jetzt auch schon einige Privatbastler angefangen nachzubauen. Haben Sie da schon von irgendwas gehört, ob da irgendwelche Erfolge eingefahren wurden oder in der Art? Es gibt sehr viele Privatbastler, die versucht haben oder versuchen, mich zu kontaktieren. Die stellen mir immer wieder Fragen, wie man es machen soll. Das sind so viele, die so viele Fragen stellen, dass ich schlichtweg aus Zeitgründen gar nicht, noch nicht einmal die Möglichkeit habe, die Fragen alle zu lesen. Ich habe anfänglich, also in 2011, versucht, dem einen oder anderen Antworten zu geben. Also nicht Privatbastler, sondern industrielle Bastler, die eine Firma im Hintergrund haben, wo man sagt, da könnten genug Ressourcen sein, dass was kommt. Das Problem war, die absorbieren sehr viel Zeit, um Ratschläge einzuholen, sagen dann, ach, wir haben eine Idee, wie man es besser machen kann, und dann wird wieder alles umgekrempelt. Dann sehe ich genau, warum es nicht funktioniert, erkläre es denen, die sagen, ist egal, wir probieren einfach mal, wie wir meinen, und dann geht es natürlich nicht. Und dann habe ich irgendwann aufgeben müssen, die Vielzahl der Fragen durchzulesen, weil einfach jeder irgendwas probiert, aber keiner genau so macht, wie es sinnvoll ist, oder jeder so viel Zeit absorbieren will, dass ich es gar nicht leisten kann. Insofern habe ich das einfach aufgeben müssen. Und sind verschiedene andere Institute denn auf Ihr Wissen oder auf Ihre Erforschungen aufmerksam geworden, und wissen Sie, ob bei denen irgendwie was weiteres läuft? Es kamen auch von Instituten Anfragen, aber die stellen sich dann vor, ich soll in meiner Freizeit nebenbei mit denen kooperieren und sowas machen, also zum Beispiel als Gast am Institut sowas tun, oder können Sie sich einen Beratervertrag vorstellen, solche Sachen. Das kommt von Instituten, das kommt auch von Firmen. Das Problem ist, dass ich in meiner eigenen Arbeit hier so stark eingebunden bin, dass mir für solche umfangreicheren Kooperationen, also ein Beratervertrag oder Kooperation mit dem Institut, überhaupt nicht die Zeit bleibt. Ich sitze im Moment gerade Dezember und Januar zwischen Bergen von Klausuren, viele tausend Seiten zu korrigieren. Da gibt es keine Möglichkeit zu kooperieren. Verstehe. Also das Zeitproblem ist bei Ihnen immer noch das gleiche. Sie sind sehr eingebunden in der Universität, in den Arbeiten, in den Abläufen dort. Das hatten Sie auch in unserem tollen Interview so schön auch nochmal ausgeführt. Ja, Herr Tutor, ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen, auch für Ihre Arbeit generell, wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, wir werden noch einiges von Ihnen hören in den nächsten Wochen und Monaten, und dass natürlich das Jahr 2013 auch ein erfolgreiches Jahr wird für Sie und für das Thema freie Energie. Sie sind ja morgen, wie gesagt, ab 12 Uhr auch mit telefonisch zugeschaltet in unserer freien Energierunde, so wir dann noch alle putzmunter sind, aber davon gehen wir mal aus. Wir haben ja, wie gesagt, einen 24-Stunden-Marathon hier zu bewältigen. Ja, und wir wünschen Ihnen, ja, brauchen wir noch nicht wünschen, das können wir morgen dann wünschen, die frohen Feiertage und so weiter, weil wir uns ja morgen dann sicherlich nochmal hören. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Herr Tutor, dass Sie Zeit gefunden haben für so ein kurzes Interview heute, und alles Gute für Sie auf jeden Fall. Ja, danke. Und dann bis morgen. Ich freue mich. Wir auch. Vielen Dank, Herr Tutor. Tschüss. Auf Wiederhören. Ja, ja, soweit ja. Klaus Tutor. Jetzt schauen wir mal weiter in den Plan. Hier gibt es auch schon wieder ein paar UFO-Meldungen zwischendurch, sehe ich gerade. So, gut, wie sind wir denn jetzt im Plan? Jetzt haben wir den Jonathan gleich. Jonathan Dieters ist der Nächste auf unserer Liste. Ja, wir planen da mal ein bisschen. Wir sind ein wenig zu schnell. Nein, ist ja okay, ist ja okay. Christian Anders muss mich erden, sonst kann ich nicht anrufen, steht hier gerade. Da schauen wir mal gerade. Christian ist, glaube ich, auch noch offline, der ist ja noch gar nicht dran. Jetzt kommen wir erstmal zu Jonathan Dielers. Ist ja schön, dass wir ein bisschen Puffer haben, umso besser ist es ja auch. Ja, ich würde sagen, Boris, du übernimmst ja den Jonathan. Wir können einfach mal schon mal ins Gespräch reinziehen und dann schauen wir mal. Naja. So, der Volker versucht mal den Jonathan mit reinzuziehen hier. Ja, das funktioniert gerade irgendwie nicht. Ist er nicht online? Doch, er ist bei mir online gekennzeichnet.
Ansonsten schicke ich dir schnell auch mal den Kontakt rüber, dass du vielleicht dort eine Freundschaftsanfrage mal sendest. Wie gesagt, das ist jetzt alles live. Wo haben wir ihn dann? Da haben wir Ja, ich habe ihn. schon. Hast du schon? Funktioniert? Ja. Ah, okay, alles klar. Gut, Jonathan ist da bei dir. Gut, dann schauen wir mal, dass wir ihn gleich ans Rohr kriegen. Deswegen ist es mal ganz gut, auch ein paar Minuten Puffer zu haben, weil natürlich technisch kann natürlich immer was passieren. Wie ist die Ja, Stimmung im Chat? wenn der Jonathan zuhört, dann soll er. Ah, da ja, da jetzt kommen wir's. Jetzt kommt er, jetzt kommt es, jetzt klingelt Ja, es. ja. Ah, da ist er, genau. Jetzt klingelt es schon. Hallo Jonathan. Ja, hallo zusammen. Schönen guten Abend, lieber Jonathan. Herzlich willkommen im Guten Kulturstudio zum Abend. 24 Stunden Apokalypse Now. Ja, bitte, Boris. Ja, Jonathan, du warst ja bei uns schon mal in der Sendung über Klarträume und Astralreisen. Da würde ich dich gerne am Anfang gleich mal fragen, Oh, ich siehst höre du. gerade alles doppelt und dreifach hier. Oh, dann bist du, da musst du im Stream den Ton noch ausmachen. Schau mal, ob das geht. Hallo, Test, Test. Einmal überprüfen, ob es jetzt geht. Hast du noch Echo? Ja, ich höre immer noch alles doppelt. Hast Ja. du im Stream den Ton ausgemacht? Im Livestream? Ja, ich habe keinen Ton an. Ist jetzt sehr komisch, weil eigentlich ist auch bei mir irgendwie keine Schleife drin. Also wir nehmen hier kein Echo wahr. Du hörst dich selber doppelt oder was? Was ist das Problem? Ich höre euch doppelt. Du hörst uns doppelt. Es kann eigentlich ein Stream kommen. Ja, denke ich auch. Also eigentlich ist hier technisch gesehen erstmal alles klar bei uns. Also keine doppelte Verlinkung hier auch am Pult. Wollen wir es einfach nochmal so machen? Jonathan, leg einfach nochmal auf und wir rufen dich nochmal durch. Vielleicht ist es einfach nur ein Skype-Problem. Ist gut, okay. Gut, dann machen wir es nochmal so. Ja, dann Volker, ruf ihn einfach nochmal durch. Vielleicht ist es einfach nur, leckt die Skype-Leitung momentan. Ja, sofort. Einen Moment. So. Geht's jetzt besser ohne Echo? Herr Nee, ich Jonathan? höre euch immer noch doppelt, aber damit muss ich jetzt wohl leben, glaube ich. Ja, also wie gesagt, wenn du den Livestream eventuell noch anhast, dann vielleicht den mal wegmachen oder so lange muten. Also auf der Webseite von Livestream, Kulturstudio. Ah ja, guter Tipp. Ja. Ja gut, jetzt läuft, super. Ah. Okay, super. Okay, Jonathan, das Jahr 2012, hat es für dich irgendwelche speziellen Erfahrungen gegeben, wo du sagst, das Erwachen der Leute ist größer geworden oder das Interesse auch an deinem Thema Astralreisen und Klarträume, weil es ja schon was sehr Intensives ist und was mit Bewusstsein zu tun hat? Ja, also wenn ich daran denke, wie es vor 20 Jahren war, da gab es überhaupt keine Filme wie heutzutage, Matrix, 13th Floor, Mr. Nobody, Enter the Void, In meinem Himmel, Sixth Sense und so weiter. Sondern es gab einfach gar keine Filme in dieser Richtung. Und wenn man mit anderen über irgendwelche spirituellen Themen gesprochen hat, dann waren die immer völlig unaufgeklärt, hatten überhaupt keine Ahnung. Und dann in den 80ern kam dann später Shirley MacLaines Film Out of Olymp im Fernsehen. Da war ich völlig begeistert, denn da wurde endlich mal über Spiritualität gesprochen und sogar eine Astralreise gezeigt. Und für die damalige Zeit war das dann für mich eine kleine Offenbarung und der erste Hinweis darauf, dass sich auf spirituelle Art und Weise etwas bei den Menschen tut. Heutzutage sind solche Filme normal geworden. Und jeder weiß von Astralreisen, luzides Träumen, Wissen von UFOs und Aliens, die es geben soll und was weiß ich nicht alles. Okay, es glaubt nicht jeder dran,
Aber das ist auch nicht so wichtig. Es ist im Bewusstsein der Menschen und das allein ist erst einmal ausschlaggebend. Ich meine, du hast ja auch, oder gibt es verschiedene Kurse auch, wo du das Astralreisen oder das Klarträumen lehrst. Und wie ich das mitbekommen habe, im letzten Jahr hast du, oder hat sich das Interesse an diesen Kursen ja auch so sehr ausgebaut, dass du jetzt schon dein Wissen weitergibst und dass halt auch diese Techniken weitergetragen werden können. Ist das so korrekt? Kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, das ist völlig korrekt. Also ich gebe so mehrere Workshops im Jahr über Astralreisen und Bewusstseinserweiterung. Und ja, das Interesse dafür ist sehr groß geworden mit der Zeit und es wird immer mehr, merkt man. Ne? Und ich bekomme auch tagtäglich, keine Ahnung, 20, 30, 40 E-Mails von Leuten, die daran interessiert sind, Fragen haben oder mir Tipps geben oder mit mir sich darüber unterhalten möchten. Du sagst, oder du weißt ja auch, du sagst ja auch, dass man nicht an solche Sachen glauben muss oder dass es hauptsächlich wichtig ist, dass es im Bewusstsein der Leute ist. Aber sowas wie Astralreisen und Klarträume, das kann ja nun wirklich jeder erlernen. Und richtig, kannst du da vielleicht nochmal sagen, wie man da so vorgeht? Oder ich meine, außer jetzt deine Anlaufstelle, der Blog, matrixblogger.de, was auch gerade eingeblendet ist, kann man sich ja sehr gut über informieren. Kannst du da nochmal ein paar Anfangsschritte vielleicht sagen, wie man das Astralreisen anfängt und was das Astralreisen überhaupt genau ist? Das Astralreisen ist die Fähigkeit, seinen physischen Körper nachts schlafen zu legen, so wie wir das ja auch gewohnt sind jede Nacht, aber unabhängig vom Körper im Bewusstsein wach zu bleiben und sich dann vom Körper zu trennen in einer Art feinstofflichen Kopie des physischen Körpers. Und mit diesem kann man dann anhand unterschiedlicher Fähigkeiten sich auf Reisen begeben. Man kann zum Beispiel fliegen oder man kann sich teleportieren von einem Ort zum anderen. Und der Vorteil ist, man kann sich alles anschauen in der Welt und man wird dabei überhaupt nicht gesehen. Ja, das hat also schon seinen gewissen Reiz. Man kann darüber hinaus auch andere Realitätsebenen betreten und dort Wesen kennenlernen oder auch mit Verstorbenen in Kontakt treten und so weiter. Das ist eben so die Kunst des Astralreisens. Und auf meinen Workshops zum Beispiel kann man lernen, wie man diese Fähigkeit erreicht und sie zu Hause bei sich selbst anwendet und trainiert. Ich reise dann, also das muss man ja immer wieder mal erwähnen, also es ist was anderes wie ein Traum. Ja. Ich nicht bewusst bin, dass ich träume, ergibt es dann hier klar Träume, wo ich mir bewusst bin, dass ich träume und die Astralreisen, das ist noch ein Schritt weiter. Wo ist da so genau der Unterschied? In einem luziden Traum sind wir ja, also beziehungsweise in einem Traum oder in den Traum, die wir so gewohnt sind nachts, diesen Trübtraum, wie man so schön sagt, der Traum, der also nicht in der Gegenwart existiert, sondern nur in Erinnerung. Das heißt, wir wachen morgens auf und dann erst wissen wir, dass wir geträumt haben. Der luzide Traum ist eben die Fähigkeit, während des Traumes sich dessen bewusst zu werden, dass man träumt. Und dann, in diesem Moment, kann man den Traum kontrollieren. Man kann zum Beispiel Angelina Jolie herzaubern oder Brad Pitt, je nachdem, wie man gerade orientiert ist. Oder man kann zum Beispiel andere Leute beliebig beeinflussen, wie man es gerade gern möchte. Bei einer Astralreise zum Beispiel ist man eher der Beobachter. Meist ist man ungesehen, steht immer am Rande, man kann nur zuschauen, man hat keinen Einfluss auf das Umfeld. Also da sind schon starke Unterschiede. Ne? Wenn ich das richtig verstehe, man bewegt sich schon bei der Astralreise in der realen Welt, in der Gegenwart. Kann man auch. In der Echtzeit kann man sich da bewegen, aber auch in alternativen Realitäten oder anderen Ebenen. Hast du dann, oder magst du jetzt mal deine spannendste Reise 2012 mitteilen, die du astral unternommen hast? Die spannendste Reise in diesem Jahr war mitunter, glaube ich, die Reise zum Mond. Also, weil ich immer wieder darüber gehört hatte, dass behauptet wird, auf der Rückseite des Mondes gäbe es eine außerirdische Basis, die da seit zigtausenden von Jahren rumsteht.
Und davon wollte ich mich da einmal persönlich überzeugen und bin dann in meinem Astralkörper hoch zum Mond geflogen. Und tatsächlich habe ich dort dann diese Basis gesehen. Und das war natürlich eine sehr interessante Erfahrung, auch wenn sie sehr kurz war. Also in dieser Nacht war ich nicht so gut drauf, auf Deutsch gesagt, nicht energetisch genug gut drauf. Und darum war die Erfahrung nicht allzu lang. Aber das, was ich da gesehen habe, hat mir zumindest die Bestätigung gegeben, dass es jetzt kein Schmarren war oder so. Sehr spannend, sehr spannend. Wie war sonst dein restliches Jahr 2012? Kannst du eher auf ein erfolgreicheres 2012 blicken oder war es für dich durchschnittlich? Na, ich muss schon sagen, dass das Jahr 2012 fand ich schon als sehr erfolgreich, weil ich schon spüre, dass die Menschen sich immer mehr dafür interessieren und auch immer mehr Menschen auf mich zukommen. Also ich finde schon, dass da eine gute Entwicklung zu sehen ist und ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch viel mehr zunehmen. Genau, das wäre auch meine nächste Frage. Was denkst du, wo das hingeht? Nicht erst vielleicht nur 2013, aber die nächsten, sag ich mal, 5 bis 10 Jahre, wenn solche Themen, Bewusstseinsthemen, sage ich mal, nenne ich das jetzt mal in der groben Überschrift, wie Astralreisen, Klarträumen, wenn das in die breite Masse kommt, wie wird sich die Menschheit verändern? Oder was denkst du, was kann da passieren? Ja, die Menschheit wird sich insofern verändern, dass sie eben langsam anfängt zu erkennen, dass sie A, nicht allein im Universum ist, dass es außerirdische Rassen gibt und natürlich auf psychischer Basis, dass es auch, dass zum Beispiel das Sterben und der Tod nicht das Ende des Lebens ist, sondern nur ein Übergang in eine feinstofflichere Realität. Und es wird auch in den nächsten Jahrzehnten Möglichkeiten geben, wie man mit Verstorbenen reden kann. Ganz offiziell, so wie wir zum Beispiel jetzt gerade über Skype miteinander sprechen. All diese Entwicklungen werden alle auf uns zukommen. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Wenn ich jetzt von dem Thema zum ersten Mal heute höre, ja. Wie kann ich mich daran bewegen? Außer jetzt auf deinem Blog mal nachzulesen, was kannst du denjenigen 300 noch was zuschauen, sagen, wenn sie heute schlafen gehen sollen? Was sollen sie probieren, um eine Astralreise oder einen Klartraum hinzubekommen? Oder auch vielleicht die nächsten Tage? Also der Anfänger, der sollte unbedingt erst einmal schlafen gehen. Ruhig so 4 Stunden, 5 Stunden. Und nach diesen 4, 5 Stunden steht er dann in der Nacht auf, sagen wir mal 3 Uhr, bleibt eine Stunde lang wach und geht dann wieder ins Bett. Und das Einzige, was er dann eigentlich nur tun muss, ist die ganze Zeit sich auf seine geschlossenen Augenlider konzentrieren und versuchen, so wenig zu denken wie eben möglich. Wenn er das, sagen wir mal, 2, 3 Mal die Woche macht, ist es bei den meisten so, dass sie nach einigen Wochen Erfahrungen machen werden. Erfahrungen, die außerhalb des Körpers stattfinden, beziehungsweise in einem Traum stattfinden und bewusst und ganz klar und deutlich dabei sind. Wie wichtig hältst du das Astral, oder wie wichtig zählst du das Astralreisen in deinem Leben? Das Astralreisen gehört für mich oder beziehungsweise ist für mich ein Element zur Bewusstseinserweiterung. Und die Bewusstseinserweiterung ist bei mir der zentrale Punkt, um das es hier geht. Für mich ist die Bewusstseinserweiterung ein Zusammenspiel von außerkörperlichen Erfahrungen, luziden Träumen und die Aktivierung der Zirbeldrüse, also auch bekannt unter dem Begriff drittes Auge. Und diese Elemente gehören alle dazu, zu lernen, sein Bewusstsein zu erweitern und zu erkennen, dass das Selbst, das man im Alltag ist, nur ein kleiner Anteil eines viel größeren Selbstes ist, das man selber ist. Und dieses größere Selbst, das bezeichne ich als Ganzheit des Selbst, das ist eigentlich das Ziel all dieser Bemühungen, das die Ganzheit des Selbst zu erreichen, was man auch gleichsetzen kann mit dem Begriff absolute Freiheit oder die absolute Unabhängigkeit. Weil wenn man die Ganzheit des Selbst erreicht, stehen einem alle Tore offen und man kann überall hin. Denn hier auf dem Planeten Erde, in unserem Ich, sind wir eigentlich gefangen. Wir müssen immer wieder in diese Welt zurückkehren, erleben Tage, Nächte, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und sterben irgendwann. Und doch müssen wir wieder zurückkommen in diese Realität. Und das ganze Spiel beginnt wieder von vorn.
Wer die ganze Zeit das selbst erreicht, der schafft es nämlich, sich von diesem ganzen Kreislauf zu entbinden und in die Freiheit einzugehen. Du sprachst gerade die Zirbeldrüse an, die auch maßgeblich für solche Erfahrungen zuständig ist und die ja, wie wir alle wissen oder wie der Großteil wahrscheinlich auch weiß, durch so Sachen wie Fluoride einfach zugesetzt wird und nicht mehr brauchbar gemacht wird. Dazu hast du ja auch, glaube ich, auf deinem Blog gerade eine ganze Reihe an Artikeln. Ja, richtig. Serie sozusagen. Kannst du denn da mal sagen, worauf sie achten sollten, um vielleicht auch körperlich sich auf eine Astralreise einzupendeln und ihre Zirbeldrüse vielleicht ein bisschen bewusster zu behandeln? Ja, das Problem ist halt, dass das Fluorid zum Beispiel in bestimmten Wassern drin ist oder in unserer Zahnpasta drin ist, also in allen wichtigen Lebensmitteln auch, wie Salz, ne? Da ist das ganze Fluorid drin verborgen. Es muss noch nicht mal ausgezeichnet werden, wie immer die Pharmaindustrien das hinbekommen haben. Und das Fluorid ist so ein bisschen wie Katzenminze für Katzen. Ne? Wenn Katzen Katzenminze riechen, dann schnuppern die daran und werden ganz wild. Und bei der Zirbeldrüse ist es eher umgekehrt. Wenn die nämlich Fluorid sieht, dann will sie das unbedingt haben und saugt das an. Warum das so ist, weiß ich nicht. Jedenfalls scheint es das magisch anzuziehen. Und der Effekt entsteht, dass die Zirbeldrüse daraufhin verkalkt. Und der Endeffekt dieses Prozesses ist eigentlich, dass das dritte Auge bzw. die Zirbeldrüse anfängt, sozusagen lahmgelegt zu werden. Die Intuition lässt nach oder auch die Aktivität, sich mit der Spiritualität auseinandersetzen zu wollen, lässt ebenfalls nach. Also all solche kleinen Probleme können dann auftauchen. Und darum gibt es da so eine Reihe in meinem Blog, ne? matrixblogger.de. Und da wird eben genau erklärt hier, wie man eben lernen kann, diese Fluoride zu vermeiden, beziehungsweise die bereits durch die vielen Jahren zu sich genommene Fluoride im Körper strategisch abzubauen, um die Zirbeldrüse zu entlasten und sie wieder zu entkalken. Das hat jetzt nicht nur Wirkung dann direkt auf das Klarträumen und Astralreisen. Worauf wirkt sich das bei einem Normalbürger, der sich jetzt gar nicht mit Astralreisen und Klarträumen beschäftigt? Wie ist das bei dem spürbar? Wird er einfach, also du sagst es schon, weniger intuitiv. Wie macht sich das bemerkbar beim Alltagsleben? Also wer zum Beispiel seine Zirbeldrüse lernt zu aktivieren, also aktivieren ist ja erstmal, wie soll ich sagen, Zukunftsmelodie. Man muss erstmal anfangen, sie zu stimulieren. Und wer eben anfängt, seine Zirbeldrüse zu stimulieren, entwickelt eine bessere Intuition. Und wenn er zum Beispiel irgendwelche Filme schaut oder sich mit anderen Menschen unterhält oder irgendwas in den Nachrichten hört, dann beginnt er plötzlich zwischen den Zeilen etwas zu verstehen. Er kriegt mehr Informationen mit, als ihm gerade gegeben werden. Also er lernt sozusagen mit der Zeit eine zweite Informationsebene kennen, die er dann verstehen lernt und wo er viel mehr Informationen bekommt und eigentlich die wahren Hintergründe erkennt. Das sind so die anfänglichen Effekte, die auftreten, wenn man die Zirbeldrüse stimuliert. Ja, das ist super spannend. Wir werden ja auch morgen früh, glaube ich, dich gleich auch im Spiritualitätsblog nochmal hören. Da können wir nochmal genauer auf die Sachen eingehen. Stimmt. Ja. Was denkst du, sind wir weiter, ich meine, du kriegst ja auch mit, was in Politik und Gesellschaft und Wirtschaft abläuft, sind wir auf einem noch absteigenden Ast, sind wir schon wieder auf einem aufsteigenden, oder wie siehst du in 2013, 2014 der Beziehung? Also natürlich in unserem Gesellschaftssystem gibt es immer Gruppierungen oder Menschen mit mehr Machteinfluss in der physischen Realität, die den ganzen Entwicklungsprozess ein bisschen verlangsamen wollen. Die gibt es immer. Genau wie ein Computer Viren hat, der unser System verlangsamt und dann öffnen sich die Programme nicht mehr so schnell wie am Anfang. Aber so sehr die sich auch anstrengen, die spirituelle Entwicklung des Menschen ist letztendlich nicht aufzuhalten und die geht immer weiter. Das, was wir als absteigenden Ast empfinden, ist eher
die, wie ich schon ein Vorredner vorhin gesagt hatte, ist eher die Verwirrung, die jetzt bei dem westlichen Menschen entsteht. Die Verwirrung, dass er plötzlich merkt, ja, mein Gott, es kommt ja nicht nur darauf an, jeden Tag zur Arbeit zu gehen und Geld zu verdienen oder Familien zu zeugen und so weiter, sondern es hat einen Sinn, was hier alles in unserer Welt abläuft. Und es hat ein Ziel und läuft auf etwas hinaus. Und diese Erkenntnis wird eben immer mehr und mehr im Volk breit. Okay, also siehst du auch eher ein positiveres Bild in unserer Zukunft? Also ich sehe auf jeden Fall ein positives Bild, weil ich sehe auch, wie die Entwicklung in den letzten 20 Jahren stattgefunden hat. Ich beschäftige mich ja schon mit diesem Thema, da war ich 11. Mit 11 Jahren habe ich schon mein erstes Buch über Parapsychologie gelesen. Und darum kann ich auf eine lange spirituelle Vergangenheit zurückblicken, die ich innerhalb der physischen Realität durchlebt habe. Und aus dem Grund kann ich jedenfalls bestätigen, das ist alles eine positive Entwicklung. Auch wenn es manchmal nicht so aussieht. Auch wenn es manchmal so scheint, oh Gott, wo soll das denn hinführen? Ne? Das wird ja immer schlimmer und so weiter. Aber letztendlich, persönlich habe ich da ein sehr optimistisches Zukunftsbild. Da habe ich noch eine grundlegende letzte Frage. Du sprichst die ganze Zeit über Spiritualität und treffe ich viele Menschen in meinem Leben, die mit Spiritualität erstmal Religion gleichsetzen. Ja. Kannst du da vielleicht mal deine Auffassung von Spiritualität uns mitteilen und den Unterschied zu, sag ich mal, herkömmlichen Religionen? Ja, gerne. Für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es für andere ist, für mich persönlich ist Spiritualität ein Weg wie viele andere Wege, die es gibt, um sich spirituell zu entwickeln. Auch eine Religion kann dabei helfen, sich spirituell zu entwickeln. Aber für mich persönlich ist die Spiritualität oder eher wie ein großes Puzzle. Ne? Das heißt, wir haben hier den Christentum oder wir haben da die Zeugen Jehovas und da haben wir vielleicht die Moslems und so weiter. Und sie alle sind Teil dieses spirituellen, ganzheitlichen Weltbildes. Und diese Puzzlestücke müssen zusammengeschoben werden. Und wenn man das macht, dann erkennt man das spirituelle, ganzheitliche Bild. Und darum sind für mich also jetzt Religionen, auch der Buddhismus und so weiter, jetzt nicht entgegensetzt oder, wie soll ich sagen, antagonistisch oder so in dieser Art, sondern sie arbeiten alle zusammen, auch wenn denen das nicht unbedingt klar ist. Aber sie arbeiten zusammen, um letztendlich dieses ganzheitliche Weltbild, spirituelle Weltbild zu erzeugen und den Menschen erkennen zu lassen. Wobei da klar viel instrumentalisiert ist, aber ich sag mal, wenn man den kleinsten möglichen Nenner bei allen Religionen rausfummelt, dann sieht man doch schon ein sehr klares, deutliches Bild, wo es hingeht. Ja, ja, in jedem Fall. Klar, zum Beispiel die Kirche, die hat natürlich einige Personen in der Machtposition ganz oben, die natürlich gerade nicht so positive Arbeiten leisten. Aber die ganzen Organisationen, die zum Beispiel die Kirche, um jetzt bei einem Beispiel zu bleiben, hat, wie die zum Beispiel, was weiß ich, Kindern helfen, älteren Menschen helfen und so weiter, die sind ja schon positiv ausgerichtet. Das Problem, das wir in unserer Welt haben, sind immer die Machthaber. Das sind ja die, die ihr Amt dann manchmal missbrauchen. Aber die Menschen an sich sind eigentlich alle gut und sie versuchen alle etwas Gutes im Leben zu erreichen. Du hast das schon gesagt, das denke ich auch jetzt noch. Also ich glaube auch immer das Gute am Menschen, bis er mir das Gegenteil beweist und dann vielleicht nochmal dreimal. Aber irgendwann, sag mal, wir sind alle nicht böse geboren worden. Eben, genau. Und es kommt darauf an, halt, wie ich das in der nächsten Generation, übernächsten Generation jetzt mal wirklich da auch ein Zeichen zu setzen, dass wir es verstanden haben. Okay, Jonathan, dann danke ich dir erstmal für dein Kurzinterview und freue mich schon morgen früh auf den nächsten Blog, der fängt um 8 bis 12 zur Spiritualität und Gesundheit. Da werden wir bestimmt auf einige Sachen auch sehr tief eingehen. Oh, das würde mich freuen. Alles klar, dann erstmal noch einen schönen Abend und ja, dann übergebe ich mal wieder an Michi. Ja, dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank, lieber Jonathan. Auch dir alles Gute und bis morgen. Bis morgen dann. Alles Gute auch an die Zuhörer. Alles Gute. Tschüss.
So, jetzt meckert gerade hier mein Browser. Ne, jetzt geht er wieder. Hoffentlich gut. So, ich habe hier meinen Co-Moderator jetzt für die heutige Sendung dabei. Mach mal Hallo, Hallo. Mach mal Hallo, Hallo. Sag mal Hallo, Hallo. Ne, doch nicht. Ja, der mich gerade mal spontan besucht hat. Und wir sehen einfach, dass uns leider der Christian Anders heute versetzt hat. Hat sich leider nicht an die Absprachen gehalten. Schade eigentlich. Er ist, wie gesagt, nicht online, aber nichtsdestotrotz können wir jetzt einfach mal den Ralf mit ins Gespräch holen, der jetzt auch nach Christian daran dran wäre. Und zwar begrüße ich jetzt recht herzlich im Kulturstudio Ralf Uwe Hill. Hallo, lieber Ralf. Hallo Michael, viele Grüße aus der fünften Dimension. Ja, Ralf, du siehst, ich bin hier jetzt auch als Co-Moderator dabei. Und ich habe jetzt einen neuen Co-Moderator dabei, der mich natürlich jetzt auch ein bisschen ablenkt, aber egal. Ralf, du bist ja letztendlich aus dem Kulturstudio auch bekannt, beziehungsweise durch dein Buch bekannt. Das Deutschlandprotokoll hast gerade dein aktuelles Buch veröffentlicht, Schach der Arge. Und Ja. ja, bist natürlich Mitbegründer des Livestreams Klartext hier auf dem Kulturstudio-Kanal. Ja, vielleicht magst du erstmal auch kurz erzählen, aus deiner Sicht, wie das Jahr 2012 so für dich verlaufen ist mit Höhen und Tiefen. Wie würdest du mal Wie ist mein Jahr 2012 verlaufen? Also ich würde mich versündigen, wenn ich sagen würde, schlecht. Es war ein sehr ausgezeichnetes Jahr. Ein paar Bodenwellen waren dabei, ein paar kleinere Problemchen. Aber genau die haben mich eigentlich vorwärts gebracht. Also ich kann im Prinzip nicht klagen. Ja, Aber das hat magst du auch mit vielleicht meiner, auch mit meiner. ja, es hat auch mit meiner Ausrichtung zu tun. Also wie soll ich sagen? Es hat angefangen im Januar, als ich Himmelsposaunen, Sky Trumpets das erste Mal in YouTube reingesetzt habe. Da ging schon doch einigermaßen der Punk ab. Dann habe ich so ein bisschen vor mich hingewurschtelt und mir natürlich auch Gedanken gemacht, so wie das alles weitergehen sollte. Dann wollte ich mich beruflich etwas verändern, beziehungsweise wollte da ein bisschen tiefer in die ganzen medialen Geschichten rein. Das ist dann aber leider geplatzt und da habe ich mir dann drüber Gedanken gemacht und es war auch kein Selbstverschulden, sondern das war einfach, haben mich gewisse Dinge aus der Vergangenheit einfach eingeholt und habe mir dann die Frage stellen müssen, ob es nicht jetzt doch Zeit wäre, es würde sich anbieten, 2012, unabhängig vom 21., ob ich da nicht gewisse Dinge aus meiner Vergangenheit auch klären will, Dinge, die mich belastet haben und habe damit angefangen und konnte auch mit Hilfe dann der Familie und Freunden konnte ich sehr viele Dinge auflösen. Und das Interessante dann dabei war eben, das war die Nacht Allerheiligen, also im Prinzip am 1. auf 2. November. Da konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen, habe den ganzen Tag über auch gemerkt, da kommt was, da ist was im Anmarsch. Das war nichts Schlechtes, aber ich wusste, das geht schon an die Substanz. Und dann kamen eben gewisse Dinge und da wurde mir dann klar, okay, das muss ich jetzt lösen, das war so. Dinge, die ich im Ex-Verlag da hatte, mit Geschäftspartner, die ich da hatte, teilweise auch mit der BRD-Staatsgewalt, die ich da am Bein hatte und so Geschichten. Und kam dann so für mich auch einfach drauf, dass diese Wege ich gehen musste, um doch zum gewissen Weg hinzureifen. Und da habe ich dann eben angefangen, bei mir nachzuforschen, wie ich denn all diese Dinge in mein Leben ziehen konnte. Und es war einfach, ich war früher viel in Esoterikkreisen, habe da rumgeturnt wie ein Wilder und habe mich dann verabschiedet, weil mir das dann zu dogmatisch war. Und habe mir dann auch andere Bücher gekauft, Lebenshilfebücher, Affirmationen gemacht und so weiter. Und habe aber gemerkt, wie ich in den letzten Jahren da doch enorm weggekommen bin, weil ich mich einfach viel zu sehr auf das Außen konzentriert habe. Ja, alles, was das so war mit Kriege und Eurokrise und was weiß ich noch alles. Und habe dann für mich eben festgestellt, ich muss viel mehr ins Innere wieder gehen, also mich reinhorchen und dann ein bisschen nachgucken, wo habe ich da was unter den Teppich gekehrt und wo habe ich da noch ein bisschen was verstellt. Und dann ging das alles Schlag auf Schlag und zeitgleich hat es dann eben auch angefangen,
mit dem Buch immer besser zu laufen, auch mit dem Publikum, sprich dann eben mit Leuten, habe ich dann Facebook geöffnet und habe gemerkt, dass die Welt sich mir auch entsprechend öffnet. Also es war wirklich analog, diese Ressentiments, die ich mir hatte, den Groll, den tiefen Groll, den ich da auch hatte, peu à peu abgelegt und analog hat sich mir dann auch die Welt präsentiert. Und das hat mich natürlich bestärkt, dann immer weiterzumachen. Und dann ging das wirklich wie am Faden. Also das, was ich mir dann so nicht in den Kopf gesetzt habe, sondern einfach gesagt habe, okay, da möchte ich jetzt nicht sein, sondern da bin ich jetzt, habe das affirmiert, habe mir das auch visualisiert, habe mir das vorgestellt, habe mich da reingefühlt, wie das sein könnte. Und dann ging das in immer kürzeren Abständen auch in diese Richtung hinein. Und ja, jetzt schließe ich das Jahr ab, 21.12. Hat heute einen super Tag gehabt, waren auch einige Überraschungen dabei. Ich lasse es mir jetzt super gut gehen, weil ich die letzten 6 Monate hart geknüppelt habe, auch am Buch. Und freue mich jetzt eigentlich dann schon auf 2013, wo es dann so richtig losgeht. Das habe ich mir so auf die Fahne geschrieben. Ja, Ralf, sag mal, das Datum heute, 21.12., inwiefern spielt es für dich eine Rolle? Hast du heute eine besondere Erwartungshaltung gehabt oder wie gehst du mit diesem Datum um? Nee, ganz, ganz locker. Also ganz locker. Wir hatten ja Januar, 12. Januar hatten wir die erste Klartext-Sendung gemacht gemeinsam dieses Jahr. Das war immer am Geburtstag und da war ich auch schon sehr entspannt. Also ich habe mir da nicht wirklich einen Kopf gemacht, es könnte jetzt UFOs landen, Außerirdische oder ich habe mich da aus dieser ganzen Szene auch weitgehend rausgenommen. Ich sehe da auch keinen Sinn drin, dieses sich auf ein Datum zu fixieren. Da gibt es viel zu viele Variablen, viel zu viele Geschichten, die wir da gar nicht überblicken können. Für mich ist es ein Tag wie jeder andere jetzt eben seit den letzten paar Monaten, dem es in vielen Bereichen sehr gut läuft. Also es kann auch der 21.12.2013 sein, mich interessiert das nicht. Es ist für mich ist es einfach interessant, wie ich dem Tag entgegentrete. Es gibt Tage, da bin ich gut drauf, bin ich schlecht drauf. Aber guck, dass ich damit einigermaßen Anstand über die Bühne bringe und versteige da nicht auf irgendwelche Daten oder Uhrzeiten oder Horoskope. Das ist mir auch zu dogmatisch. Und ich möchte auch diese selbsterfüllenden Prophezeiungen nicht entgehen, aber ich möchte mir nicht irgendetwas ins Hirn laden, was da noch gar nicht hingehört. Also ich möchte mich da nicht schon vorab programmieren auf eventuell negative Dinge, die mich dann vielleicht in diesen Strudel ziehen und die ich dann nicht mehr in der Gewalt habe. Also selbst wenn die Welt jetzt unterginge, was kann ich dran ändern? Für mich ist wichtig, ich habe mit meinen Freunden Klartext gesprochen, mit meiner Familie ist alles wunderbar, super. Also mit den Menschen, mit denen ich gut stehe, die ich auch liebe, die in mein Leben gehören, mit denen bin ich clean. Ja, und wenn es jetzt heute Nacht um 12 Uhr knallt, ja, dann knallt's. Ja, was soll ich denn machen? Dann ist es eben so. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, du siehst es also praktisch locker und so weiter. Ralf, du hast da gerade ein aktuelles Buch, ist ja gerade im Dezember erschienen, Schach der Arge. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was dazu erzählen. Um was geht's da an deinem Buch? Was willst du mit diesem Buch bezwecken? Also welchen Hintergrund hat dieses Buch? Ja, die Vorgeschichte ist geil, die möchte ich kurz loswerden. Und zwar war ich ja immer wieder mal Leistungsberechtigter. Also ich möchte diesen Begriff Hartz-IVer möchte ich einfach vermeiden. Ja, das hat immer so was Asoziales und Lumpenpackmäßiges. Hat auch immer wieder mal einen ordentlichen Job gemacht, in Anführungszeichen. Aber immer wieder dann Stress und Theater gehabt. Und ganz besonders dann ab diesem Jahr, in dem ich mich entschlossen habe, keine EGV, also Eingliederungsvereinbarung mehr zu unterschreiben, habe mich dann so richtig reingewurschtelt in die Sache und habe dann gesagt, nö, das mache ich nicht. Den ganzen Spaß gebe ich mir nicht mehr und bin dann eben zur Arge und kriege so eine Eingliederungsvereinbarung hingelegt. Und da sagte ich, nee, Kollegin, so läuft es nicht aus diesen und jenen Gründen. Und dann hat der Spaß richtig angefangen und haben wir gesagt, gut, wenn ihr mit mir blöd macht, ich kann auch Arschloch sein, ihr lernt mich dann noch kennen. Und dann hat es eben so ein bisschen eskaliert, bis ich dann eben mit der dortigen Gruppenleiterin zusammengeknallt bin. Und zu der habe ich gesagt, hören Sie zu, ich bin Schriftsteller, ich bin Buchautor, ich werde auf jeden Fall ein Buch schreiben und das Jobcenter Mannheim wird alles, aber nicht gut wegkommen, ziehen Sie sich schon mal warm an. Da hat die mich dann angeguckt wie ein Busbahnhof und habe mich dann dahinter geklemmt und die Sache war dann einfach, dass ich gemerkt habe, am eigenen Leib auch immer wieder, wie sie versuchen, also diese Heuschrecken, wie ich sie eben nenne, arge Heuschrecken,
mit dir von früh bis spät den Idioten zu machen und dieses unwürdige, unmenschliche Verhalten. Und habe mich dann richtig reingekniet, habe dann eben Enthüllungsratgeber beziehungsweise ein Buch, ist eine Hilfe zur Selbsthilfe geschrieben, in dem ich einfach von Anfang an erstmal klarstelle, die ganzen Rechtsgrundlagen, also angefangen von Menschenrechtskonventionen, was steht im Grundgesetz, was steht im BGB, und habe es auch tunlichst vermieden, jetzt dann gleich irgendwie so ein halbes Deutschlandprotokoll reinzubringen, weil ich mir gesagt habe, es muss ein Buch sein, das leicht verdaulich ist, das kostengünstig sein muss, das sich leicht lesen lässt. Und ich kann jetzt einen leistungsberechtigten, eine alleinerziehende Mutter oder jemand, der jetzt noch ergänzende Leistung bekommt, nicht zumuten, dass er sich jetzt auch noch mit dem Status der BRD auseinandersetzt. Ja, das habe ich jetzt erstmal vermieden, habe das nur mal so angedeutet und einfach versucht, einen Ratgeber auf die Beine zu stellen, der den Leistungsberechtigten dahin bringen soll, wirklich auch selbstbewusst aufzuhören, sagen, Moment, Freundchen, du willst mir hier eine Story vom Pferd erzählen, hier von wegen EGV oder Verwaltungsakt oder Sanktionen, so und so ist das. Sie haben keine Rechtsgrundlage, Sie müssen mir das Gegenteil beweisen. Und damit kommen ja schon die Jobcenter ins Straucheln, weil sie dir ja dann, das ist Gesetz, ja, wo ist es denn, wo ist denn die Rechtsgrundlage? Das ist eine Dienstanweisung, kommt dann zum Beispiel, ja. Und dann habe ich auch gesagt, ja, eure Dienstanweisung geht mir im Arsch vorbei, interessiert mich einen Scheiß. Laut Gesetz ist es so und so. Beweisen Sie mir das Gegenteil. Ich kann meine Behauptung ganz klar unterlegen. Und dann gab es eben so diese Streitereien. Und aus diesen Erfahrungen heraus, und das ist ja auch praxisbezogen, also es ist ja nicht, dass ich mir das jetzt aus anderen schlauen Büchern nur zusammengeschrieben habe, sondern ich habe da ja wirklich diese Wege bin ich auch durchschritten. Und war ja auch nicht immer nur Spaß, also das war dann schon teilweise so ein bisschen an der Kippe, aber kam dann doch gut weg mit und dachte mir, gut, es gibt ja geschätzte 8 bis 9 Millionen Arbeitslose, wenn ich davon 10% nur erreichen würde und wenn es nur 5% wäre, diese 5 habe ich erreicht und wenn die es halt eben diesem unseligen Sklavenhändlerladen den Garaus machen können oder das Leben erschweren können, sei es Zumüllen mit Beschwerden, mit Widersprüchen, mit Akteneinsichten und die Sozialgerichte noch bemühen, dann kommt das System ganz schnell an den Rand des Wahnsinns. Die Leute merken dann auch, sie können auch mit den Leuten, aus welchen Gründen die auch immer arbeitslos geworden sind und leistungsberechtigt geworden sind, darüber haben wir nicht zu befinden, ja. Können sie es so schnell nicht mehr mit den Affen machen. Also es ist einfach wichtig, dass die Leute wissen, mit was sie es zu tun haben, mit wem sie es zu tun haben und wie sie sich effektiv wehren können, ohne dass irgendwelche Sozialanwälte zu konsultieren, denen du als Leistungsberechtigter in der Regel auch am Arsch vorbeigehst, weil viele Sozial- oder nennen sich ja Fachanwalt für Sozialrecht, so ist es ja, die leben ja ganz prächtig von ihren Prozesskostenhilfen. Das heißt, die kriegen auf jeden Fall ihre Kohle, das ohne größeren Aufwand, und die haben überhaupt keinen Bock, sich mit dem Sozialgericht anzulegen oder mit dem Jobcenter. Für die bist du einfach nur ein scheiß Hartz-IV-Empfänger. Ja, komm, setz dich hin. Was kann ich tun? Mach 2, 3 Schreiben. Der Leistungsberechtigte ist froh, dass er dann eben keine 30-prozentige Sanktion bekommt, sondern dass er sich einfach nur noch mal zu melden hat und dann eine neue EGV zu unterschreiben hat, die er dann ja auch aus Dankbarkeit tut, ja, und der Fachanwalt für Sozialrecht ganz, ganz genau weiß oder wissen müsste, es ist ein Handwerkszeug, dass das eine Sauerei ist. Und da ist einfach der Versuch, dass ich gesagt habe, okay, da muss jetzt irgendwas passieren. Es gibt einiges im Netz bei YouTube gegen Hartz IV, also viele Blogs und Internetseiten, die aber nicht die Leute so erreichen, wie es vielleicht ein Buch erreichen könnte. Und da bin ich dann, da ich im Schildverlag schon ein bisschen länger kooperiere, habe ich gesagt, hier Leute, wie sieht's aus? Wäre das was für uns und so weiter? Und da haben wir Hand in Hand gearbeitet, haben dann hin und her kalkuliert, gemacht, getan. Und heraus kam dann eben, ich hoffe, dass dann das Buch zum einen natürlich viele Abnehmer findet, zum einen, und zum anderen, dass diese Tipps und Tricks und Ratschläge, die ich da angegeben habe, dass die auch angewendet werden, weil sie funktionieren, definitiv. Es nutzt nur nichts, wenn es von 1000 Menschen, die im Jobcenter verwaltet werden oder malträtiert werden, es nur einer macht. Also wenn es von diesen 1000 wenigstens 400, 500 machen, dann ist schon was dabei gewonnen. Das ist so das Ziel, was ich mit diesem Buch erreichen wollte. Aufgrund dieses Buches, also ich meine, man kann es auch erwähnen, es hat ja auch einen sensationellen Preis. Ich glaube, es kostet nur 8 Euro, ne? 8 Euro, ja, wir haben den Knaller.
und also ich werde davon kein Millionär und so weiter, ja, und es ist einfach, wir wollten es wirklich so günstig halten, dass man es sich leisten kann, und da war der Gedanke bei mir so, hey, ab 2013 gibt es ja 8 Euro mehr, so, die Arztpraxisgebühr fällt ja auch weg, also alle 3 Monate dieser Schwachsinn, den sich da die Bundesregierung hat mal einfallen lassen. Es ist in jedem Fall gut investiertes Geld. Und auch wenn ihm das Buch nicht gefällt und er kann es nicht gebrauchen, er findet mit Sicherheit jemanden, den er es schenken kann. 8 Euro plus Versandkosten sind wir etwa bei 10 Euro. Ich denke, das ist bezahlbar. Ja, auf jeden Fall. Aufgrund auch deiner Recherchen, gerade jetzt zu der Geschichte Hartz IV, willst du ja auch ein bisschen aktiver werden im Kulturstudio. Und zwar haben wir für nächstes Jahr auch eine Sendung mit dir geplant, die du dann eventuell auch mit mir gemeinsam und weiteren adäquaten Partnern durchführen wollen. Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wie du die Sendung vorstellst, was die Leute da erwarten, von dir erwarten können, von dieser Sendung erwarten können, wie das ganze Konzept so funktionieren soll. Ja, also der Plan war noch grob und ist immer noch in der Planungsphase. Ich möchte auch noch nicht so weit hinausgehen, weil ich glaube, das wird ab Februar, weil im Januar bin ich schon so dick eingebunden, auch mit Vorträgen. Aber die Sendung will ich in jedem Fall machen, möchte da auch Co-Moderatoren mit drin haben oder Gastmoderatoren, die auch eben vom Fach sind. Also da habe ich schon den einen oder anderen angesprochen und das Interesse besteht. Es soll einfach so sein, dass ja eben auch auf Basis des Buches Tipps gegeben werden, wie man da vorgehen kann, auch in Zusammenarbeit mit anderen Bloggern beziehungsweise Hartz IV.de und was es so alles gibt, dass wir uns da ein bisschen absprechen und die Leute wirklich auf den neuesten Stand halten. Ich glaube, wir hatten erstmal ausgemacht, so einmal im Monat, das reicht auch, so 1,5 Stunden in etwa. Die Dinge wirklich aufs Tapet bringen, was der Bevölkerung als solches, unabhängig dessen ist, ob sie leistungsberechtigt sind oder sonst wie, da was präsentieren. Und mit der Sendung möchte ich auch erreichen, dass diese gottverdammte Scheiß-Spaltung aufhört. Also so wie es eben auch gerne die Springerpresse macht. Ja, das hat man ja gesehen, Ralf Böß, der ist halt bei Maischberger war und dann haben sie ja zerlegt wie noch was. Und das habe ich auch so kommen sehen. Es ist einfach, jeder Hartz-IVer, so wirklich so abfällig dann dahingestellt, ist ein Sozialschmarotzer, der will nur und der will nichts dafür tun. Also der will eine Leistung ohne Geld. Und das wird ja auch ganz massiv in die Köpfe implantiert. Mit Erfolg, wie man sieht, leider Gottes. Und da möchte ich auch ein bisschen gegenwirken, einfach, weil es gibt so viele Schicksale, Menschen, die völlig unverschuldet, gut, das Thema Schuld ist auch nicht so mein Ding, aber die einfach in diese Lage hier reingerutscht sind und nun jetzt ja Menschenhändlern letzten Endes in die Hände fallen, weil nichts anderes ist ja die Bundesagentur für Arbeit und Jobcenter und da wollen wir eigentlich dann auch Hilfe an die Hand geben, die wirklich auch praktikabel umsetzbar sind. Also nicht irgendwas aus dem blauen Himmel rausholen, so und so, sondern wirklich, du pass auf, anhand von diesem Partikel kannst du die Heuschrecke so richtig in die Mangel nehmen, kannst ein bisschen die Fühler knicken. Einfach so auch zeigen, es gibt eine Gegenströmung. Ja, okay, also es wird auf jeden Fall auch spannend und interessant, keine Frage. Ja, wie sieht das aus? Freu mich auch drauf, ja. Was hast du fürs nächste Jahr vielleicht noch so geplant? Gibt es da schon so konkrete Sachen, wo du sagst, da will ich nochmal angreifen? Das habe ich mir fürs nächste Jahr vorgenommen oder wie läuft das da bei dir? Ja, also im schriftstellerischen Bereich werde ich auf jeden Fall bleiben. Das bleibt so. Es sind 3 weitere Projekte geplant, also Schacht der Arke 2, Betroffene berichten, das habe ich jetzt schon so im Fokus. Das heißt dann, wenn eben genug Leute sich melden, sagen hier, ich habe da einen ganz spektakulären Fall. Es können aber auch ARGE-Mitarbeiter sein. Also da bin ich ganz offen. Das ist nicht nur für Betroffene, sondern auch ARGE-Mitarbeiter sind Betroffene. Die können da gerne ihre Erfahrungsberichte einreichen. Es geht dann einen ganz normalen redaktionellen Prozess durch. Und das soll dann veröffentlicht werden, einfach auch um die Leute zu erreichen, was da für eine Scheiße läuft. Und anders kann man es auch nicht mehr nennen. Das ist zum einen dann Ende des Jahres so. Und etwa um diese Zeit ist nochmal ein Deutschlandprotokoll geplant, aber das Originale bzw. eine Erweiterung, das Deutschlandprotokoll Addendum, soll ebenfalls im Schild Verlag erscheinen. Dafür habe ich dann jetzt auch einen Co-Autor gewinnen können und ist auch der Beste, den ich mir da vorstellen kann. Aus dem einfachen Grund, Anfang 2008 ist das Deutschlandprotokoll erschienen. Wir schreiben es jetzt fast 2013. Es ist also eine Zeitspanne, in der sehr, sehr vieles passiert ist. Das muss ja
arbeiten. Das soll auch dann damit reinkommen. Und ansonsten, ja, kriege ich jetzt Anfragen für Vorträge aufgrund des Buchs Schach der Arge. Das ist zum einen, was ich jetzt gerne machen möchte. Und dann schauen wir mal, wie die ganze Sache so weitergeht. Also für mich ist irgendwo 2013, ich freue mich drauf. Wenn 2013 nur halb so läuft wie 2012, zumindest mal die letzten zwei Quartale, dann bin ich super zufrieden. Ja, gut, lieber Ralf. Ja, möchtest du doch sonst zum Schluss etwas loswerden an unsere Zuhörer, Zuschauer da draußen, dass du sagst, ich möchte noch ein paar Grüße, Wünsche. Du kannst auch deine Mutti jetzt grüßen, wenn du möchtest. Ja, ich grüße die fünfte Dimension. Tut mir leid, dass es nichts wird. Am 21.12. Ich bleibe noch eine Weile hier, habe noch ein bisschen was zu tun. Nein, ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die mich in irgendeiner Weise unterstützt haben. Also, auf Facebook, bei meiner Familie, bei allen Freunden, bei dir auch, der mir damals ermöglicht hat, im Kulturstudio da auch anzufangen. Ganz tolle Sache. Bin ja heute noch stolz drauf, wenn ich sehe, was aus dem Kulturstudio geworden ist. Ich bereue da keine Sekunde mitgemacht zu haben. Und vor allen Dingen, Leute, lasst euch nicht verarschen, bisschen Verstand einschalten, lasst euch nicht ständig ins Boxhorn jagen und öfter mal ein bisschen durchatmen, auch mal ein Tütchen rauchen, einen Kaffee trinken, eine Schokolade essen, mal mit der Freundin spazieren gehen, macht ein bisschen sanfter, weil es ist einfach wirklich auch das Äußere spiegelt das Innere und das Innere spiegelt das Äußere und muss schon ein bisschen gucken, dass man das einigermaßen im Gleichgewicht hält. Ja, perfekt. Okay, lieber Ralf, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall auch, dass du nochmal die Zeit genommen hast, dir heute hier bei uns im Kulturstudio nochmal ein kurzes Interview zu geben. Wünsche dir natürlich erholsame Feiertage, dass du dich auch ein bisschen erholst und ausspannst und dass wir natürlich im Jahr 2013 genau da anknüpfen, wo wir jetzt über die Feiertage ein bisschen ruhiger treten werden und hoffen, dass wir natürlich auch immer mehr Leute erreichen und was bewegen. Ja, aber sowas von. Perfekt, dann wünsche ich dir alles Gute und guten Rutsch, ja, frohe Weihnachtsfeiertage und ja, bis bald, lieber Ralf, wir bleiben ja im Kontakt sowieso. Ja, auf jeden Fall, euch allen, macht's gut, Leute, und lasst krachen, bis dann, tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Ja, das war Ralf Uwe Hill bei uns im Kulturstudio. Ja, jetzt haben wir es kurz vor 9 Uhr. Mein Gott, die Zeit vergeht. Es sind schon 3 Stunden tatsächlich rum. Ich gucke nochmal gerade auf den Stream. Es sind schon 403 Viewer da. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so unterstützt. Dafür hat sich wirklich der ganze Aufwand gelohnt, den wir hier die Wochen davor betrieben haben. Das ist wirklich super, dass wir da auch eine Menge Menschen heute erreichen und die das interessiert, was wir hier heute veranstalten. Ja, jetzt kommen wir zu einem sehr, sehr, sehr interessanten Gast, auch in Bezug auf dieses heutige Datum, den wir jetzt einfach mal mit hineinholen. Das ist der Alexander Wagand. Hallo, herzlich willkommen, Alexander. Hörst du uns? Ja, ich höre euch, aber ich habe eben mal sicherheitshalber meinen Browser geschlossen. Ich habe mich nämlich doppelt gehört. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt noch hören. Ja, wir können dich hören. Das war bestimmt der Livestream, der da noch bei dir parallel lief. Deswegen hast du wahrscheinlich da noch eine Art Rückkopplung gehabt. Ja, Alexander, erstmal vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns im Kulturstudio heute an diesem super Marathon 24 Stunden mit teilnehmen möchtest oder teilnimmst. Ja, du bist ja sicherlich vielen bekannt, auch von deinen Tagesenergien. Und deswegen vielleicht auch gleich mal die erste Frage. Heute haben wir ja das besondere Datum, der 21.12.2020. Vielleicht kannst du kurz mal auch diese Tagesenergie für heute interpretieren für uns. Ja, das kann ich gerne machen. Es ist so, es gibt im Grunde genommen einmal die Tagesenergie, die durch den Zolkin-Kalender der Maya bestimmt wird. Und diese Zolkin-Energie, da gibt es 260 verschiedene Varianten. Die setzt sich zusammen aus 20 Sonnensiegeln und 13 Richtungen, in die jeweilige Energie fließen kann. Da sprechen die Maya von Tönen, 13 Tönen. Und heute hatten wir die Energie Sonne. Das ist die letzte Energie immer in einem Durchgang von 20 Energien. Und die Richtung war heute die 4. Aber was du meinst, ist sicherlich auch der Hinweis auf den Tun-Kalender. Das ist also dieser ganz bekannte Kalender, der eben heute am 21.12.2012 zu Ende geht. Und ich denke, da bezieht sich deine Frage auch darauf.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht so im Stile, wie du es bei Bewusst TV machst, da vielleicht einfach mal heute auf diesen speziellen Tag einfach mal etwas näher eingehen. Was kannst du uns dazu sagen aus der Sicht des Maya-Kalenders und der Energien, die praktisch hier ja momentan da sind? Ja, also im Maya-Kalender gibt es einmal diese täglichen Energien. Das heißt also in der Vorstellung der Maya gibt es jeden Tag einen energetischen Archetyp, der ganz besonders dominant ist. Und diese 20 verschiedenen Varianten, die wirken sich, wenn du so möchtest, über die Zeit hinweg aus. Das heißt, mit jedem Impuls, den es gibt, entsteht auch immer ein kleines bisschen mehr Bewusstsein. Man könnte auch sagen, mit jedem Impuls gibt es einen weiteren Schöpfungsimpuls. Und heute ist nach der Vorstellung der Maya die Schöpfung vollendet. Also an diesem 21.12.2012 sind alle notwendigen Zutaten, wenn du so möchtest, energetischen Zutaten zusammengekommen und schließen jetzt die Schöpfung ab. Das heißt also, es geht nicht um den Weltuntergang, von dem ja sehr häufig die Rede ist, sondern es geht um einen weiteren Status, der erreicht worden ist, in dem jetzt eben alle notwendigen Energien vollständig sind und damit beginnt ein neuer Zyklus. Ja, ist kann man dann sagen, also ich glaube, gibt es da den bestimmten Punkt auch nach unserer Zeit? Ich glaube, morgen früh um 6 wäre das bei uns, wenn ich richtig informiert bin. Ist das richtig? Ja, es ist so, dass die Sonne eine ganz große und wichtige Rolle spielt bei den Maya. Und das, was du jetzt ansprichst, das ist eben nochmal eine besondere Konstellation der Planeten, die parallel eben auch an diesem Datum stattfindet. Wir haben ja also heute ganz viele unterschiedliche energetische Qualitäten, wenn du so möchtest. Also einmal eben der Tag, an dem die längste Nacht, die Geburtsstunde, wenn du so möchtest, wieder des Tages in sich trägt. Das heißt also, jetzt werden die Nächte kürzer, die Tage werden wieder länger. Es ist die Wintersonnenwende. Dann haben wir auf der anderen Seite eben diesen Thun-Kalender, der dort zu Ende geht. Und wir haben eine hochinteressante planetarische Konstellation. Also wenn du so möchtest, kann man sehen, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen scheint es ein Tag mit einer großen und wichtigen symbolischen Bedeutung zu sein. Und diese symbolische Bedeutung wird natürlich sehr unterschiedlich eingeschätzt. Es gibt also viele Menschen, die dort jetzt erwartet haben, dass es einen Knall gibt und es passiert etwas ganz Spektakuläres. Andere erhoffen sich jetzt vielleicht auch der Besuch der Außerirdischen oder was auch immer. Aber was wir jetzt erleben, ist etwas, das vielleicht in der momentanen Auswirkung viel unspektakulärer scheint, aber es ist ein ganz entscheidender Schritt. Das heißt also, aus der Vorstellung der Maya heraus ist eben jetzt diese Schöpfung als solche abgeschlossen. Und das ist ganz entscheidend, Maya bedeutet in der Übersetzung Illusion. Und diese illusionäre Qualität, die uns umgibt, die wird ja im Moment wirklich überall deutlich erkennbar und sichtbar. Also wir sehen, dass wir zum Beispiel ein Geldsystem haben, das auf keinerlei Realitäten mehr basiert. Wir können sehen, dass wir an ganz vielen Stellen, wo immer wir hinsehen, deutlich erkennen können, dass die Dinge ganz anders sind, als wir sie noch vor 5 oder vor 10 Jahren geglaubt haben. Und das liegt daran, dass wir einen größeren Zugang zu den Bewusstseinen haben und einfach schauen. Es ist schwieriger, uns eine solche illusionäre Qualität vorzumachen. Das ist das, was äußerlich passiert. Und in dem Maya-Tun-Kalender drückt sich das auch aus. Es ist also ein Bewusstseinspunkt erreicht, an dem jetzt möglicherweise auch die kritische Masse etwas in Gang setzt. Man spricht da auch von morphogenetischen Feldern. Das heißt, wir werden erst in der Zukunft sehen, wie bedeutend dieser Tag möglicherweise oder dieser Zeitpunkt jetzt wird, wenn wir sehen werden, was daraus erwächst, wenn jetzt eben diese Dinge zusammenkommen. Ja, du beobachtest ja auch auf energetischem Gebiet auch natürlich die Sonnenaktivitäten. Hast du da irgendwas Besonderes auch festgestellt in den letzten Tagen oder gerade auch aktuell? Naja, generell ist es so, dass wir ein relativ aktives Sonnenjahr hatten. Also 2012 gab es viele intensive Eruptionen. Das Jahr hat schon mit einer ganz aktiven Phase begonnen. Aber jetzt gerade ganz aktuell
ist die Sonne ziemlich ruhig. Das heißt, die Sonne hat sich in den letzten Tagen sehr unspektakulär gezeigt. Und viele haben ja auch im Zusammenhang eben mit 2012 und mit möglichen Entwicklungen, die da einhergehen, eben damit gerechnet, dass wir ganz starke Flares bekommen und dass vielleicht mal einen kompletten Stromausfall gibt und so weiter. Das ist auch durchaus noch ein aktuelles Thema. Aber momentan, wie gesagt, die Sonne sehr ruhig und auch das Erdmagnetfeld hat sich ziemlich beruhigt. Also hier an dieser Stelle gibt es nichts Spektakuläres zu berichten momentan. Okay. Ja, wenn du mal ganz persönlich auch für das Jahr 2012 ein Resümee für uns ziehen würdest, wie hast du das Jahr erlebt? Aus deiner Sicht einfach mal vielleicht ein Statement dazu abzugeben? Ja, also dieses Jahr 2012 war für mich schon ein deutlich erkennbares Ansteigen an Aufmerksamkeit in meinem Umfeld zu beobachten. Also ich merke immer mehr, Menschen werden an unterschiedlichen Stellen wach und erkennen, dass das, was sie eben bisher für relativ sicher gehalten haben, durchaus in Frage gestellt werden kann. Das ist eine ganz deutliche Entwicklung. Das begann sicherlich schon vor einigen Jahren bei dem einen oder anderen, aber inzwischen ist es ein viel größerer Anteil an der Bevölkerung. Und es ist natürlich auch so, dass wir nicht unterschätzen dürfen, dass sehr viele Menschen auch darüber nicht sprechen, sondern diese Dinge für sich behalten und möglicherweise bei sich selber auch etwas beobachten, das sie gar nicht so sehr verstehen, sondern wo sie sagen, komisch, irgendwie motiviert mich das alles nicht mehr. Ich habe meine Motivation verloren, einfach weiterzumachen in diesem System. Und das kann man auch gut beobachten. Das ist für mich auch der zweite große Trend, dass viele Menschen sich entweder verweigern, also einfach so weiterzumachen wie bisher, oder eben auch auf eine bestimmte Art daran gehindert werden, sei es durch Antriebsschwäche oder sei es durch Mattigkeit, Müdigkeit. Also das ist auch ein großes Thema, das körperliche Thema 2012. Nun, und schließlich und endlich ist es auch etwas, das du global viel deutlicher als in den Jahren vorher wahrnehmen kannst. Also ob du jetzt nach Griechenland blickst oder nach Spanien oder nach Japan oder in die USA, ganz egal, wo du hinsiehst, kannst du erkennen, dass es eben keine singuläre Entwicklung ist, sondern dass das überall in einer ganz starken energetischen Bewegung ist. Und das ist auch etwas, das 2012 erkennbar zugenommen hat. Also du siehst da schon einen wachsenden Prozess sozusagen. Ja, der Boris wollte gleich nochmal einhaken in diese Geschichte. Bitte, Boris. Ja, Alexander, da habe ich nochmal eine Frage zu. Du sagst es ja auch, du siehst verschiedene Leute an verschiedenen Stellen immer mehr wach werden. Und nun sehe ich auch viele Leute, die da mit einer gewissen Angst dann leben müssen, wenn sie dann erstmal begriffen haben, was denn hier in der Welt wirklich los ist oder dass vielleicht dies oder das an Glaubenssätzen doch vielleicht nicht ganz so fest eingefahren sein sollte. Diese Angst, die die Leute verspüren, wie kann man da eine Faustformel geben, wie man damit umzugehen hat oder irgendwie ein paar Tipps und Hinweise? Ja, also das ist ein ganz entscheidendes Thema. Diese Angst, die gehört absolut dazu. Am Anfang kann es sogar sein, dass das, was du dort siehst, dich so fasziniert, dass du das Gefühl hast, dass es viel zu spannend ist, als dass du Angst haben könntest. Aber dann kommt ein Moment, an dem du selber auch vielleicht betroffen wirst. Also beispielsweise auch einfach merkst, dass viele Dinge, von denen du dachtest, damit hast du überhaupt keine Berührung, auch auf einmal auf dich zukommen, also im Umgang mit Behörden beispielsweise. Und dann spätestens kommt auch eine große Erkenntnis im Sinne von Ohnmacht, die man bis dahin nicht empfunden hat. Das heißt also, man verlässt auf der einen Seite diese Vorstellungswelt, man kann alles irgendwie aus der eigenen Kraft heraus organisieren und merkt, dass ganz viele Dinge um dich geschehen, die einen ganz dramatischen Einfluss haben. Und das macht dir große Angst. An dieser Stelle entsteht natürlich die Frage, wie kann man damit umgehen? Und ich glaube, es ist zunächst einmal wichtig, dass man diese Angst bei sich selber einfach auch wirklich nicht verdrängt, sondern dass man sie wahrnimmt. Die Angst hat ja auch eine wichtige eigene Qualität. Und zwar nur schon allein deswegen, damit du einfach hier an dieser Stelle diese
damit einhergehenden Verspannungen und Vorstellungen nach oben bringst. Denn vieles, was dir Angst macht, sind natürlich auch Verlustängste beispielsweise. Ein ganz großes Thema. Und da merkt man auf einmal, wie man eingebunden ist auch und wie man abhängig ist von bestimmten Dingen. Und von daher hat die Angst ihre eigene Berechtigung. Sie muss anerkannt werden. Man muss sie in dem Moment einfach in sich auch spüren können. Aber danach, und das ist das der nächste Punkt, dann auch wieder aus dieser Angst herausfinden. Und Angst, das leitet sich sprachlich von Enge ab. Und hier liegt eigentlich auch eine gute Lösung, indem du dich einfach sehr viel weiter machst, indem du ein bisschen mehr Raum einnimmst, indem du beispielsweise ganz tief und bewusst atmest und einfach auch erkennst, dass dieser Moment der Angst, den du jetzt empfindest, auch nur ein vorübergehendes Beobachten dieser Energie ist. Die wird auch wieder durch etwas anderes abgelöst und uns werden im Moment einfach diese unterschiedlichen energetischen Qualitäten in einem sehr, sehr schnellen Wechsel präsentiert. Also wir können jetzt in sehr kurzer Zeit manchmal sehr schnell ganz unterschiedliche Stimmungen und Zustände erleben. Das hat ja auch damit zu tun, dass eben momentan diese polaren Kräfte, die sich jetzt gegenseitig in einer sehr dynamischen Form immer stärker begegnen, uns eben auch von der einen in die andere Seite immer hinein schwingen lassen. Und von daher gehört die Angst dazu. Du kannst sie nicht vermeiden, aber du kannst die bewusst wahrnehmen und dann kann sie auch wieder gehen. Dann wird sie auch, wenn du so möchtest, überflüssig. Dann hast du sie wahrgenommen und dann kommen wieder andere energetische Kräfte, in die du spüren kannst. Ich würde dir vielleicht einen Satz noch dazu sagen. Ich hatte unlängst auch mit jemandem gesprochen, einem Freund von mir, und der sagte zu mir, du, ich fühle mich so schlecht, eigentlich könnte es mir gut gehen, äußerlich alles in Ordnung. Was kann ich denn da machen, dass es mir besser geht? Also du musst gar nichts machen, das geschieht von ganz allein auch. Und wir haben dann ein, zwei Tage später gesprochen und dann habe ich gesagt, wie geht's dir jetzt? Ach, jetzt geht's mir ganz gut. Und ich sage, was hast du gemacht? Ja, eigentlich nichts. Wir haben sehr stark die Vorstellung, dass diese Gefühle und Stimmungen in uns etwas sind, das wir gemacht haben und das wir irgendwie erzeugen müssen. Und wenn da die falsche Stimmung kommt, dann haben wir was falsch gemacht. In Wahrheit ist jetzt unendlich viel Angst vorhanden. Weißt du, es leben im Moment nahezu 50 Millionen Amerikaner von Lebensmittelmarken. Viele, viele Zehntausende von Menschen haben in den letzten Wochen ihre Wohnung verloren. Durch Zwangsversteigerung, durch Zwangsräumung, durch alles Mögliche. Diese Angst ist momentan ein ganz großes Thema und sie ist natürlich auch eine sehr radikale Form, dich aus einer kindlichen Vorstellungswelt herauszutreiben. Und diese kindliche Vorstellungswelt, die hält uns an ganz vielen Stellen aber auch gefangen. Das heißt, wir benehmen uns wie Kinder und die tun eben das, was man ihnen sagt. Und im Moment merken wir einfach, das geht nicht mehr. Wir sind jetzt in die Pubertät gekommen. Und diese Entwicklung verlangt von uns, auch die Realität zu betrachten, auch wenn sie nicht immer so ist, wie wir uns das wünschen. Ja, auf jeden Fall. Sehr schöne Ausführung, Alexander. Bevor wir gleich zum Schluss kommen, nochmal die Frage oder nochmal die Anmerkung. Du wirst ja morgen ab 8 Uhr natürlich auch in unserer großen Runde zum Thema Spiritualität und Gesundheit dabei sein, ab 8 Uhr. Da freuen wir uns natürlich auch sehr, dass du da Zeit gefunden hast, uns da zu unterstützen. Ja, nochmal die Frage, einfach auch zu deinem Livestream. Du machst ja auch selber einen Livestream, hier auch bei livestream.com unter Satshitananda. Wird es nächstes Jahr dein Livestream natürlich hoffentlich weitergeben? Und wie sieht es aus mit den Tagesenergien? Wird es da natürlich auch neue Folgen geben? Ja, die Tagesenergien gibt es natürlich noch weiter. Und die Energien als solche sind ja ohnehin ein Hinweis auch auf die jeweilige Zeitqualität. Und wir nehmen ja diese Energien eben auch in solchen zeitlichen Zyklen und solchen Bewegungen wahr. Und wer sich da ein bisschen einjustiert, ein bisschen einschwingt, der kann an ganz vielen Stellen auf eine sehr bequeme Art und Weise sozusagen diese Energie mitnutzen, indem er sich einfach ein Stück weit auch an diesen energetischen Entwicklungen anschließt und nicht versucht, aus irgendeiner anderen Idee heraus, beispielsweise an diesem Tag, an dem das ganz große Thema Entspannung ist, besonders leistungsfähig mit verbissener Akribie irgendeinen Plan zu verfolgen.
Dafür gibt es andere Tage, an denen andere Qualitäten eine entsprechende Unterstützung bieten könnten. Und wir haben ein sehr vereinfachtes System mit unserem gregorianischen Kalender und der lässt uns die Vorstellung, bestätigt uns in einer Vorstellung, dass jeder Tag die gleiche Qualität hat und dass diese Tage rein mechanisch aufgebaut sind. Und in diesem Zeugin-Kalender der Maya hat eben ein Tag eine besondere Qualität und deswegen ist auch in diesem Tag dieses Thema für dich etwas, das du zumindest ein paar Minuten lang ganz bewusst wahrnehmen solltest. Und wenn du das an dieser Stelle tust, also bewusst wahrzunehmen, dann wirst du auch an anderen Stellen sensibler. Man kann sagen, du bekommst einfach mehr mit. Und mit anderen Worten heißt es auch, dass bestimmte Hinweise dir nicht mehr in einer solch massiven Form begegnen können, sondern dass du sie in einem früheren Stadion viel sanfter erkennen kannst. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht jetzt immer wichtiger wird, dass wir sensibler werden und dass wir mehr mitbekommen von dem, was passiert. Denn vieles von dem, was wir beobachten können, ist nur möglich, weil wir einfach überall wegschauen, weil es an vielen Stellen bequem erscheint. Aber wir zahlen für dieses Wegschauen einen sehr, sehr hohen Preis. Und das ist das, was uns jetzt auch immer mehr bewusst wird. Ja, das sehe ich genauso. Also das Bewusstsein, denke ich schon, hat sich an vielen Ecken und Enden doch schon etwas verändert zu gewissen Themen, die auch kaum noch zu übersehen sind, die Lügen. Ja, Alexander, erstmal vielen Dank soweit für das kurze Interview. Ich würde dir gerne, weil du gerade das, was du jetzt gesagt hast, mir so eine schöne Vorlage gegeben hast, einen Satz noch loswerden, wenn du erlaubst. Klar. Wir haben im Grunde genommen sehr häufig die Vorstellung, dass wir ein eigenes persönliches Bewusstsein haben, also ein Bewusstsein, eine ganz individuelle Sache ist. Tatsächlich aber kennen wir schon alleine rein sprachlich gar kein Plural von Bewusstsein. Also es gibt keine Bewusstseine oder Bewusstseins, sondern es gibt ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein ist voll umfänglich und wir sind mit ihm verbunden. Aber in diesem Bewusstsein haben wir einen kleinen Raum, den wir zu unserem eigenen Bewusstsein erklärt haben, in dem wir uns hin und her bewegen. Aber jetzt wird dieser Zaun, der diesen Raum umgibt, immer brüchiger. Und dieser Zaun, der immer brüchiger wird, öffnet uns dafür und damit auch gleichzeitig den Zugang zu anderen Bereichen des Bewusstseins. Nur gleichzeitig mit dem Wegfall des Zauns ergibt sich eben auch sehr schnell eine Vorstellung, dass wenn der Zaun weg ist, wir auch mehr bedroht sind. Das heißt, unser Zaun gibt uns ja auch Sicherheit und Schutz. Und deswegen ist diese Erkenntnis, die jetzt in Gang kommt, immer auch eine große Herausforderung. Und es ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, dass das, was jetzt geschieht, eben nicht nur ein sanftes, rosarotes, immer spiritueller werdendes, entwickelndes, wunderschönes, süßliches Szenario ist, sondern vieles ist sehr, sehr anstrengend, ist sehr herausfordernd. Und das muss man einfach wissen. Und dann ist man nicht überrascht, sondern kann eben auch diese Art von energetischen Herausforderungen als das erkennen, was eben jetzt im Moment dazugehört. Ja, ich denke mal, morgen auf jeden Fall mehr auch von dir zu dieser Thematik. Da freuen wir uns auch ganz besonders drauf. Bis dahin wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend, lieber Alexander. Und ja, freue mich, wie gesagt, auf morgen und bedanke mich bei dir, dass du für dieses Interview kurz Zeit hattest heute. Vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören dann erst einmal. Bis morgen früh. Bis dann. Ciao. Ja, soweit Alexander Wagand. Toll, dass er dabei war. Und wir müssen jetzt ein bisschen schauen. Wir sind einen Tick jetzt aus der Zeit heraus, aber auch kein Problem. Volker, wie sieht's aus? Machst du mal Herrn, genau, er stellt schon mal Verbindung her. Jetzt wollen wir versuchen, Herrn Michael, Dr. Michael König ins Gespräch zu bekommen. Per Telefon. Und, Michael, ich bin dann auch schon anwesend. Danke, ich hab's gesehen. Axel, wunderbar. Gut. Axel Klitzke nachher um halb. Alles klar. Gegen halb, genau. Aber wenn der Axel sonst schon da ist, wenn Michael vielleicht doch nicht abnimmt, wir müssen ein bisschen warten. Er ist nämlich außer Haus. Herr König ist in der Veranstaltung und hat uns gesagt, er nimmt das Handy mit und das ist eine Umleitung geschaltet. Hallo? Ja, hallo, hier ist das Kulturstudio, der Michael Grave. Ist der Herr Michael Bin König du? Zu sprechen? Ich muss mal schauen. Kleinen Moment, ja? Ja.
Okay, dann schauen wir mal. Warten wir mal ab, dass wir Herrn König gleich an der Strippe haben. So, ja, ist eine Live-Sendung. Wie gesagt, wir sind halt, haben versucht, alles zu planen, aber auch sowas kann natürlich mal passieren. Schauen wir mal. Hallo? Ja, hallo Herr König, hier ist das Kulturstudio. Hier ist der Michael Grabe. Ja, Herr Grabe, grüß dich. Mhm. Ja, schön, dass Sie uns doch nicht vergessen haben, dass wir heute noch ein kleines Date hatten zu einem Kurzinterview. Ich habe jetzt folgendes Problem. Ich habe eine schwere Erkältung. Oh, ja, wir können uns sonst ansonsten kurz halten oder wenn Sie möchten, können wir auch das Interview heute nicht führen, wenn Sie sich da nicht fühlen. Ja, das wäre, glaube ich, besser, dass ich mich schone, weil ich habe morgen eine Veranstaltung in München. Und versuche mich jetzt natürlich zu erholen. Also ich würde es jetzt lieber nicht machen. Okay, wunderbar. Haben wir natürlich Verständnis für, Herr Dr. König. Ja, danke. Wir wünschen Ihnen trotzdem alles Gute, gute Besserung, ja, dass Sie morgen fit sind. Ja, und hören uns bestimmt auch gleich. Ein schönes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Ja, danke schön ebenfalls. Und wie gesagt, vielleicht hören wir uns garantiert nochmal nächstes Jahr in einem Kulturstudio. Ja, klar. Können wir gerne machen. Also, tschüss. Okay, ciao. Ja, auch sowas ist natürlich nicht geplant, dass Herr König jetzt auch noch krank geworden ist. Ja, ich würde sagen, dann holen wir doch mal spontan den Axel gleich mit ins Gespräch. Wenn er schon mal da ist, dann braucht er gar nicht mehr so lange warten. Dann haben wir vielleicht auch ein paar Minuten mehr für Axel Klitzke, der hier schon bei OkiTalk im Raum bereitsteht. Vielleicht nochmal den Hinweis auch für alle OkiTalk-Zuhörer auch für alle Zuhörer insgesamt und Zuschauer im Stream. Also ab circa 1 Uhr werden wir eine offene Runde hier veranstalten. Das heißt, wer gerne hier mal was sagen möchte, Kritik anbringen möchte, Anregungen hat an uns, an das Kulturstudio-Team, eventuell auch ein paar Themen mit ansprechen, bereden möchte. Dafür ist die Zeit zwischen 1 Uhr und 6 Uhr gedacht, sozusagen, sodass wir dort euch auch eine Stimme geben können, vielleicht auch die eine oder andere Frage an den Moderator oder an Boris, an den anderen Moderatoren. Mittlerweile bin ich auch zu zweit hier, der Sascha ist mittlerweile auch eingetroffen. Sascha, zeige ich dich nochmal ganz kurz. Schönen guten Abend. Ja, da ist er. Da kommt er. Ja, Sascha unterstützt dich heute mal wieder, ist mittlerweile auch redaktionell hier angekommen bei uns im Kulturstudio und macht natürlich auch dort seinen Job super. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ja, gut, dann schauen wir mal. Axel, hörst du uns bei OkiTalk? Ich höre euch sehr gut. Ich bin anwesend. Ja, komplett schön. Gesund, munter, ohne Probleme. Ja, super, da freue ich mich. Schön, dass du heute auch für uns heute Abend nochmal Zeit hast. Axel, wir hatten ja eine super Sendung mit dir. Das war ja wirklich ein Marathon. Du bist ja so gespickt mit Informationen, gerade auch was Ägypten und die Pyramiden und diese Maße betrifft. Vielleicht erstmal für dich auch die Frage, wenn du so Resümee, ich kriege das Wort heute noch irgendwie nochmal hin, ziehen würdest vom Jahr 2012, wie würdest du das so einschätzen? Wie ist das Jahr 2012 auch für dich insgesamt gelaufen? Ja, von Natur aus bin ich ein Optimist, nicht irgendeiner, sondern ein gewaltiger. Und folglich versuche ich, viele Dinge erst einmal positiv zu sehen. Das hindert mich nicht daran, die Dinge zu erkennen und zu registrieren, die es auch im Negativen gibt. Sei es das letzte gerade in Amerika mit diesem Attentat oder in Ägypten, was gegenwärtig dort abläuft. Und es ist so eine Zeit, wo man sagt, dort wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und irgendwie spitzen sich die Dinge deutlicher zu. Man merkt, es ist eine Bewegung auf der Welt. Und man kann nur hoffen, dass die Dinge nicht sich so entwickeln, dass sie zu einem schlimmen Ergebnis noch führen könnten oder kulminieren. Ja, in der Tat, es passiert sehr viel. Wir haben ja heute sozusagen ein besonderes Datum, wenn man das so will. Du bist ja auch in den Zahlen sehr, sehr involviert. Das ist ja auch eines so deiner Fachgebiete. Was kannst du uns vielleicht zu diesem Datum 21.12.2012 sagen? Welche Geheimnisse verbergen sich vielleicht hinter diesem Datum oder hinter dieser Zahlenkombination? Hast du da irgendwie mal eine Idee oder Gedanken dazu?
fangen wir erstmal mit dem Spaßigen an. Ich hatte vor anderthalb Jahren in Wien einen Vortrag über die Thematik schon in ähnlicher Form gehalten und dann bemerkt, an diesem Abend werde ich mit meiner Frau mit Sicherheit einen guten Tropfen Wein trinken, in der Hoffnung, dass für den nächsten Tag auch noch was übrig ist. Ansonsten habe ich auch noch dafür Reserve. Es ist für mich nicht ein Tag, der mit etwas Negativem verbunden ist, sondern nur positiv. Wobei die ganze Hysterie, die da entstanden war, so keinesfalls gerechtfertigt ist. Nun ist eines natürlich schön, 21 und 12, das sind so Spiegelzahlen, die zusammen 33 ergeben, die übrigens auch in dieser Form verborgen in der Cheops-Pyramide vorkommen. Und da habe ich dort schon gesehen, dass es mit etwas Angenehmem verbunden ist. Wir sollten also von vornherein nicht immer uns anstecken lassen durch, sagen wir mal, Panikmacher oder möchte gern Wissende, die versuchen, den ganzen Maya-Kalender in eine Ecke zu drängen. Jetzt ist Schluss. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man auf so eine Schlussfolgerung kommen kann, wo doch die übergeordnete Einheit des Baktun, in dem wir leben, im 13., in dem wir leben, das Piktun 20 dieser Baktun-Einheiten hat. Ja, und wir sind in dem System ja noch nicht allzu weit gekommen, zumal der Maya-Kalender ursprünglich, in der ursprünglichen Form, auf einem 360-Tage-Jahr basierte und das sind dann insgesamt mit der höchsten Einheit 64 Millionen Jahre. Also, Hektik ist nicht angebracht, Angst keinesfalls angebracht und dann würde ich noch etwas versuchen, wenigstens im Telegram-Stil zu formulieren. So wie wir in unserem Leben geistig wachsen, auch in praktischen Dingen wachsen, gibt es im Kosmos auch eine Dynamik, die uns zu höherem versucht zu bringen. Und wenn wir daran denken, den Übergang 13. 14. Baktun, was ja eine Epoche ist und nicht so ein Rasierklingenschnitt. Hier geht es also um einen längeren Zeitraum, den man nicht bestimmen kann. Sind es 20 Jahre? Sind es 30 Jahre, noch mehr oder etwas weniger? Es ist ein Bereich, wo sich etwas entwickelt. Energien werden Stück für Stück verändert. Und da in dem System befinden wir uns aktuell. Und wenn das dann irgendwann einmal bei jedem Einzelnen Stück für Stück wiederum unterschiedlich, nicht bei allen zur gleichen Zeit, zu einem höheren geistigen Niveau führt, wo soll man dann Angst haben? Das wäre erstmal so in Kürze zu sagen. Ja, das ist sehr gut gesagt. Gibt es dann zum Beispiel auch in Ägypten, also hast du es ja gerade auch erwähnt, dass in der Pyramide sozusagen diese Zahlen auch eine Rolle spielen. Gibt es aber in der ägyptischen Geschichte beziehungsweise auch gerade in den Pyramiden auch eventuell Hinweise auf dieses Datum? Hat das da irgendwie auch zufällig eine Rolle gespielt oder ist es halt nur bei den Mayas so? Also ein Datum in dieser Form kann man nicht direkt ableiten. Es ist eher so, dass wenn bestimmte Zahlen vorkommen, sie mit geistigen Dingen verknüpft sind. Ja, wenn ich zum Beispiel ein einziges jetzt mal herausgreifen kann. Die Königskammer ist dort 11,1 Königsellen hoch und es führt zu einem Volumen in der Kammer von 2220 Kubik-Königsellen. Dort haben wir also die 2 so deutlich verborgen in der Kammer. Und hier kann man ein sehr schönes, bildhaftes Beispiel ins Spiel bringen. Stellt euch vor, ihr werdet erwachsen irgendwo fernab von der Zivilisation ganz allein. Und immer wenn ihr etwas tut, ist es für euch richtig, weil euch niemand korrigiert, niemand kritisiert, niemand lobt euch. Erst wenn die zweite Person hinzukommt, beginnt ein neuer Prozess, ein Erkenntnisprozess, weil man dann Hinweise bekommt. Und wenn in der Cheops-Pyramide ein 2 Königsellen breiter Gang ist, wenn dann die Kammer selbst 20 Steine im Fußboden hat, zu 200 Quadrat-Königsellen Größe, sieht man auch mit dem Volumen, dass dort ein stufenweiser Erkenntnisprozess versteckt in den Zahlen verborgen ist. Natürlich wird das manch einer nicht auf Anhieb gleich nachvollziehen können, weil da noch viel, viel mehr dazugehört, um das zu verstehen. Aber
In der Pyramide wurde in den, das Höchste eingeweiht, was im Irdischen möglich war. Und das war der 33. Grad. Aber bitte nicht verwechseln mit solchen negativen Dingen der heutigen Zeit, wo man glaubt, der schottische Ritus bei den Freimaurern ist mit dem gleichzusetzen. Es war es gibt eine Verbindung in das tiefe Ägypten. Nur heute ist man von diesen Erkenntnissen und von diesen geistigen Hintergründen so weit entfernt wie die Erde vom Sternbild Orion. Ja, das ist ja immer so diese Geschichte, dass man natürlich gerade diese Geschichte mit Freimaurerei etc., das ja dort aus dieser ägyptischen Epoche sozusagen mit begründet. Vielleicht kannst du da auch nochmal näher eingehen, inwieweit ist da vieles Wissen verloren gegangen oder wie möchtest du das eigentlich ausdrücken, dass dort wenig noch Bezugspunkte sind zu dem damaligen vorhandenen Wissen? Ja, im Prinzip war das, was man damals Einweihung nannte und wo man heute sagt, ja, ich gehe in die Schule, ich gehe die einzelnen Klassen durch, erste, zweite, dritte Klasse. Es bleibt ein einziger Bezug noch übrig, da, wo wir den Grad kennen, ja, das ist der Doktorgrad. Und diese Dinge waren im ganz alten Ägypten präsent, aber zu einer Zeit vor der aktuell geschriebenen Geschichte. Denn die Cheops-Pyramide wurde vor mehr als 5.300 Jahren bereits versiegelt. Und danach begann der Tiefgang, der Abgang, wo vieles an Wissen verloren gegangen ist, wo Überheblichkeit, Dekadenz bei den Pharaonen eingezogen ist, wo man Kriege geführt hat und, wo letztendlich eigentlich das Wissen Stück für Stück verloren gegangen ist, aber noch in beachtlichen Teilen zumindest bekannt war. Das kennen wir von Pythagoras, das kennen wir von Moses. Und diese Geschichte ist dann noch einmal tiefer gegangen, als die Völker, die Ägypten besetzt hatten, egal ob jetzt man die Hyksos nennt, die Griechen oder die Römer, Tribute forderten. Und die Einnahmen, die früher der Tempel bekommen hat, gingen dann ins Ausland, vor allem nach Rom. Damit wurde die finanzielle Grundlage der Tempel systematisch zerstört. Und wie es dann die Folge ist, die Wissenden sind ausgestorben. Also es wurde praktisch auch nicht mehr so regulär weitergegeben. Vielleicht mag es ja auch andere Prozesse noch gegeben haben, dass es halt irgendwie vielleicht durch gewisse Kriege etc. natürlich dort auch gar keine Möglichkeit mehr war, das so weiterzuführen, wie es damals so in der Regel war. Weißt du, das ist eine lange Geschichte, da könnte man so viel erzählen und das ist in einigen Minuten oder selbst hier in einer Viertelstunde definitiv nicht machbar. Es führten zahlreiche Gründe dazu, zu diesem Abgang, aber bemerkenswert ist immer, dass Einzelne noch ein Wissen hatten oder es war noch etwas bekannt, wo man wusste, man hat bestimmte Dinge realisiert. Und in der Cheops-Pyramide wurde unter anderem bei diesem 33. Grad eine bestimmte Geometrie durchlaufen. Und Teile dieser Geometrie kennen die Freimaurer heute noch, aber sie wissen nicht, warum sie das machen, was es für eine Bedeutung hat und wo es eigentlich richtig herkommt. Das sind die traurigen Dinge, wo dann die heutigen Freimaurer, naja, mehr oder weniger eine Theaterveranstaltung machen, ohne überhaupt noch zu begreifen, was ursprünglich einmal der Zweck, der Sinn und Zweck der ganzen Sache gewesen ist. Ja, der Boris hat auch gleich nochmal eine Frage. Bitte, Boris. Ja, hallo Axel. Ich würde mal gerne wissen, deine ganzen Erkenntnisse und Forschungen, das mit den Zahlenreihen und so weiter, ist das irgendwo international auf Aufmerksamkeit gestoßen? Beschäftigen sich jetzt andere Leute noch damit? Oder war es vorher schon anderen bekannt, die dir halt bekannt sind? Also das mit dem Zoll zum Beispiel, wo dieses Geheimnis verborgen ist in diesem Urzoll mit dieser Verdopplungsfolge, hat eigentlich keiner so richtig vor mir erkannt. Es gab vor etwa 10 Jahren schon im Internet einige wenige 10.000 Seiten, wo diese Formel vorgekommen ist, aber man hat sich keinen Kopf gemacht. Mittlerweile kriege ich Reaktionen schon aus verschiedenen Ländern. Post bis aus Australien oder Neuseeland oder aus Bolivien und noch einigen anderen Ländern in Europa. Aber ich habe auch noch nicht so viel Wind gemacht. Meine Vorträge auf YouTube sind in Deutsch
Und für viele andere, die jetzt im spanischsprachigen Raum oder englischsprachigen Raum gegenwärtig noch verschlossen. Hier hätte ich vielleicht nochmal eine Verantwortung für die Zukunft, aber das ist auch gar nicht alles so einfach. Denn so ein Profi in den Fremdsprachen bin ich wieder nicht, dass man das vielleicht astrein rüberbringen könnte. Gibt es dann sehr da auch... Ja? Bitte Boris, Entschuldigung. Ja, ich finde es halt sehr spannend, weil diese Kombination oder das in den Pyramiden, in den Maßen halt der ganzen Bauten da, diese ganzen Zahlensysteme oder Maßsysteme auch vorhanden sind, das war mir halt auch komplett neu. Normalerweise dachte ich mir, es stößt jetzt schon international auf sehr viel Interesse, weil halt das was absolut Neues ist und doch sehr, sehr, sehr viele Forscher auf der ganzen Welt sich mit Pyramiden und den Maßen beschäftigen, oder? Das sind ja nicht nur einige hundert. Das Kurios ist, dass die Archäologen weltweit erstmal alles in Zentimeter oder Meter messen. Über die Hintergründe mit den Maßen haben sie eigentlich eine Ahnung Richtung 0,000 und noch mehr Nullen dahinter. Das heißt, solange wie ich nur mich in dem metrischen System bewege und messe bestimmte Sachen, dann kann ich nicht den ursprünglichen Sinn verstehen. Bei Ägypten ist es so weit bekannt, dass man die Königselle schon kennt. In Saqqara, in dem Museum dort, liegt eine Elle ja von 52,4 Zentimeter und richtig wäre es ja 52,36. Das sind also 0,4 Millimeter Unterschied. Und da muss man sagen, wenn die Tausende von Jahren alt ist, das was bekannt ist, dann ist es erstaunlich, dass sie noch so präzise ist, zumal Holz sich durch unterschiedliche Bedingungen von Luftfeuchtigkeit dehnt oder schrumpft und durch Abnutzung auch noch eigentlich etwas möglicherweise in Schaden genommen hat. Die Ägyptologen selbst gehen davon aus, dass die Königselle mal wird sie mit einem Halb angegeben und mal mit einem Viertel oder mal ein Drittel. Dann hört es aber schon auf. Obwohl in dem ägyptischen Maßsystem wenigstens schon überliefert ist das Siebentelsystem, also 52,36 durch 7 als die kleinste Einheit. Aber was man nicht begreift, ist, dass das geheime Wissen so weit war, dass man auch die dezimale Unterteilung gekannt hatte. Und da sträuben sich so bei den Ägyptologen halt die Haare, obwohl schon in der Cheops-Pyramide das Dezimalsystem gleich massiv, richtig dominant in Erscheinung tritt, so offensichtlich, wenn man genau hinschaut. Bloß man muss genau hinschauen, sonst kann man die Dinge nicht begreifen. Ja, wie sind dann so deine persönlichen Aussichten auch für das nächste Jahr? Gibt es da für dich auch noch persönliche Sachen, die du sagst, die nimmst du jetzt in Angriff? Gibt es vielleicht ein neues Buch, eine neue Vortragsreihe? Ich verweise auch nochmal auf unsere Sendung, die ist ja auch sehr ausführlich schon, natürlich auch auf deine Bücher und natürlich auch deine DVD-Reihe Wissen in Stein, die natürlich sehr inhaltsreich ist. Wir haben deine Webseite auch eingeblendet, horris.org. Da kann man natürlich auch das eine oder andere bestellen. Aber nochmal die Aussicht aus deiner persönlichen Warte auch für das Jahr 2013. Gibt es da bestimmte Projekte, die du noch in Angriff nehmen möchtest? Sind da Reisen geplant nochmal nach Ägypten etc.? Ja, eine ganze Menge ist geplant. Das eine wäre, mit Ägypten, ich fahre im Februar wieder nach Ägypten und nehme wieder eine Gruppe Menschen mit, die da Interesse dran haben. Das nächste Mal im Oktober. Dann habe ich eine Einladung nach Bolivien zu einem Kongress, wo ich auftreten soll, wo auch Gespräche schon angekündigt sind, die ich führen soll mit Archäologen. Ja, das eine, was Literatur betrifft, ich arbeite an einem Buch, was leider etwas in Verzug geraten ist durch die vielen Dinge, die noch so nebenbei immer noch angelegen haben, die ich allerdings auch gerne gemacht habe. Und das soll eine Fortführung sein von dem Buch »Die Ordnung der Schöpfung«. Aber nicht in die Richtung, sondern die Ordnung des Gizeh-Plateau. Und da will ich auf viele Geheimnisse noch eingehen, wo den Ägyptologen sicherlich dann die Haare zu Berge stehen werden, über die Dinge, die sie alles nicht wissen. Okay, der Boris hat auch noch mal eine Frage. Bitte? Ja, der Boris. Entschuldigung, ich muss mein Mikro einmal muten. Herr Glitzke, Sie sind ja jetzt viel an den Pyramiden unterwegs und haben auch viel Kontakte da bestimmt zu anderen Forschern.
Gibt es sonst irgendwas Neues, was man aus dem Jahre 2012 an Erkenntnissen zu den Pyramiden gewonnen hat, was vielleicht auch noch nicht veröffentlicht wurde oder irgendwie sowas in der Art, halt irgendwas Spannendes, Geheimnisvolles? Das ist so eine ganz schwierige Sache zu beantworten, weil es in Ägypten in den oberen Etagen auch so etwas gibt wie geheime Verschlusssache. Ja, GVS. Erst lesen, danach sich erschießen. Weil man es nicht wissen darf eigentlich. Ja. Das ist die spaßige Kommentierung. Viele wissen ja, dass ich gute Kontakte in Ägypten habe, sehr gute, und dass ein guter Freund von mir, persönlicher guter Freund, Direktor im Obersten Rat ist, ein Fachdirektor, und er darf mir nicht alles erzählen. Das ist leider so. Es gibt wenige Informationen. Rein theoretisch hätte in diesem Jahr durchgeführt werden müssen die Durchbohrung des zweiten Steines in dem sogenannten Gantenbrinkschacht. Das ist in der Königinnenkammer der Südschacht, der ein Stückchen horizontal verläuft und dann in einer Schräge, aber nicht exakt konstant schräg. Es gibt also da winzige Abweichungen drin. Und das Problem ist, der Oberverschlussstein ist ja durchbohrt worden und dann gibt es einen Abstand, wo dann der nächste Verschlussstein ist. Und eine gerade Bohrstange geht nicht bis da hoch zu transportieren. Aus einem simplen Grund, weil die Abknickung dazu führen würde, dass ein langes Gestänge stecken bleiben würde. Also müsste man mit einer Hydraulik arbeiten. Und was mir gesagt worden ist, oder was mir mein Freund erklärt hat, die Südkoreaner hatten eine Ausschreibung gewonnen und für den Neubau eines Roboters. Und der wurde geprüft im Jahre 2011 außerhalb der Pyramide an einer Felswand. Und man hat festgestellt, dass die Leistungsfähigkeit nicht ausreichend war. Die Forschungsgruppe oder die Konstrukteure hatten den Auftrag bekommen, den leistungsfähiger zu gestalten, hatten dafür auch eigentlich ein Limit gesetzt bekommen. Und das war im Frühjahr diesen Jahres. Und seitdem hört man aber nichts mehr. Wenn ich jetzt im Februar wieder unten in Kairo bin, werde ich natürlich mal bohren, mal gucken, ob da inzwischen was machbar ist an Informationen zu erhalten. Und dann werden wir weitersehen. Ja, lieber Axel, dann an dieser Stelle vielleicht erstmal vielen Dank, dass du noch Zeit gefunden hast heute Abend für ein kurzes Interview. Gibt es vielleicht noch etwas, was du loswerden möchtest an unsere Gäste, Zuhörer in Bezug auf das neue Jahr oder generell? Ja, erstmal etwas ganz Spezifisches, was nur für eine einzige Person gilt. The Winout R hat mir heute, oder über ihn sind mir einige E-Mails zugeschickt worden, und ich würde ihn persönlich bitten, sich mit mir mal in Verbindung zu setzen. Meine E-Mail-Adresse ist ja auf meiner Internetseite vorhanden. Das allen anderen wünsche ich vor allem eines. Da müsste ich noch was davor sagen. Da muss ich unbedingt noch was betonen. Nach dem 13. Baktun geht in dieser Überlappung das 14. Baktun los. Und die 14 hatte in dem Altägyptischen, in der Mythologie, in der Mystiksprache, die Bedeutung, das Maß ist das Maß. So, und da man nicht viel schlauer ist, wenn man den Satz gehört hat, muss man ein paar Worte zu sagen. Das heißt, man wird geprüft, inwieweit man einen neuen Maßstab in sich integriert hat oder wo die Entwicklung dahin geht, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen auf einem höheren Niveau. Das Maß ist das Maß, bedeutet eigentlich letztendlich der höhere Maßstab. Der kosmische Maßstab ist das Entscheidende und nicht der irdische, profane Maßstab. Und diese Dinge kann man schon im Totenbuch der Ägypter nachlesen, auch mit einem Fragenkatalog für diesen Verstorbenen, der eigentlich von 14 Göttern geprüft wird, nach diesen Prinzipien. Und wenn jeder Einzelne versucht, einfach mal im Kopf zu behalten, ich muss versuchen, auch einmal weiterzudenken. Nicht bloß so an die Tatsache, heute Abend Armbrot essen, vielleicht Rundfunk hören oder Radio hören. Es geht auch darum, sich mit geistigen Dingen zu beschäftigen, geistige Dinge, die es gibt, versuchen zu verstehen. Und dann tut man eine ganze, ganze Menge, zu neuen Maßstäben zu kommen. Das wünsche ich jedem Einzelnen.
Ja, vielen Dank, lieber Axel. Dir natürlich auch persönlich alles Gute, erholsame Feiertage und natürlich einen tollen, erfolgreichen Start ins Jahr 2013. Und ich hoffe, dass wir natürlich von dir natürlich auch immer mehr interessante News bekommen aus Ägypten. Und wollen wir hoffen, dass es da auch vielleicht bald ein anderes Bewusstsein gibt, dass man dich auch ein bisschen mehr ernster nimmt dort und deine Forschungsergebnisse natürlich auch mehr wahrgenommen werden. Vielen, vielen Dank. Gut, dann bedanke ich mich. Ich verabschiede mich und dir, Michael, wünsche ich für dein Kulturstudio alles Gute für die Zukunft. Und vielleicht kommen wir nochmal zusammen und machen auch bei dir nochmal ein Programm. Auf jeden Fall, gerne. Steht auf jeden Fall bei uns auch auf der Liste, wenn wir, also wir werden das bestimmt einplanen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres auch nochmal eine schöne Sendung mit dir nochmal machen. Wunderbar. Vielen Dank. Okay, tschüss dann. Alles Gute für alle. Ebenfalls. Danke, danke. Ciao. Ja, soweit Axel Klitzke. So, dann schauen wir mal auf den Plan. Ich muss hier mal ein bisschen auch was umschalten wieder bei mir.